So, mein Lieber, das haben so lange genug uns zugeschaut. Ich liebe es. Es ist immer wieder eine neue Premiere. Mein lieber Roland, hörst du mich? Siehst du Ja, ich mich? höre dich perfekt. Ja, danke. Du hörst mich perfekt. Ich glaube, man hört uns auch hier im Spiel. Mal eben gucken, ob das soweit alles funktioniert. Jawohl, das sieht auch gut aus. Und ich bin nicht reingefallen. Ich habe die Lautstärke wieder runtergeregelt. So, jetzt müssten wir eigentlich alle da sein. Hallo, Herr. Das fängt schon gut an, mein lieber Roland. Ich habe schon vorhin gedacht, also irgendwie vermisse ich dich ja, wenn ich dich mal eine Woche nicht sehe, Natürlich, weißt du? Und ich kann mich langsam an dich gewöhnen. Es wurde gerade gefragt. Hallo Patrick, hallo Herr Krüger, haben Sie es noch immer nicht geschafft, in den Urlaub zu fahren? Ich hoffe, Sie schaffen es dann morgen. Ja, jetzt müssen wir doch tatsächlich mal eben sagen, der gute Roland ist im Urlaub und ist extra für uns, für diesen Live-Chat, wieder zurück, wie viele Kilometer auch immer, in die Zentrale gefahren, um heute Abend euch Rede und Antwort zu stehen für alles, was zum Thema neue Marantz-Produkte im Raum steht an Fragen. Also erstmal vielen Dank, mein lieber Roland. Danach geht es auch direkt wieder weiter. Bleibt ja wahrscheinlich alles hier im Umland, ne, was Urlaub dieses Jahr angeht. Ich bin in 10 Tagen mal ein paar Tage weg, das auch mal so zur Information. Im Moment sind wir schon ein bisschen dünner von der Personaldecke, weil die letzten 4 Monate waren schon ein bisschen wild, der Ritt. Und so, da muss der eine oder andere mal wirklich zwischendurch mal Luft holen. Aber gut, mein lieber Roland, du hattest diese Woche die Gelegenheit, oder war das letzte Woche? Wann habt ihr die neuen Geräte vorgestellt? Den Händlern haben wir es letzte Woche Donnerstag vorgestellt, also euch. Okay, alles klar. So. Habe ich ja verpasst, fällt mir gerade ein. Nee, habe ich das verpasst? Nee, ein bisschen. Ich war dabei. Nee, ich war dabei. Stimmt, ich war Stimmt, du sogar warst dabei. Ich war ein dabei. bisschen später dran. Ja, Ja. genau. Oh mein Gott, so viele Webinare. Langsam. Und das Wort Webinar dürfen wir nicht mehr verwenden. Hast du mitbekommen? Dürfen Ist wir eine nicht mehr. eingetragene Marke von einem Typen in Kuala Lumpur. Könnte kritisch werden. Okay, alles klar. So, das dazu. Jetzt genug Vorgeplänkel. Wir legen direkt mal los, weil ich habe eine Bitte allerdings, ihr Lieben. Ich sehe schon, der eine oder andere ist im Urlaub. Ach, guck mal, Oliver Botter in Rennesse. Nicht zu fassen. Ja, dann trägt man Heineken für mich mit und eine Pommes mit leckerer Mayonnaise und Frikandel. Träumst du gerade oder was? Nö, alles gut. Ich dachte, du Nicht von denkst gerade Frikandeln, an die definitiv nicht. Pommes. Du gucktest Nicht von gerade. Frikandeln, da fällt mir deine Werbung ein, die du gemacht hast. Ja, die war gut. Ich Das fand die war. gut. Ich würde sagen, legen wir los. Erzähl mal ein bisschen was aus dem Hause Marantz. Gibt es natürlich auch neue Produkte. Und Genau. diese neuen Produkte sind neue AV-Verstärker. Und wir wollen in den nächsten 5 Stunden euch mal erläutern, wo sich denn diese Produkte unterscheiden vom Vorgänger und welche Unterscheidungen es auch gibt zu der Schwestermarke Denon. Weil die Frage wird natürlich auch immer wieder auftauchen. Oh, die sind doch alle gleich. Der eine hat ja nur so ein kreisförmiges Bullauge und der andere hat das da. Nein, wir haben das schon mehrfach versucht zu erklären. Da sind schon ein paar mehr Unterschiede in den Geräten vorhanden. Und das werden wir jetzt hier in dieser einmaligen Gelegenheit nutzen, das auch nochmal rüberzubringen. So, jetzt sehe ich gerade, mein Bild hat sich ein bisschen verschoben. Das ist ja auch super. Okay, kriegen wir aber auch wieder gelöst. So, zack, sieht besser aus. Also, womit wollen wir anfangen? Hast du wieder ein bisschen was vorbereitet, würde ich Ja, sagen, na ne? Und klar, ich habe was vorbereitet. eine Bitte habe ich noch. Tut uns einen Gefallen, bitte. Stellt eure Fragen bitte erst dann, wenn wir sagen, bitte fragen, weil sonst kommen wir ein bisschen durcheinander. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert in Verbindung mit dem Denon-Vortrag, den wir hier hatten. Und ja, wir versuchen uns jetzt mal am besten mit dem Marantz genauso hinzubekommen. Tontechnisch sind wir noch ein bisschen am Kämpfen. 1, 2, 3. Du auch, aber das kriegen wir schon hin. Wir Oder konzentrieren uns. ich bin in einer Telefonzelle, genau. Ja, also heute gab es die offizielle Pressemitteilung für die neuen Marantz SR-Modelle, also die Modelle der SR-Serie oder Surround Receiver, wie die so hübsch heißen. Das Schöne ist, davon sind gerade mal genau zwei Receiver und der Rest sind Verstärker, also ähnlich wie bei denen. Ich versuche mal jetzt was ganz Wildes, und zwar da steht, der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Nein. Doch, hast du. Sag nicht sowas. Ja. Habe ich ja noch nie gemacht. Moment, erweiterte Freigabe. So, so, so. Ja, perfekt. Super, genau. Ich habe auch in der Zwischenzeit irgendwie 20 Zoom-Updates gemacht. Ich habe keine Ahnung, was die hier alles jedes Mal machen. Jedes Mal muss ich, glaube ich, nur noch. Oh Mann, jetzt passiert aber was hier auf meinem Bildschirm. Das sieht aber schön aus. Dann erzähl mal.
Genau, das sind im Prinzip die neuen AV-Verstärker oder AV-Receiver von Marantz. Was man vielleicht zur Marke Marantz an sich nochmal sagen muss, ich meine, Marantz hat eine lange Historie und hat halt auch sehr, sehr, also was heißt lange Historie, nicht so lange wie Denon, aber im Prinzip die zweitlängste. Ich meine, sind jetzt auch schon über 60 Jahre alt. Und haben quasi seit Beginn... Stopp, ich muss mal eben unterbrechen. Ich höre dich einmal frei auf meiner Anlage über die Lautsprecher, aber anscheinend nicht jeder, der uns jetzt hier zuhört. Hast du die Chance, ein bisschen mehr Pegel drauf zu geben? Da wird mehrfach erwähnt, dass da etwas leise wärst du. Wahrscheinlich leiser als ich, was aber auch kein Wunder ist. Aber vielleicht kannst du einen Tick noch machen. Ja, ich kann natürlich einen Tick... Ah ja, ich sehe schon. Ich bin ein bisschen leise tatsächlich. Ich gehe mal auf die Audioeinstellung. Eine Sekunde. Die Frau Gräfin zu Unrat hat das nämlich unter anderem mitgeteilt. Okay, ist es jetzt ein bisschen besser? Also ich bin jetzt auf jeden Fall etwas lauter. Ja, auf jeden Fall ja. Super. Gut. Ist auch weniger verzerrt. Okay, alles klar. Perfekt. Dann versuche ich auch ein bisschen lauter zu sprechen, dann hört man mich vielleicht auch so besser. Ich muss mich noch mit den anderen neuen Mikrofonen gewöhnen. Ja, und seitdem sozusagen gab es eine Tagline, sind immer so diese berühmten sozusagen Aussprüche, die Marken charakterisieren. Und bei Marantz war das halt Because Music Matters. Und das für eine gefühlte Ewigkeit. Und wir haben in diesem Jahr, das heißt im Jahre 2020, wird Marantz sozusagen so ein bisschen in ein moderneres Kleid eingepasst, wenn man so will. Und das steht dann auch in der neuen Tagline. Das heißt, Because Music Matters ist sozusagen Vergangenheit und die neue Tagline heißt Modern Musical Luxury. Das heißt, das Ganze... Gottes Willen, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, natürlich, Amis, wer sonst? Aber die können doch aussprechen. Ja, also Luxus steckt da schon drin. Das bedeutet, das ist so ein bisschen die Ausrichtung natürlich, die Marantz dort geht. Musikalisch, das ist eine der wesentlichen, sage ich mal, Tugenden von Marantz-Geräten. Und modern ist halt die, ja, ich sag mal, neue Ausrichtung. Und da wird es auch in diesem Jahr quasi noch ein bisschen mehr dazu geben. Aber das vielleicht nur so am Rande. Uns interessieren ja insbesondere halt die technischen AV-Receiver. Und diese AV-Receiver bzw. diese gesamten AV-Produkte bei Marantz, die haben sich ja in drei Kategorien eingeteilt. Also wir hatten einmal die sogenannte AV-Serie. Das sind diese AV-Vorstufen. Wir haben die AV-8805 oder wir haben halt aktuell die AV-7706, glaube ich. Heißt sie so? Ja, genau. Und, 7705 heißt sie auch, genau. Und dann gibt es die SR-Serie, die Surround Receiver. Das sind im Prinzip ganz normale 43 cm Komponenten, die allerdings auch eine normale Höhe haben. Und da gibt es die NR-Serie. Die NR-Serie, das sind quasi Receiver mit einer geringen Höhe, aber auch mit 43 cm Rastermaß im Prinzip. Die halt sich so ein bisschen lifestyleiger in Umgebungen dann entsprechend einpassen. Aber natürlich auch nicht so viele Endstufen mitbringen wie die großen, wie die SR-Serie entsprechend. Ja, und dann gibt es eine Klangphilosophie von Marantz und die wird nachher nochmal eine ganz große Rolle spielen, insbesondere wenn wir dann zu den Unterschieden zu Denon kommen, nämlich Transparenz, quasi Ruhe im Klang und halt die Emotionalität. Das sind die drei Punkte, die bei Marantz im Prinzip eine sehr, sehr große Rolle spielen. Im Klang und nachdem das ganze Klangbild im Prinzip immer getuned wird. Ja, genau, die SR-Serie. Fangen wir mal an. Bei der SR-Serie, wenn wir die so nackt betrachten, die neuen Modelle, die heute quasi mit der Pressemitteilung vorgestellt wurden, dann gibt es dort in dieser SR-Serie, also über die soll es uns heute nur gehen, nur die wurden heute quasi neu vorgestellt, den SR5015 als Nachfolger des SR5014 und dort gibt es auch wiederum ein Modell mit DAB Plus Tuner, das ist der SR5015 DAB. Alle Receiver hier besitzen eine 7-Kanal-Endstufe, das heißt haben auch eine 7-Kanal-Signalverarbeitung, haben natürlich auch Dolby Atmos, DTS:X und Odyssey-Einmessungen sind für uns oder für dich jetzt nicht vielleicht so hundertprozentig interessant, weil man natürlich hiermit nur zwei Lautsprecher an der Decke platzieren könnte. Kann man denn nicht erweitern? Das ist halt eine 7-Kanal, da ist eine 7-Kanal-Endstufe und das ist auch eine 7.2-Kanal-Signalverarbeitung. Das bedeutet, man kann
hier maximal halt 5.2 machen plus 2 oben. Also da ist keine Möglichkeit der Erweiterung weitergegeben. Also das heißt ganz klar, die Prozessoren, die da drin sind, die sogenannten DSPs, sind nicht in der Lage, 5 unten und 4 oben zu betreiben. Doch, die DSPs wären da schon in der Lage zu, aber es gibt keine entsprechenden Ausgänge oder keine entsprechenden Anschlüsse oder Lautsprecheranschlüsse. Okay, klare Aussage, wichtig zu wissen. Ja. Dann mit gleichem DSP tatsächlich ausgestattet wie die kleinen. Zusätzlich besitzt er zwar noch einen anderen, aber das ist eher eine Neuerung, ist der SR6015 als Nachfolger des SR6014. Das heißt, hier sprechen wir von einer neuen Kanalendstufe und wir können sogar bis zu 11.2 Kanäle verarbeiten. Das heißt, mit einer separaten Stereo-Endstufe kann man dann noch 2 Kanäle zusätzlich mit dazu holen. Das heißt, hier könnte man mit der neuen Kanalendstufe an sich ja schon ganz normale 5 Lautsprecher unten und 4 Lautsprecher oben. Das wäre ja hier für die empfohlene Konfiguration. Das gibt es dann, wie gesagt, einmal als SR6015 mit ein bisschen weniger Leistung und ohne Auro und einmal als SR7015 mit ein bisschen mehr Leistung, anderer DSP-Architektur und Auro 3D entsprechend mit drin. Komme ich aber gleich natürlich auf an. Aber es ist eben schon mehr Unterschied. Du hast gerade gesagt, Leistung ist ein Unterschied und eben, dass wir noch ein anderes Tonformat zusätzlich haben, nämlich das Auro 3D-Format plus Auromatik. Richtig, das sind jetzt zwei Sätzen. Wir haben auch eine komplett andere, ich sag mal, eine komplett andere DSP-Architektur. Das heißt, wir haben zwar bei beiden haben wir 2 DSPs mit drin, aber wir haben bei dem einen quasi, haben wir einen starken DSP, einen 4-Kern-DSP und einen, der sich nur ums Odyssey kümmert, das ist der 6015 und beim 7015, da haben wir halt 2 sehr starke DSPs mit drin. Genau, die sich dann um Auro 3D und sämtliche zukünftigen Tonformate, die es denn da gibt, kümmern könnten. Okay, verstanden, alles klar. Wir gehen ja noch weiter gleich in Details. Das ist jetzt erstmal so eine Übersicht eurer Produktpalette, die da kommt. Für alle Neugierigen, Roland, wann wird mit den neuen Geräten gerechnet? Komme ich sofort. Habe ich hier gleich mit dabei, sozusagen. Ich hoffe, ich bin übrigens jetzt ganz gut zu verstehen, weil ich habe hier immer noch Roland Krüger klingt wie Freddy Krüger oder sowas. Als Ja, das ist aber schon vor 20 Minuten gewesen. Alles gut. Okay. Alles gut. Okay, ist besser, als du klingst so, als wenn du so aussiehst. Ja, okay, alles klar. Gut, dann gehen wir im Prinzip natürlich in mein persönliches Highlight-Modell, nämlich den SR8015. Das ist gleichzeitig das Flaggschiff der SR-Serie und auch das Flaggschiff der AV-Receiver bzw. der AV-Verstärker bei Marantz. Das heißt, dieser SR8015, der hat eine 11-Kanal-Endstufe an Bord und verfügt über eine 13.2-Kanal-Signalverarbeitung. Das heißt, der kann 13.2 Kanäle verarbeiten, genauso wie beispielsweise ein Denon, ich sage jetzt mal ein AVC X6700H oder ein 8500H entsprechend. Der verfügt noch über mehr Tonformate, da dieses DTS-X Pro, das wurde im Prinzip auch schon mal genannt im Chat, glaube ich, wollte das nochmal jemand erklärt haben, aber dazu kommen wir später vielleicht nochmal. Jetzt hier ganz kurz das, was eben gefragt wurde, wann sind die Modelle quasi verfügbar und was sind die UVPs dieser Modelle? Also das Flaggschiff ist für 3.000 € im September verfügbar, der 7015, der trifft morgen in Nettetal sozusagen ein als Sample, das heißt, der ist bereits im August lieferbar. Man muss dann rechnen, wenn die bei mir eintreffen als Sample, dann ist das plus 4 Wochen, dann sind die quasi auch da. Kostet um die 1.700 € und der 6015 1.200 €, den 5015 DAB bei 930 und den 5015 ohne DAB bei 900. Ja, ich glaube, das beantwortet schon viele Fragen. Der letzte, der kommt, ist quasi der 5015 DAB im Oktober. Das heißt, zwischen August, September und Oktober kommen jetzt so diese einzelnen Modelle quasi neu rein. Ja. Okay, alles klar. Ja, dann habe ich hier ganz klein, weil er gehört nicht zur SR-Serie, die AV8805 natürlich auch nochmal mit einbezogen. Wie gesagt, ich habe jetzt 2 Modelle, die noch in diesem Jahr abgelöst werden, vergessen. Und das absichtlich, weil es gibt ja noch eine Vorstufe, die dazwischen liegt. Das ist die 7705. Natürlich wird die auch irgendwann abgelöst. Aber man kann sich halt vorstellen, dass das jetzt halt nicht in wirklich naher Reichweite ist. Sonst hätte man es im Prinzip schon jetzt mitgemacht.
Und auch der kleinere NR 1710 im Prinzip, der wird ebenfalls abgelöst, aber auch das ist aktuell noch nicht spruchreif. Bei dem großen, bei der AV 8805, das ist ja reiner Vorstufe, wie ich das schon gesagt hatte, da wird es im wahrscheinlich Februar, März nächsten Jahres ein Hardware-Upgrade geben. Das haben wir schon längere Zeit angekündigt, sodass hier quasi dieses 8K, dieser 8K-Eingang und diese neuen Videofunktionalitäten hinzugefügt werden können. Hattest du gerade welchen Monat gesagt? Februar oder März 2021. Okay. Alles klar. Komm, eine Sache können wir eben einbinden, weil wir das so schön über uns hier gerade vor uns sehen. Die Garantie wird gerade nochmal nachgefragt. Garantie war so, dass der 7015 und 8015 als auch die AV-Geräte 5 Jahre bekommen. Marans Garantie? Ja, es ist 6015, 7015, 8015. 6015 auch? Ja. Ja. Das wurde später mal geändert. Ja, 6015, also wie der 6014 quasi, 7015, 8015 und AV, ja, die aktuelle AV. Genau, wichtiger Hinweis, echt ganz, ganz wichtig. Ja. Nur in Deutschland. Erstmal nur in Deutschland, deutsche Geräte auch nur. Und zweitens, ihr müsst sie registrieren. Wir schreiben es bei uns immer auf die Rechnung drauf. Innerhalb von einer gewissen Zeit müssen die registriert werden auf der Seite von Denon, als aber auch von Marans. Macht das bitte, weil sonst gibt es im Nachhinein keine Möglichkeit mehr, das nachträglich noch zu registrieren, wenn ihr ein Jahr später erst feststellt, ihr habt es vergessen. Also bitte als erstes nach dem Auspacken sofort zum Rechner und bitte registrieren. Genau. Das ist ganz wichtig innerhalb von 3 Monaten. Genau. Genau, was zeichnet Marans AV-Receiver in diesem Fall aus? Also wir haben natürlich einige Videotechnologien mit drin, und über die ich gleich noch ein bisschen was reden werde. Wir sind bekannt dafür, dass wir quasi sehr, sehr viele Soundformate dekodieren können und dann entsprechend natürlich an die Lautsprecher weitergeben können. Neu dabei ist halt DTS:X Pro und ich werde vielleicht auch nochmal ein Wort über MPEG-H in dieser Session verlieren. Das sind halt Sachen, die auch erst kommen mit einem Firmware-Update, die nicht von vornherein mit dabei sind. Aber da das Firmware-Update, das wird so quasi im Oktober kommen, wo das dann mit aufgespielt wird, spreche ich also in den meisten Fällen jetzt davon, dass es quasi fast schon mit integriert ist. Wir haben natürlich ganz, ganz wichtig, Marans Sound hierbei. Das heißt, hier wird halt sehr, sehr viel noch getan zusätzlich und sehr, sehr viel, um das in diese Richtung von Marans zu bekommen. Diese drei Tugenden, die ich am Anfang quasi erwähnt hatte, die spielen hier halt eine sehr, sehr große Rolle. Ja, genau. Die Neuerungen und Änderungen natürlich in 2020. Viele werden, die das Denon-Video quasi gesehen haben, werden jetzt sagen, na gut, das ist jetzt nichts dramatisch Neues. Das kennen wir quasi alles schon von diesem Denon-Video. Natürlich bieten jetzt auch alle neuen Marans-Modelle die Möglichkeit, quasi an einem Eingang 8K 60 bzw. 4K 120 weiterleiten zu können. Dafür haben sie einen HDMI-Eingang, 2 HDMI-Ausgänge. Es gibt, wie gesagt, das Upgrade für die AV 8805. Wir haben DTS:X Pro-Support für diese beiden Premium-Modelle. Also mit einer 13.2-Kanal-Signalverarbeitung. Und das hatte ich eben ja alles schon erwähnt. Bei der Tuner-Strategie ist es halt so, DAB Plus gibt es jetzt für den 5015 neu. Das hatte ich eben ganz schon kurz erwähnt. Und die anderen Modelle darüber sind halt reine Verstärker. Und da wurde der Tuner komplett entfernt aus der Oberklasse. Sag mal, das 8K-Logo, was ich da sehe, ne, das habe ich noch nie so in der Art gesehen. Ist das Absicht, dass das jetzt 8 Ecken hat? Soll das jetzt irgendwie eine Verbindung sein zu 8K? Nee, ich wollte das eigentlich ändern. Ich glaube, das ist ein 8K-Logo, was ich geklaut habe. Aber gibt es das oder ist das eine Eigenerfindung? Nee, das gibt's. Das hat Sony so. 8 Ecken, 8K, okay. Das ist irgendwie clever. Mhm. Okay. Ja, wie auch immer, also das ist die Tuner-Strategie. Die ganz Großen, die haben keinen Tuner, obwohl die auch noch SR heißen, Surround Receiver. Gut, man kann die auch durchaus Receiver nennen, weil im Prinzip Internetradio mit beinhalten. Das heißt, es gibt ja neben UKW, Mittelwelle und DAB Plus gibt es ja auch noch sowas wie Internetradio dann entsprechend. Und wie gesagt, der SR 5015 DAB ist dann der einzige, der dann entsprechend auch bei Marans als DAB-Modell auf den Markt kommt. Ja,
Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache mal ein bisschen anders weiter, als wir das letztes Mal gemacht haben. Da bin ich ja aufs Bild relativ spärlich eingegangen und nur am Ende, wenn man so will, also auf diese gesamten neuen Videofunktionalitäten. Und da spricht man im Prinzip ja von HDMI 2.1 in Anführungsstrichen. Das heißt, wir dürfen aktuell noch nicht sagen, dass unsere Geräte HDMI 2.1 zertifiziert sind, weil es gibt immer noch keine, Stand heute 7.7.2020, keine finalen Testspezifikationen. Und daher können wir im Prinzip nur jedes einzelne Feature quasi separat erwähnen und das ist dann entsprechend auch so zertifiziert, wie wir es dann erwähnen. Nur halt nicht HDMI 2.1. Ist in Aussicht, ob das in diesem Jahrhundert noch stattfinden wird? Es ist tatsächlich in Aussicht, dass das in diesem Jahrhundert noch stattfinden wird. Also unsere Ingenieure rechnen fest damit, dass das bis zum Ende des Jahres durch ist. Ach, da sind ja nur noch 6 Monate. Ja, sind nur noch 6 Monate, das stimmt. Das heißt, dann sind die im 4. Jahr eigentlich schon durch, ne? Ja, das ist, also es ist ein bisschen schwierig. Es gibt halt Testspezifikationen, glaube ich, ja für Endgeräte gab es relativ früh Testspezifikationen. Für Quellen ist es jetzt immer noch in der Finalisierung, soweit ich weiß. Und für Repeater, das sind halt die letzten, da wird es jetzt auch finalisiert. Aber wie gesagt, wann das genau der Fall sein wird, das will ich jetzt nicht mutmaßen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, oder zumindest ist Corona ist ja immer eine sehr schöne Ausrede aktuell. Also schieben wir es mal darauf. Genau. Ja, was bietet das Ganze? Natürlich bietet das Ganze in dem Sinne, was heißt besseres Video? Das steht hier zwar so schön, man hat natürlich eine höhere Auflösung, kann man erreichen. So eine 8K-Auflösung, 33,2 Megapixel. Mein Gott, meine Kamera hat gerade mal 26. Ja, das ist dann entsprechend 8K und hat damit natürlich auch mehr Pixel, bedeutet halt immer eine höhere Schärfe, rein theoretisch eine höhere Klarheit, logisch. Man hat aber auch eine höhere Bildwiederholrate oder kann man haben, wenn man das möchte. Das heißt, sogenannte High Frame Rate, wie es so hübsch heißt. Und High Frame Rate beginnt ja schon mit 50 Hertz, wenn man so will. Das heißt, 50, 60, 100 oder 120 Bilder pro Sekunde sind quasi bei 4K standardisiert. Bei 8K sind es bis zu 60 Bilder pro Sekunde, die dann hier übertragen werden können. Farbtiefe, das ist quasi klar, je höher die Farbtiefe, desto mehr Farben hat man rein theoretisch zur Verfügung, desto mehr Abstufungen in Farben hat man zur Verfügung. Das ist jetzt nichts dramatisch Neues, nur ist es neu in Verbindung natürlich mit den anderen, also mit der höheren Auflösung und dann entsprechend den höheren Bildwiederholraten. Genau. Und genau diese Formate, das heißt zum Beispiel 8K60 oder 4K120, das können alle neuen SR-Modelle an einem Eingang und an zwei Ausgängen, diese oben rechts da oben, wenn man das halbwegs sieht, dargestellt sind, einerseits in Empfang nehmen bzw. ausgeben. Die ganzen Geräte verfügen auch über einen 8K-Scaler, das heißt, man kann 1080p oder 4K-Material reingeben und der skaliert das dann auf 8K hoch, ohne die Framerate oder irgendwas zu ändern dabei. Was viel interessanter ist, finde ich jetzt, als die 8K60 sind halt die 4K120. Also nicht nur für Spiele, also für Spiele natürlich auch. Aber wenn man so auf, es gab ja mal so einen Testsender tatsächlich, beziehungsweise so Testmaterial, öfter mal auf der IFA wurde das gezeigt, bei LG am Stand, kann ich mich erinnern, habe ich das sehr, sehr oft gesehen und das fand ich schon sehr beeindruckend, wenn man da 60 Hertz und 120 Hertz nebeneinander sich angucken kann und dort mal ein Fußballspiel oder Ähnliches sieht. Also das ist schon für ultraschnelle Bewegungen schon von Vorteil. Nur leider befürchte ich, dass wir darauf noch ein bisschen warten müssen.
Ja, ich pass auf, ich mache mal eben weg hier. Geh noch mal eben kurz rein. Also ich würde auch noch mal, nicht jeder hat unsere vorherigen Videos gesehen, wo wir das wirklich immer wieder ausführlich besprochen haben, was das Thema 8K angeht. Ich glaube, wir sind hier technisch so weit deutlich weiter als im Quellbereich und in der Produktion. Das war bei 4K war es ein bisschen anders. Da waren wir eigentlich auf dem Niveau, wie die Jungs da schon länger am Arbeiten waren und konnten das dann endlich nach Hause holen. Jetzt sind wir hier technisch weiter und 8K ist nicht wirklich im Video- und Filmbereich erkennbar, sondern wir haben es letztes Mal schon, nachdem wir sehr ausführlich über 8K gesprochen haben, dass wir in dem Fall bei 8K eigentlich im Wesentlichen erstmal was aus dem Spielebereich erwarten können. Also im Filmbereich und auch ja, ich sag mal, also im ganzen Fernsehbereich und so weiter nicht wirklich dran zu denken. Selbst im Streamingbereich ist da auf absehbarer Seite nichts da, weil ja auch gar nicht mehr das Originalmaterial mit dieser Auflösung kommen kann. Also vielleicht das nochmal so ein bisschen zur Beruhigung auf der einen Seite und auch ein bisschen zur Relativierung. Ja, Würde ich mal so sehen. auf jeden Fall ist das so. Selbst bei Spielen wird es halt mit 8K, glaube ich, relativ kritisch. Also man muss halt schon so ein bisschen gucken, was halt da ja auch gelauncht wurde oder besser gesagt bisher angekündigt wurde, als diese Spielekonsolen entsprechend angekündigt wurden. Und das war jetzt nicht gerade so berauschend. Man hat jetzt nicht gerade unbedingt gesehen, dass da sehr viel in 8K mit dabei ist. Oder dann höchstens mit einer geringeren Bildwiederholrate. Aber genau das ist es ja, was die Spieler im Prinzip nicht wollen. Also bei Spielern muss es ja schnell gehen und daher sind, glaube ich, eher so die hohen Bildwiederholraten dort interessant. Genau, das ist eine. Dann ist hier nebenbei gerade eine Diskussion nochmal im Gange. Ich will da nur ganz am Rande mal eben kurz drauf eingehen. 48 Gigabit, das ist ja eine gewaltige Zahl. Das ist die Datenmenge, die übertragen wird. Diese Zahl ist ja vollkommen unrealistisch für zu Hause auf lange Sicht anscheinend, weil wir werden nie dieses Quellmaterial bekommen. Also jedenfalls wirklich erst für lange Zeit, was diese maximale Datenrate nur ansatzweise nutzen würde. Weil das Quellmaterial auch gar nicht vorhanden ist. Also das ist das eine, das Quellmaterial ist null vorhanden, als aber auch das Material zur Wiedergabe. Das heißt, die technischen Geräte wie Fernseher, Projektoren sind nicht ansatzweise in der Lage, mit solchen Datenmengen umzugehen, um mir das Material zu zeigen. Also da können wir uns gerne in 10 Jahren nochmal drüber unterhalten, aber da ist einfach von den Quellen her nicht wirklich was da, was diese 48 ausreizen kann. Also ich kann euch beruhigen, wenn es nur 40 sind, wenn es nur 40 sein und wir trotzdem nicht die 40 auf der Leitung haben, das wird wahrscheinlich auch noch der Fall sein und ihr würdet es nicht sehen. Also das ist jetzt mal so eine lockere, flockige Antwort auf das, was hier so dauernd immer diskutiert wird. Ich muss aber 48 Gigabit haben, sonst macht ihr doch kein schönes Bild. Ja, das ist natürlich wahr. Das ist das eine. Und zum anderen wissen wir halt ganz genau, da halt, dass auch die Chips quasi so ein bisschen natürlich alle mit der sehr, sehr heißen Nadel gestrickt wurden. Und aktuell ist es halt so, dass das zwar alles funktioniert, aber funktionieren tut es halt auch in dem Sinne mit Einschränkungen, muss man dazu sagen. Also 48 Gigabit pro Sekunde haben wir sowieso nicht bei den Chips. Wir haben das bei einigen Empfängerchips in Fernsehern, das stimmt. Aber mir ist kein Sendechip bekannt, der 48 Gigabit pro Naja, Sekunde. und selbst die Empfängerchips sind wieder reduziert worden anscheinend. Ja, bei einigen, das stimmt. Und da sind es wirklich nur die 40 Gigabit pro Sekunde. Nur ist aber auch so eine Sache, wie gesagt, dass da wir das Material nicht haben, gerade wenn wir, also wie gesagt, bei Spielen ist das vielleicht noch eher der Fall, aber bei Filmen oder so, da ist es halt so, dass Netflix oder ähnliche, die wollen halt ja eigentlich auch nur Minimum 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision aktuell haben und das war's und das wird auch geliefert und der meiste Content, also der gesamte Content, der da ist, der liegt nicht in 8K vor. Das heißt, das muss erstmal komplett neu produziert werden, komplett neu die Richtlinien dort erstellt werden, Naja, dementsprechend. und irgendwann ist es auch Schluss. Also irgendwann kannst du auch deinen Lawrence von Arabien in 8K nicht mehr scannen, weil das Material gibt es ja gar nicht her. Nein, das stimmt. Wenn man es noch scannen kann und es halt nicht digital entstanden ist, dieser Film oder dieses Filmmaterial. Lawrence von Arabien natürlich nicht, den kann man theoretisch in 8K scannen, aber ja, das ist halt die Frage, ob es das hergibt. Okay, dann eine kurze Abschweifung. Dann darfst du wieder bitte auf den Knopf drücken, um uns deinen wunderschönen Rechner zu zeigen in der Ach Gott, Oberfläche. ob der so wunderschön ist, weiß ich nicht, aber klar, mache ich das doch gerne. Dann muss mal gucken, wo ich denn hier bin. Ah, genau, ich bin da. Ja, und genau, dann geht es natürlich weiter mit Sachen, die an allen HDMI-Eingängen
quasi zur Verfügung stehen. Das heißt, das sind dann auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, also zumindest nützlichere Sachen als vielleicht erstmal dieses 8K, etwas, was man vielleicht auch sofort benutzen kann. Das heißt, an allen Eingängen der SR-Serie steht im Prinzip HDR zur Verfügung. Und zwar nicht nur HDR10, HLG und Dolby Vision, wie bei den alten Modellen, kann durchgeschliffen werden, sondern zum Beispiel in diesem Fall auch HDR10 Plus oder Dynamic HDR. Es sei an der Stelle nochmal gesagt, weil das ein Kommentar war zu unserem letzten Video vom 6700er, dass wir hier keine Konvertierung vornehmen. Ja, das ist einfach nur ein Durchschleifen von HDR-Material, wo quasi das Quellsignal in diesem HDR-Format aufgenommen ist und das Endgerät dieses HDR-Signal quasi verträgt. Und das wird dann so durchgeleitet, dass es ohne Verluste dann entsprechend im AV-Receiver ist. Deswegen steht auch bei HDR nicht unbedingt immer das Menü zur Verfügung. Also so ein Überlagerungsmenü steht nicht immer zur Verfügung. Gerade bei dynamischen Material. Also beispielsweise, dass man denn in dem Fall, wenn es so ein Signal anliegt, dass man dann den Volumen, Level, Pegel, Meter, wie auch immer, nicht mehr eingeblendet sieht. Da ist nichts kaputt gegangen, sondern da liegt es einfach an der Signalart, die da zugespielt wird. Das ist dann technisch nicht möglich, weil das Signal muss unbearbeitet durchgeschliffen werden. Ja, das ist so und es sieht dann auch immer ein bisschen komisch aus. Also wie gesagt, das geht in der Zwischenzeit halt mit statischem HDR. Bei dynamischem HDR ist das ein bisschen schwierig. Und man muss dazu natürlich auch sagen, ich würde in dem Augenblick wahrscheinlich bevorzugen, dass ich das Bild in der besten Qualität sehe, als anstatt es irgendwie durch so einen Volumenregler, der dann das ganze Bild dann entsprechend vielleicht noch so ein bisschen schlechter macht, damit eingeblendet zu haben. Aber das heißt ja streng genommen, dass ihr jetzt alles, was wir so derzeit an möglichen dynamischen Bildstandards kennen, unterstützen. Also wir haben jetzt hier dieses HDR10 Plus, wo wir alle darauf warten, dass es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Inhalt gibt, aber ihr seid vorbereitet. Also selbst das könnt ihr jetzt hier mittlerweile unterstützend darstellen. Genau, das ist Dolby Vision, HDR10, HLG, IMAX Enhanced, das ist alles, was wir momentan wirklich als verabschiedete Standards haben und was dann eventuell von der Filmindustrie genutzt wird, wäre in diesen Verstärkern durchschleifbar und somit natürlich auch, das muss ja am Ende auch vorhanden sein, auf den richtigen Fernseher oder auf den richtigen Beamer, sonst bringt es ja nun gar nichts. Korrekt, richtig. Ja, aber man ist vorbereitet. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Vorbereitet ist man quasi auch mit für Gaming-Aktivitäten oder Ähnliches. Das heißt, auch diese, natürlich die neuen SR-Modelle, unterstützen an allen Eingängen die variable Refresh Rate, wie sie zum Beispiel von der Xbox One X oder One S kommt, jetzt aktuell schon. Die werden natürlich auch in der Zukunft bei der Xbox Series X oder bei der wunderschönen PlayStation 5. Gut, wunderschön, ist jetzt in Anführungsstrichen gesagt, wunderschön PlayStation 5 verwendet. Ja, es ist halt Geschmackssache. Also ich meine, ist mal ein bisschen stylischer, mal ein bisschen anders, muss man halt gucken. Das Design, was da vorgestellt wurde. Dann Quick Frame Transport, das ist auch eine Technologie quasi von HDMI 2.1, auf die ich nicht unbedingt wahnsinnig näher eingehen will. Ich will nur ein bisschen den Hintergrund von diesem gesamten, also Variable Refresh Rate und Quick Frame Transport und ALLM. Diese drei Funktionen sind sozusagen Funktionen, die im Gaming-Bereich eine Rolle spielen. Und zwar sollen die sicherstellen, dass das Signal möglichst schnell sowohl Bild als auch Ton quasi bei dem Benutzer ankommt. Das heißt, vom Generieren des Bildes vergeht die kürzestmögliche Zeit zum Darstellen auf dem Fernseher, indem der Fernseher automatisch in den Gaming-Modus schaltet, indem der AV-Verstärker automatisch in den Gaming-Modus schaltet. Da ist dann also nichts kaputt, wenn der nicht mehr skaliert oder wenn der quasi auch das Audio-Delay nicht mehr hundertprozentig stimmt, die Lippensynchronität nicht mehr hundertprozentig da ist, weil es ist alles auf Geschwindigkeit getrimmt. Das heißt, so schnell wie möglich soll was ausgegeben werden. Das Gleiche gilt für Quick-Frame-Transport. Da werden die Bilder quasi schneller transportiert, als sie nachher wiedergegeben werden. Also das zielt auch die Variable Refresh Rate. Alles das zielt darauf ab, dass die Bilder wirklich sehr, sehr schnell, so schnell, wie sie quasi generiert werden, auch auf dem Fernsehbildschirm erscheinen und der Ton ebenfalls extrem schnell dann entsprechend an die Lautsprecher kommt.
Quick Media Switching ist wiederum eher etwas, was im Filmbereich dann eine Rolle spielen könnte, wenn halt zukünftige Player und zukünftige Fernseher oder Beamer das dann irgendwann unterstützen. Das verhindert Schwarzbilder, indem es quasi, also wenn man die Refresh Rate, also die Bildwiederholrate ändert, zum Beispiel von 60 auf 24 Hertz, passiert halt öfter mal bei, wenn ich halt einen Film, wenn ich im Menü bin und einen Film starte, dann ändert sich die Refresh Rate meinetwegen auf 24 Hertz. Und in dem Augenblick wird das Bild leider heutzutage schwarz und dann höre ich irgendwie schon den Ton und nach 5 bis 10 Sekunden sehe ich dann das Bild und das soll verhindert werden durch diese Quick Media Switching Funktionalität. Alle Funktionen, die ich jetzt hier eben erwähnt habe, die haben wir auch erläutert in unserem Video zu HDMI 2.1. Das heißt, wer das nochmal sehen möchte, glaube ich, kann man auf deinem Kanal relativ einfach finden. Ja, so ist es. Genau. Eine wichtige Sache, und die ist nicht so neu, aber die ist extrem wichtig und die wird auch natürlich kontrovers hier gerade schon diskutiert. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen, habe ich mal so einen Blick auf den Chat geworfen, und zwar ist der Enhanced Audio Return Channel oder der erweiterte Audio-Rückkanal. Der ist jetzt nicht so neu, weil denen da oben stehen ein paar Modellnamen, die den auch schon hatten. Das sind wirklich ziemlich viele alte Modellnamen, wenn man so will. Also es geht zurück bis auf einen, wie gesagt, selbst der 8012 hatte das schon, der 7012, der hatte das per Firmware-Update nachgerüstet bekommen. Was ist das? Man kann im Prinzip dort hochauflösenden Ton oder halt immersiven Ton, also DTS:X, Dolby Atmos, und wenn das in irgendeiner Art und Weise vernünftig in DTS:HD versteckt ist, auch Auro dann entsprechend oder Multikanal-PCM, vom Fernseher zurück zum AV-Receiver leiten mit diesem erweiterten Audio-Rückkanal. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man halt seinen Fernseher, selbst wenn der AV-Receiver selbst kein 8K unterstützt, dass man den Fernseher quasi, der dann meinetwegen 8K unterstützt, dafür benutzen kann, die Quellen alle anzuschließen und dann über den erweiterten Audio-Rückkanal quasi das, den hochauflösenden Ton zum AV-Receiver zu geben. Das heißt, man braucht in dem Fall den AV-Receiver nicht irgendwie ablösen, weil der das halt nicht unterstützt und nicht durchschleifen kann, sondern es reicht, wenn man quasi einen neuen Fernseher kauft oder ja, der das dann entsprechend kann und dann über den erweiterten Audio-Rückkanal zurückgibt. Jetzt wurde gerade diskutiert, und das möchte ich ganz kurz aufgreifen, weil das tatsächlich bei uns auch in der letzten Woche auch ein bisschen diskutiert wurde, dass nicht alle Geräte mit Enhanced Audio Return Channel, also die, die das haben oder die das angekündigt haben, in der Lage sind, wirklich jedes Tonformat am Enhanced Audio Return Channel auszugeben. Also insbesondere DTS beispielsweise oder DTS HD oder ähnliches. Sony ist da sehr löblich, die geben das sozusagen alles aus, alles, was irgendwo reinkommt, geben die aus, alles, was aus irgendwelchen Apps kommt, geben die, wenn die Apps vernünftig programmiert sind, in den meisten Fällen auch aus über den Enhanced Audio Return Channel. LG verspricht Besserung sozusagen, bei denen war es bisher leider Gottes nur Multikanal PCM und Dolby Digital Plus. Da war es ein bisschen ärgerlich, weil da wirklich kein DTS-HD-Ton dann entsprechend, der in den Fernseher reinkam, über den Enhanced Audio Return Channel rauskam. Aber auch da habe ich gehört, dass das quasi noch nachgerüstet wird. Und gut, das ist ja, wie gesagt, man hat ja auch noch mal vielleicht ein bisschen Zeit dafür. Also noch mal konkret als Beispiel, wenn ich jetzt Netflix auf meinem neuen Fernseher habe und ich habe dort die Möglichkeit, in Dolby Atmos den Inhalt zu schauen, dann würde er über dieses IARC den Atmos-Stream neuerdings rausgeben an meinen atmosfähigen Verstärker natürlich. IARC haben wir da, ich habe mein Layout mit Atmos dort und kann das entsprechend hören. So, das ist ja auch eigentlich schon eine vorgegriffene Antwort auf die Frage, wir haben ja an dem Verstärker nur einen einzigen vollen 8K HDMI-Eingang. Das würde ja bedeuten, wir können ja theoretisch über den Fernseher auf jeden Fall auch eine 8K-Quelle reingeben. Den Ton übertragen wir zurück und die zweite 8K-Quelle, sollten wir sie denn mal haben, in Form eines was auch immer, dann könnten wir die an den Verstärker anschließen. Somit hätten wir ja auch zwei volle 8K-Quellen, die wir voll nutzen können. Völlig richtig. Das ist genau meine nächste Folie. Nein! Doch, das habe ich nicht gewusst. Das weiß ich, dass du das nicht gewusst hast. Aber da habe ich auch so ein schönes Bild von der... Ach Gott, da... habe ich PlayStation 5 und Xbox Series X verwechselt. Ach Gott, ja, es soll Leute geben, die beide bestellt haben. Genau so ist es. So. Ja.
Und dann wäre es ja beispielsweise schon der Fall, weil bitte, bitte weiterhin nicht die Stecker, die HDMI-Kabel ziehen, während die Geräte alle unter Strom sind. Ich glaube, das wird in Zukunft noch deutlich sensibler, das Problem. Ja, das denke ich auch, obwohl das, wie gesagt, normalerweise ja irgendwie funktionieren könnte, aber man kann alle Technologien und Techniken überlisten. Deswegen würde ich auch immer die HDMI-Kabel dann stecken, wenn das Gerät quasi alles aus ist. Genau. Ja, das ist tatsächlich die Möglichkeit, das zu machen. Und dafür ist es natürlich dann entsprechend wichtig, dass der Fernseher dann auch sämtliche Tonformate ausgeben kann. Aber da, wie gesagt, sehe ich glücklicherweise, zumindest was die Hersteller bisher so geäußert haben, die den Enhanced Audio Return Channel implementiert haben und die das vielleicht jetzt noch nicht bis zur Vollendung getan haben, sehe ich, dass die das in Zukunft machen werden. Was ja natürlich schon mal gut ist. Hier ist genau die Folie im Prinzip, dieses Szenario. Und hier sieht man natürlich, die PlayStation 5 sieht nicht so aus. Das ist hier die Xbox Series X. Und hier unten, das ist die PlayStation 5 in diesem herrlichen Design. Ups. Genau. Ja, die könnte man dann entsprechend natürlich an den Eingang hier vom Fernseher anschließen und dann quasi über den Enhanced Audio Return Channel zum AV-Receiver zurückgeben. Genau. Das könnte man auch mit beiden Geräten machen, wenn der Fernseher mehr als einen solchen Eingang und quasi zu einem SR-Modell des Jahres 2018 oder so zurückgeben. Also dafür benötigt man nicht unbedingt einen neuen AV-Verstärker, sagen wir es mal so. Ja, das vielleicht dazu. Und das sind hier nur noch so mal ein paar Vergleiche. Wie gesagt, wenn ich über die HDMI-Funktionalitäten spreche, ich weiß, das ist hier ein bisschen theoretisch vielleicht, aber ich möchte natürlich an der Stelle sagen, es gibt eine unterschiedliche Anzahl von HDMI-Eingängen bei den ganzen Modellen. Das war bei den Vorgängern nicht so. Das heißt, die Vorgänger, die hatten alle 7 Eingänge auf der Rückseite, einen Eingang auf der Frontseite und hatten beim 5014 quasi 2 Ausgänge und ab dem 6014 3 Ausgänge. Die Anzahl der Ausgänge hat sich hier nicht verändert. Es ist nur so, dass wir halt aufgrund des neuen Chips, den wir da eingebaut haben, quasi die Anzahl der HDMI-Ausgänge beim 5015 quasi wurde um 2 reduziert auf 2. Es gibt keinen Fronteingang mehr. Und es gibt halt einen, der in der Lage ist, 40 Gigabit pro Sekunde entgegenzunehmen. Beim SR6015 ist es halt ebenfalls einer, der 40 Gigabit pro Sekunde in Verbindung nehmen, Empfang nehmen kann. Und es sind 7 Eingänge hinten. Es ist kein Fronteingang. Das heißt, hier ist der Fronteingang weggefallen. Und SR7015, SR8015 haben wie bisher 7 plus 1, also insgesamt 8 HDMI-Eingänge. Und davon ist ein Fronteingang. Der Fronteingang, nebenbei bemerkt, der war schon immer auf 9 Gigabit pro Sekunde beschränkt, weil ja da quasi das Ganze muss ja dann noch nach vorne geleitet, nach hinten geleitet werden. Und deswegen beschränkt man das. Aber sämtliche neuen Funktionen stehen an allen HDMI-Eingängen zur Verfügung. Das muss an der Stelle vielleicht nochmal gesagt werden. Bis auf die Bandbreite. Ja. Okay, alles klar. Gut, ich habe ja so eine komische Tabelle noch gehabt, die ist aber, ich glaube, das lassen wir aktuell mal. Das ist nur eine Übersicht über welche Signale da sozusagen alle so möglich sind. Das heißt 4K 100, 4K 120 oder 8K 60, 8K 50. Aber die habe ich mit reingenommen, weil man mir nach unserem letzten Video auch wieder gesagt hat, beziehungsweise als Kommentar kam, ich bin nicht so technisch genug gewesen und daher wollte ich hier einfach mal ein bisschen tiefer noch mit rein. Nein, ist nicht wahr. Ja, guckt euch das Video dreimal an, wenn es zu schnell war. ich lese immer gerne alle Kommentare und versuche das ja auch umzusetzen. Ja. Was haben wir noch? Also die Sachen, wie gesagt, wer unser Denon-Video gesehen hat, der weiß, dass das natürlich auch bei Marantz der Fall ist. Das wird übrigens nicht blau sein, aber ich hatte leider Gottes keinen Screenshot von den Marantz. Das heißt, das wird hier wieder in diesem Marantz-Güldenen sozusagen sein und nicht in dieser blauen Schrift. Es wird natürlich ein Video-Info-Screen geben. Das heißt, wenn ich auf die auf die Info-Taste einmal drücke, bekomme ich quasi Eingang und Ausgang vom Ton. Wenn ich darauf ein zweites Mal drücke, bekomme ich Eingang und Ausgang vom Bild. Das ist neu, das gab es bisher nicht.
Das heißt, ich sehe, was reinkommt und ich sehe, was rausgeht und ich sehe, welche Eigenschaften dieses Bild im Prinzip hat. Das finde ich eine wirklich gute Funktion. Ich habe es ja schon gesagt, bei Dan ist es ja auch, ich nutze es sehr häufig, damit ich immer mal zur Sicherheit nochmal schnell gucken kann, ist alles richtig da, eingestellt etc. Ist meine, ich glaube, wichtigste Taste während des Filmeguckens. Noch wichtiger als Lautstärke, weil die stelle ich eigentlich nur einmal ein. Und da gucke ich auf jeden Fall immer mal kurz nach und auch gerade wegen den Tonformaten, also coole Nummer. Und auch gerade hier hinten nochmal die Geschichte mit den Eingängen, Quatsch, mit dem Bildsignal, was dafür durchgeschliffen wird. Wird es richtig erkannt, wird es nicht erkannt? Das ist auf jeden Fall auf Sicht auch wahrscheinlich eine große Hilfe bei der Analyse, wenn wir mal Verbindungsprobleme haben. Ne, was erkennt denn überhaupt mal der AV-Verstärker? Und wenn der schon nicht richtig erkennt, dann kann am Fernseher nichts mehr richtig ankommen. Also das ist schon eine gute Hilfe, glaube ich. Ja, das ist schön. Sieht auch sehr differenziert aus, wenn ich mir das da rechts so anschaue. Ja, das ist, wie gesagt, das findet man im Menü. Das findet man ja heute auch schon im Menü, nur halt nicht diese ganzen zusätzlichen Informationen. Und wer sich jetzt über dieses AB wundert, der sollte im Prinzip nochmal nachgucken. Das haben wir nochmal erklärt bei unserem HDMI 2.1 Video. Ja. A steht für unkomprimierte Signale, B steht für komprimierte Signale, weil es ja zum ersten Mal bei HDMI 2.1 auch die Möglichkeit gibt, komprimierte Signale zu übertragen. Ja. Das sage ich dann auch allen Leuten, die sagen, 40 Gigabit pro Sekunde reicht nicht. Ja, dann soll man das, was quasi bis zu 48 fehlt, einfach komprimiert übertragen und dann hat man genau die gleichen Fähigkeiten. Also das sollte es jetzt eigentlich nicht sein. Es wird einen Bildschirmschoner geben, der wird nachgereicht. Das ist für unsere OLED-Displays. Das war ein langer Wunsch sozusagen für Leute, die OLED-Displays haben, damit die sich quasi noch weniger einbrennen, der dann nach 5 Minuten oder so angeht und dann das Marantz-Logo quasi den Platz wechselt. Auch eine sehr interessante Sache. Wir haben auf der Rückseite quasi ein verbessertes Layout. Das ist hier jetzt der 70-15 mal in der Rückseite dargestellt. Das heißt, wir sehen hier, wir haben weiß auf einmal, also so komplett weiß. Wir hatten bisher immer nur die Ausgänge komplett gepunktet. Komplett weiß sind sozusagen jetzt die Ausgänge, die am wichtigsten sind. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel den Subwoofer-Ausgang weiß, wir haben den Monitor 1 weiß, eins meiner Lieblingsdinger, weil die habe ich sonst immer verwechselt. Bei den Lautsprechern, gut, die kenne ich in der Zwischenzeit natürlich schon auswendig, da weiß ich, wo was rankommt, aber für den Fall, dass nicht, hier ist das quasi nochmal alles weiß. Wenn man 5.1-Set, kann man quasi fast blind anschließen, wenn man kopfüber da sozusagen ist. Da oben rechts ist ja ein Bild von einer Platine. So, das ist ja das Mainboard. Da erkennen wir ja einige Chipsätze und da ist ja dieses schwarze aufgefächerte Teil da mit den Kühlrippen. Das ist ja tatsächlich, lass mich raten, die Kühlung, die man echt jetzt zusätzlich benötigt für die HDMI 8K-Signalverarbeitung, richtig? Ja, richtig. Das ist die Kühlung und gleichzeitig kann man sagen, es ist eine sehr gute Abschirmung für diese wunderschönen 40 Gigabit pro Sekunde oder Ähnliches, die dann natürlich auch eventuell jede Menge Mist oder Ähnliches verbreiten, aber es ist halt wie so ein faradischer Käfig, da kommt dann quasi auch nichts mehr hin. Aber es ist auch eine Kühlung, also in erster Linie natürlich eine Kühlung, weil dieser Chip dann, wenn dann wirklich mal 40 Gigabit pro Sekunde Signale da eintreffen und wieder rausgehen, ziemlich warm werden kann. Also ziemlich. Das ist an der Stelle, ist das der Ausgang, ne? Das sind also alle drei Ausgänge sind dann dort an der Seite, schätze ich mal, ne? Genau, das ist an da, wo der Ausgang ist und der Eingang ist ja direkt daneben sozusagen mit dem kürzesten Weg zu diesem Ausgang, also dieser eine 8K-Eingang. Und ja, jetzt kann man sich überlegen, wenn man jetzt wirklich alle Eingänge mit 8K hätte, also mit wirklich 8K60. Dann hättest du Wasserkühlung einfallen lassen müssen, wa? Dann hätten wir da, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ja, dann hätten wir da auch ein paar Lüfter einbauen müssen und eine Wasserkühlung und Ähnliches, damit das Ganze auch schön, schön kühl bleibt. Ja. Okay, alles klar. Gut. Ja, dann schauen wir weiter. Genau, okay. Wir haben noch, an der Stelle wollte ich einen, wie gesagt, wir sind jetzt mit den Videofunktionalitäten quasi schon so ein bisschen durch und an der Stelle wollte ich nur mal einwerfen, bevor wir quasi zum Audio-Teil kommen und damit kommen wir ja schon zum Audio-Teil, dass in diesem gesamten, mehr wollte ich nämlich gar nicht darauf eingehen, natürlich in diesen ganzen Marantz-Verstärkern ist unsere EOS-Built-In-Lösung mit integriert. Das ist unsere Netzwerklösung, die halt quasi Zugriff aufs Internetradio, auf verschiedene Musikdienste, man kann Musik auch intern streamen und so weiter, bietet. Und die ist dort quasi mit komplett enthalten. Es gibt ein paar Funktionen sicherlich, die insbesondere bei AV-Receivern besonders sind, aber auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen.
Einfach nur, damit man sieht, dass dieses Heos-Universum, wie wir es dann auch nennen, oder dieses Heos-Built-In-Universum halt wächst und wächst und wächst. Aktuell stehen da halt nur Geräte von Denon und von Marantz drauf, aber es wird nicht mehr lange dauern, dann stehen da vielleicht auch andere Geräte. Was? Ja, wer weiß. Also, wir haben ja noch ein paar mehr Marantz. Ist das wieder so ein Momentum wie, die nächsten 3 Jahre tut sich sowieso nichts mehr hier mit neuen Produkten? Nochmal, du hast gerade gesagt, du denkst, dass Heos demnächst auch vielleicht bei anderen Marken integriert sein wird. Ja, wir haben ja selber auch noch andere Marken. Also muss man halt dazu natürlich auch sagen. Also Sound United. Ja. Na klar, wir haben ja Definitive Technology zum Beispiel oder ähnliches. Ach, du denkst, dass, okay, jetzt kommt eine Soundbar ins Spiel. Und demnächst vielleicht noch Bowers & Wilkins, wer weiß. Das kann ich zu dem Zeitpunkt nicht beantworten, nein. Ja, okay, alles klar. Mhm. Klar, was wirklich in dem Sinne fast ja so ein bisschen noch neu ist oder was zumindest in diesem Jahr kam, ist, dass unsere Produkte Rune-tested sind. Das heißt, man kann die ganz einfach mit dieser wunderschönen Software Rune, da gibt es im Prinzip ja auch, könnt ihr ja auch vorführen bei euch. Das ist eine sehr, sehr schöne Software, die sehr, sehr viele Zusatzinformationen über Künstler und so weiter natürlich liefert. Und die Musik auch aggregiert, also zusammenfasst sozusagen, die man hat und sehr schön ordentlich darstellt. Und dann alle Endgeräte, die in irgendeiner Art und Weise Rune-tauglich sind, auflistet. Und da findet man natürlich auch sämtliche AV-Verstärker von Marantz. Nicht nur aus diesem Jahr, sondern halt auch aus den Jahren quasi davor, sofern sie quasi auch Airplay-fähig sind. Da kann ich direkt mal einen Hinweis, einen Programmtipp mal eben geben. Programmtipp heißt konkret, wir werden am 30. Juli aller Voraussicht nach mal das Thema Rune und das Ganze auch in Kombination mit diesem Nucleus mal präsentieren. Da werden wir sehr ausführlich mal darüber berichten, was das eigentlich bedeutet, was das kann und wie das Ganze funktioniert. Das wird am 30.07. sein, also direkt mal eintragen und dann auch wahrscheinlich wieder so gegen 19 Uhr. Freue ich mich schon drauf. Bis dahin muss ich wieder aus dem Urlaub zurück sein. Muss mal gucken, was ich jetzt schaffe. Keine Staus. Oh ja, hoffe ich. Was mache ich da von unterwegs? Sozusagen wie ich hier aus der Telefonzelle. Du aus der Telefonzelle, genau. Ja. Mhm. Ja. Freue ich mich auch drauf. Das ist eine tolle Sache. Ja, genau. Jetzt wollte ich einfach mal so ein bisschen einen Modellüberblick und die neuen Funktionen ein bisschen mehr im Detail. Und ich komme natürlich auch auf den Klang zu sprechen. Das ist eins der wichtigsten Dinge, aber das habe ich mir bis zum Ende quasi hier auch aufgehoben. Modelle, die hatte ich quasi ja eben schon ganz kurz vorgestellt. Ich will sie hier nochmal in etwas genauer zeigen, weil ich anhand dieser kurzen Gegenüberstellung auch nochmal Besonderheiten bei Marantz gegenüber der Denon-Modelle quasi herausarbeiten möchte, ganz kurz. Und zwar sind hier nochmal Vorgänger SR5014 und quasi SR5015 beziehungsweise der SR5015 DAB gegenübergestellt. Und man sieht in Rot die Funktionen, die sich verändert haben. Rot ist dann immer der Vorteil für das jeweilige Modell. Und in diesem, ja, wie soll ich sagen, goldenen Ton sieht man Besonderheiten, die halt beim Pendant-Modell von Denon nicht dabei sind. Das heißt, diese Besonderheit steht hier mit HDRM und Current Feedback. Das ist eine komplette Platine, muss man dazu sagen. Das heißt, diese Platinen, die sind in keinem 2700H oder irgendwie dann entsprechend vorhanden, auch in keinem 3700H, sondern da bietet der 5015 bzw. 5015 DAB genauso wie der 5014 quasi eine Besonderheit. Und das ist die Vorstufe. Das heißt, die komplette Vorstufe ist unterschiedlich zu dem Denon dann entsprechend, zu diesen Denon-Modellen. Ich komme nachher noch zu HDRM, weil es gerade beim 8015 da Veränderungen gibt, auch insbesondere zum Vorgängermodell. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle einfach mal dahingestellt, nur damit man so ein bisschen das Chart hier verstehen kann. Rot, wie gesagt, sind neue Dinge, die dazugekommen sind. Und neben dieser ganzen 8K-Geschichte und so weiter, wie gesagt, Zweikanal-Downlinks, Bluetooth-Transmitter, Bluetooth, also Sender für Bluetooth-Kopfhörer, hatte das Modell ja schon, der 5014. Da kommt beim 5015 nichts Neues dazu. Das Einzige sind, wie gesagt, weniger HDMI-Eingänge beim neuen Modell, aber dafür halt einer, der 8K-tauglich ist und
alle die zusätzliche Funktionen haben, die wir vorhin eben schon aufgelistet haben. Eine ganz wesentliche Funktion kommt noch mit dazu, und zwar ist das die Dual Speaker Preset Memory Funktion. Die werde ich gleich nochmal vorstellen, gleich bei diesem sozusagen Modell, kurz hinter diesem Modell. Beide Modelle sind quasi in Schwarz und Silbergold erhältlich. So sieht die Rückseite dieses Modells aus, jetzt also auch nichts Besonderes. Im Vergleich zum kleineren Denon... Ach, das ist richtig überschaubar. Die ist richtig überschaubar, das stimmt. Aber im Vergleich zum kleineren Denon, zum 2700er zum Beispiel, kann man sehen, dass der hier natürlich schon mal zwei koaxiale Eingänge hat. Das hat der 27er zum Beispiel nicht. Der hat nur zwei optische, der hat hier zwei koaxiale. Koaxial ist oben links die zwei Chinch-Eingänge, ja, damit man Digitalton auch über statt optisch entsprechend über diesen entsprechenden Ausgang geben kann. Das könnte, was kann das alles sein? Lass mal laut nachdenken. Das kann der ein oder andere alte DVD-Player noch sein, Blu-ray-Player sein, ja, vielleicht AV. Oder ein Philips-Fernseher. Aggressiver. Alter Philips-Fernseher kann es auch noch sein, genau. Ja, weil die hatten keinen optischen Ausgang. Immer die Philips-Fernseher. Ja, vom Blaupunkt gab es, glaube ich, auch mal einen, ja. Genau. Also das ist in der Tat wahr. Ansonsten, wie gesagt, ist das Modell in dem Sinne natürlich schon wie das Vorgängermodell, also weitgehend. Ach, nochmal eben, was wird gerade nochmal hingewiesen, wir haben ja die UV-Preise schon genannt, aber in Sie nochmal kurz, wo liegt der 5015 preislich? Der 5015 liegt bei 8,99. Alles klar. Der 5015 DAB bei 9,29. Okay. Ja. Genau, dann zu dieser einen Funktion, die auch alle neuen SR-Modelle besitzen, das heißt unabhängig, wo wir hingehen. Yes. Und das ist eine meiner Lieblingsfunktionen, die kommt hier gleich sozusagen fast am Anfang, und zwar dieses Dual Speaker Preset Memory. Und zwar kann man damit zwei komplette unterschiedliche Lautsprecherkonfigurationen speichern und zwischen diesen on the fly umschalten. So, jetzt werden viele sagen, ja, speichern konnte man bisher schon, das habe ich hier unten nochmal dargestellt, konnte man auch. Man konnte tatsächlich diese Sachen, zum Beispiel eine Konfiguration machen, wie sie hier ist, Fernsehsendung anschauen, Vorhänge sind offen, man hat als Bildschirm Fernseher, konnte man auf einen USB-Stick laden, fertig. Dann konnte man sich nochmal das ganze System einmessen, wenn die Vorhänge geschlossen waren. Diesmal war ein Beamer da vorne, weil die Akustik halt komplett anders ist. Und hat das Ganze auf einen anderen USB-Stick geschmissen, fertig. Und musste dann jedes Mal quasi den USB-Stick neu reinstecken und die Konfiguration laden, wenn man quasi einfach mal diese Situation geändert hat. Das ist natürlich ein bisschen umständlich, weil irgendwann vergisst man es vielleicht oder ähnliches. Es gibt noch andere Szenarien. Also das hatte ich oben mal ausgeschrieben. Man kann sich zum Beispiel ein Szenario machen mit Musik, wo der Center, also für Musik zum Beispiel, wo der Center fehlt, also wo ich den Center nicht einmesse, weil ich halt nicht will, dass irgendwelche Abmixer mir das Ganze so total auf den Center legen. Und ich kann halt eine Konfiguration machen, wo ich den Center drin habe in meiner Lautsprecherkonfiguration und fürs Heimkino dann entsprechend. Oder ich kann auch ein Preset machen, wo ich quasi alleine auf einer Couch sitze und dann nur die Position um mich herum mit 8 Positionen messe, also mit Odyssey messe, mit diesem Einmessverfahren, und dort kann ich ja mehrere Positionen, das Mikrofon kann ich an unterschiedliche Stellen stellen, aber selbst dann, wenn ich das sozusagen auf eine sehr, sehr kleine, also auf meinen kleinen Sweet Spot nur mache, ist es ja so, ich sitze nicht immer nur so da, sondern ich sitze ja auch manchmal so da oder fläts mich so ein bisschen hin oder ähnliches. Und daher ist es halt auch da schon sehr, sehr wichtig, selbst wenn man nur einen ganz, ganz kleinen Sweet Spot hat, dass man dort in der Umgebung, man muss ja gar nicht weit weggehen, reicht ja, wenn man das Mikrofon 20 Zentimeter oder sowas versetzt, mehrere Positionen, also bis zu 8 Positionen oder so, einmisst. Und das dann quasi als eine Konfiguration speichert. Und dann habe ich halt da, wo ich so ein Kino habe, wo ich viele Leute habe, und da kann ich halt das Mikrofon schon ein bisschen weiter wegstellen, sodass ich halt da viele möglichst optimiere. Das heißt, viele, einen großen Raum optimiere. Und das ist dann meine zweite Konfiguration. Und das war halt bisher nur möglich, dass ich mir das eine einmesse, abspeichere, einen USB-Stick oder über die Odyssey-App abspeichere und dann das andere einmesse, über die Odyssey-App abspeichere oder halt einen USB-Stick erstelle und den dann jeweils immer lade, diese Konfiguration. Jetzt mit dieser... Oh, sorry, Patrick. Kein Problem, erzähl weiter. Ich muss auch mal tief Luft holen.
Jetzt mit dieser Dual Speaker Preset Memory Funktion ist das quasi per Tastendruck möglich. Weil ich kann eine Konfiguration auf meinen Quick Select 1 legen, kann eine zweite Konfiguration auf meinen Quick Select 2 legen und brauche nicht mehr irgendwie einen USB-Stick einstecken, sondern kann on the fly umschalten. Das ist das Schöne dabei. Das heißt, ich kann auf einmal umschalten zwischen kleinem Sweet Spot, großem Sweet Spot, zwischen TV schauen am Tag und Kino schauen in der Nacht. Und das Ganze ist genau eine Taste. Ich kann das natürlich im Menü oder über die App ebenso machen. Das, dieses Abspeichern in den jeweiligen Modus, also Konfiguration 1 und 2, das betrifft rein alles, was mit dem Audio zu tun hat, der Bereich Audio, der da im Setup ist, richtig? Genau, den Bereich Lautsprecher. Also Lautsprecher. Genau. Also eben nicht, das müssen wir nochmal erwähnen, nicht, dass wir jetzt noch zusätzlich noch konfiguriert haben, Ausgang 1 HDMI, Ausgang 2 HDMI. Wir hatten das im Denon-Video auch schon erwähnt, das ist hier genau das Gleiche. Das würden wir weiterhin machen über die Quick-Select-Tasten, die aber bei Marantz einen Tick anders heißen. Ne? Wie heißen die da nochmal? Smart-Select bei Marantz, genau. Das heißt, ich kann ja aber definieren natürlich, Smart-Select 1 ist jetzt meinetwegen meine Preset 1 plus mein Ausgang 1. Smart Select 2 ist mein Preset 2 und mein Ausgang 2. Ja. Und dann schalte ich quasi beides parallel damit immer um. Das ist ja genau dieses Ding, ob ich halt den Beamer anhaben möchte oder ob ich den Fernseher dort anhaben möchte. Genau dieses Beispiel, was ich eben habe. USB-Stick in der Hand, ist das weiterhin trotzdem möglich, dass ich auch weiterhin auf USB-Stick abspeichern kann? Das würde ja bedeuten, ich kann ja dann sogar beide Konfigurationen, die ich abgespeichert habe, auch mit auf den USB-Stick hier abspeichern. Ja, also das bedeutet... Das ist ja das komplette Setting, also das ist ja wahrscheinlich Konfiguration 1 und 2 dann dabei wahrscheinlich, oder? Ja. Also es ist so, dass das, klar, dann ist das ist ja das komplette Setting des AV-Receivers, was dort mit abkommt. Und das beinhaltet dann Konfiguration 1 und 2? Das beinhaltet dann Konfiguration 1 und Konfiguration 2. Da kann ich ja sogar noch, wenn ich noch mehr Spaß habe und nichts im Fernsehen läuft, kann ich ja ruckzuck noch mehrere diverseste Konfigurationen aufs USB-Sticks packen und kann auch rumspielen. Ohne Ende. Fantasie gibt es ja keine Grenzen. Stimmt. Aber man kann, wie gesagt, das kann man weiterhin nutzen. Man kann aber auch genauso natürlich diese Odyssey-App weiter nutzen und dort seine einzelnen Konfigurationen machen und die dann entsprechend überspielen. Also das ist auch möglich. Na wunderbar, mein Lieber. Da freuen wir uns doch mal richtig drauf. Ja, um Gottes Willen, alles gut. Das ist eine super Funktion. Die wird nachher natürlich noch spannender, je größer die Modelle dann werden, weil die natürlich noch ganz andere Funktionen haben. Mehr Konfigurationsmöglichkeiten bieten. Genau, richtig. Die bieten noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Beim Modell wie dem 5015 ist das natürlich klar, man hat nur die zwei Lautsprecher oben, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Konfigurationsmöglichkeiten. Aber bei den größeren Modellen, da ist dem Ganzen ja quasi keine Grenze gesetzt, wenn man so will. Gut, wie gesagt, hier ist das nochmal auch dargestellt, dass das dann halt ganz einfach umzuschalten ist. Kommen wir jetzt zum nächsten Modell, da wird es schon ein bisschen spannender. Wie gesagt, da ist es jetzt beim SR6015 so, dass das ein Verstärker ist und kein Receiver mehr. Das heißt, er hat keinen UKW-Tuner mehr, keinen Mittelwellentuner mehr, der ist wegrationalisiert. Mittelwelle ist ein bisschen schade, muss ich sagen, aber gut. Ja, dann haben wir aber bei beiden natürlich... Was hast du gerade gesagt? Mittelwelle oder was hast du gerade gesagt? Das war ein Scherz. Mittelwelle ist ein bisschen schade, habe ich gesagt. Dass die genau. Es ist ein 9-Kanal-Verstärker mit integriert. Ich habe meine Strangus-Kühlkörper. Du hattest vorhin, glaube ich, auch diesen typischen Strangus-Kühlkörper mal von einem 7013. Der sieht genauso aus im 6015, nebenbei bemerkt, als Hintergrundbild. Wie gesagt, hat sich auch bei der Leistung nichts geändert. Es ist auch hier wieder das Marantz Besondere an diesem Modell und da gibt es mehrere Besonderheiten, die Denon quasi nicht hat, weil das Pendant-Modell zum SR6015 wäre der AVCX3700H, wenn man so will. Das heißt, die beiden haben das gleiche Videoboard. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Die haben unterschiedliches Menü, aber das gleiche Videoboard. Der 6015 unterscheidet sich aber von dem Denon-Modell natürlich nicht nur im Design, sondern halt auch, Design bedeutet, der 6015 hat eine Alufront, der Denon hat eine hochwertige Kunststofffront. Der 6015 hat eine ganz andere Vorstufe, nämlich wieder die HDRM-Vorstufe und mit der Current-Feedback-Schaltung
sodass hier der typische Marantz-Sound dann entsprechend erreicht wird. Aber ich soll unbedingt noch erwähnen, dass er natürlich eine analoge Fronteingänge hat, so ein SR6015. Das heißt, ich kann da tatsächlich vorne noch Cinch rechts, links und Video reinstecken. Das ist interessant. Und auf der Rückseite, das gucken wir uns hier vielleicht nochmal kurz an, sieht man auch in der Mitte so ein bisschen einen 7.1-Kanal-Eingang. Das hat bei Denon nur noch das Flaggschiff, der X8500. Alle anderen Modelle haben das nicht mehr. Bei Marantz ist das quasi Standard ab dem 6015. Also auch da gibt es funktionsseitig noch so ein paar Sachen, die, die dann entsprechend fürs besseres Verständnis, hier kriegen gerade einige, beziehungsweise einer gerade Herzrasen. Du hast gerade gesagt, hier Alufront ist ja links auch Alufront, rechts Alufront steht da, aber hier reden wir über die gesamte Front, die aus Aluminium ist, oder wie? Nein, bei Marantz reden wir quasi immer Gesundheit. Danke. Wir reden immer, wenn wir von Alufront sprechen, reden wir immer von dem Mittelteil. Also rechts und links, das ist bei den Marantz-Komponenten im AV-Bereich, ist das immer hochwertiges Kunststoff. Aber wir reden quasi von Alufront, wenn wir so ein Mittelteil haben. Der hat ja auch eine Klappe, die man quasi aufklappen kann, der SR6015. Das heißt, der sieht nicht so kahl aus, wie es da vielleicht jetzt so unaufgeklappt scheint. Und dahinter verbergen sich halt zum Beispiel noch so ein paar Eingänge und noch so ein paar Knöpfe dann entsprechend. Ja, also das Mittelteil, davon sprechen wir. Ich glaube, das war die Frage. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier natürlich diesen ganzen 8K-Kram, Bluetooth-Transmitter hatte das Vorgängermodell alles auch schon. Wir haben den Dual-Speaker-Preset, das, was wir eben schon besprochen haben. Aber was wir hier noch zusätzlich haben, ist ein zweiter DSP, den hatten wir am 6014 nicht, der quasi für Odyssey Multi-QXT 32 ohne Limitierung sorgt. Auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was das genau bedeutet. Und wir haben beim SR6015 im Vergleich zum SR6014 einen kompletten Vorverstärkermodus. Auch das erzähle ich gleich nochmal, was das ist. So, dass wir, wie gesagt, hier nochmal die Rückseite, die sieht dann schon ein bisschen voller aus. Das heißt, da ist schon mit der Übersichtlichkeit, die du eben so angesprochen hast, ja, jetzt wird schon gut. Da haben wir zumindest die Lautsprecherterminals bis ganz nach. Ja, jetzt fühle ich mich wieder zu Hause. Jetzt bist du wieder zu Hause, alles klar. Und wir haben natürlich hier Vorverstärkerausgänge für sämtliche Kanäle. Also auch hier sieht man das Ganze und das braucht ihr natürlich auch. Hier unten ist nochmal die Innenansicht, da ist auch nochmal dieser große Kühlkörper, also dieser Strangus-Kühlkörper, wo halt auf der einen Seite ist die 5-Kanal-Endstufe, auf der anderen Seite ist die 4-Kanal-Endstufe. Insgesamt also 9 Endstufen, sodass wir die 9 Kanäle dort versorgen können. Man sieht auch hier der Trafo, der ist schon ein bisschen größer. Das heißt, der passt schon nicht mehr unter das Board, wie beim 5015, sondern er muss schon daneben Platz nehmen, weil der halt schon ein wenig gewachsen ist. Ja, gut. Zusätzlicher DSP, wieso machen wir das? Ganz einfach, weil dieser Cirrus Coyote, wie er so hübsch heißt, im 6013 oder 6014 Limitierungen hat für Odyssey. Das heißt, er hat es nicht geschafft, ein Odyssey anzuwenden auf zum Beispiel solche Sachen wie DTS Virtual X oder auf IMAX DTS X konnte der auch kein Odyssey Dynamic EQ oder Dynamic Volume anwenden. Außerdem war es nicht möglich, auf DTS X DSP-Simulationen anzuwenden. Also auch dieses Virtual. Das ist jetzt alles möglich mit dem SR6015, dadurch, dass der halt einen zusätzlichen DSP bekommen hat. Und der darf sich nur um Odyssey kümmern? Ja, der zusätzliche DSP kümmert sich grundsätzlich, ich sag mal, fast ausschließlich um Odyssey. Die Ingenieure haben noch so ein paar andere Sachen, die dann vielleicht auch in diesem, in dem ersten Prozessor so ein bisschen vielleicht ja nichts mit Post-Processing zu tun hat, in den zweiten Prozessor verlagert, also so ein bisschen was wie Klangregelung etc. Aber nur deswegen, weil es halt dann ein bisschen strikter getrennt ist. Das heißt, der erste Prozessor kann sich dann voll auf die Dekodierung des Materials konzentrieren und der zweite, der macht dann halt das Post-Processing. Und das besteht eigentlich zu 90% nur aus Odyssey. Okay, alles klar. Vorverstärkermodus. Das ist auch neu bei dem SR6015. Hat natürlich auch der 7015 und der 8015, was natürlich klar ist, die größeren Modelle haben das dann.
Ist das vergleichbar, wenn ich kurz einhaken darf, mit dem, was bis dato nur der 8012er hatte? Der 8012 hat keinen Vorverstärkermodus, soviel ich weiß. Schön, gut. Ich wollte dich nur mal testen. Jetzt erwischte mich natürlich kalt, nein, aber der 8012 hat der AVC X8500H bei Denon, der hat einen Vorverstärkermodus, ja. Das war der einzige AV-Receiver, der das in dem Bereich hatte. Das war der in dieser Konsequenz. Genau, das war der einzige AV-Receiver, der das in diesem Bereich hatte. Man konnte natürlich in der Vergangenheit auch beim 8012er den Vorverstärker mal mit dem oder das, also Modus nutzen, aber nicht in dieser Detailreichtum und auch nicht in diesem technischen Umfeld. Also das heißt, also da ist einiges gemacht worden und das wirst du uns jetzt erklären. Genau, nicht in diesem Umfeld. Ich dachte gerade, ich hätte ein Standbild jetzt vor mir, da habe ich dich ja mal richtig auf... Schneiden wir raus. Nein, ne, das ist ja okay. Also ich meine, ich darf ja, in dem Sinne darf ich auch mal überlegen. Aber das war tatsächlich den Flaggschiffen vorbehalten. Also den größten, gut, das ist ja auch ein Flaggschiff, der ist ja... Auch ein Flaggschiff und es ist dein Lieblingsgerät. Also ich dein Lieblingsgerät, das stimmt. Das habe ich, glaube ich, sehr oft schon zum Ausdruck gebracht. Also überall dort, wo ich ein 8015 gerne vorführen dürfte, könnte, mache ich das auch. Oder 8012, besser gesagt. Ich hoffe, dass es jetzt der 8015 wird. Deswegen bin ich ganz gespannt, um den zu bekommen. Bin schon ganz kribbelig. Was Urlaub. Ja, genau. Aber der Vorverstärkermodus, was macht der? Der verwandelt quasi den kompletten AV-Receiver in eine Vorstufe. Also man trennt die komplette Endstufe von der Vorstufe ab. An der Stelle ist der erste Gedanke natürlich, okay, wenn ich die Vorstufe von der Endstufe abtrenne, habe ich erstmal geringeren Stromverbrauch. Das ist schon mal ganz gut. Klar, das Ganze sinkt quasi auf ein moderates Level, Öko-Modus-Level. Aber ich habe halt A, klangliche Vorteile. Dadurch, dass ich die abtrenne, dadurch, dass ich meine Vorstufe nicht mehr auf meine Endstufe optimieren muss, sondern dass meine Vorstufe quasi voll durchlaufen kann. Und dadurch habe ich eine höhere Toleranz gegenüber sogenannten Clipping-Pegeln. Das heißt, ich erreiche sehr, sehr spät mit sehr, sehr hohen, Spannungen, die ich ausgeben kann, erst den Punkt, wo mein Klirrfaktor steil nach oben geht. Und wo ich dann das Ganze quasi als verzerrten Klang wahrnehmen würde. Das sind insgesamt 4,2 Volt. Und das ist enorm viel. Also ich kenne wirklich keine Endstufe, die das bei Maximalpegel macht. Wie gesagt, die Endstufen, die ich so kenne, die nehmen 2,4 oder 2,5 Volt. Da haben die ihren Maximalpegel. Aber man muss dazu sagen, dass die integrierte Endstufe des SR8015 bei 1,18 Volt bereits den Maximalpegel hat. Und würde man die Endstufe nicht abtrennen, dann würde das bedeuten, dass ich von den 200 Watt oder von den 500 Watt, die meine externe Endstufe hat, sagen wir mal so, nur 200 ausnutzen könnte. Das ist der erste Punkt. Und ich quasi auch dort, und alles, was über die 200 geht, würde verzerrt erscheinen. Das heißt, ich würde da ins Clipping laufen. Das passiert nicht, wenn ich das Ganze als Vorverstärker nutze. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich das Ganze als Vorverstärker nutze, klar, ich habe die ganzen Endstufen nicht, aber ich habe einen sehr, sehr hochwertigen Vorverstärker. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, weil viele suchen nur einen Vorverstärker. Und ich habe das hier zu einem wesentlich günstigeren Preis, als das auch herkömmliche Vorverstärker ist. Sind. Dann muss man jetzt ja natürlich die ketzerische Frage stellen, da hake ich mal eben ein. Wozu brauche ich denn dann noch einen reinen Vorverstärker? Wie so ein 7705? Ja, genau. Der 7705 hat zum Beispiel dann noch als einzigen, also als Vorteil, dass er quasi eine symmetrische Signalverarbeitung, also dass er symmetrische Ausgänge hat. Das heißt, dass man halt bei der Übertragung von der Vorstufe zur Endstufe dann entsprechend noch mit geringeren Störungen rechnen kann. Weil diese symmetrischen Ausgänge, die hat ja so ein 6015, 7015 und 8015 haben das nicht. Das hat aber die Vorstufe. Die Vorstufe hat jetzt auch im Vergleich zum 7015 und 6015 auch noch eine etwas aufwendigere HDRM-Schaltung. Im Vergleich zum 8015 nicht mehr. Also ist es so, also zumindest die kleine Vorstufe. Das heißt, ein SR8015 ist natürlich auch schon enorm teuer. Was kostet so eine AV7705? Da teste ich dich jetzt einfach mal. Unter 2.000 Euro. 2.000, genau. Ja, Da ist das sozusagen besser. Aber der Punkt an der Stelle ist ja,
dass ich mir ja jetzt, weil ich die Verstärker brauche, das heißt an dieser Stelle ja vielleicht einen Vollverstärker kaufe. Und wenn ich später nachrüste oder umrüste. Richtig, wenn ich später umrüste und immer mehr Aktivlautsprecher oder immer mehr Endstufen quasi habe, weil ich meine Qualität verbessern will und an den Punkt komme, wo ich quasi keine der internen Endstufen mehr laufen lasse oder nur noch zwei, das erzähle ich gleich noch, dann habe ich ja quasi das ganze Ding nur als Vorstufe benutzt. Ich kann das also in den Vorstufenmodus schalten und habe damit einen Gewinn erzielt. Dann kann ich mich schon mal mit dem Gedanken vertraut machen, wie denn so eine Vorstufe in etwa klingen wird. Dann ist der Sprung auf die eigentliche Vorstufe definitiv nicht mehr so groß. Interessantes Konzept. Dann wollen wir mal schauen. Ab morgen gibt es bei uns relativ günstig 77,05 Restpostenaktionen. Alles klar. Ich hoffe, in Silber und in Schwarz, oder wie war das? Ach nee, lass uns mal schauen. Gibt es in Schwarz. Ja. Mhm. Genau. Ach so, weil die, die haben, sind super happy. Aber dahinter steckt natürlich auch noch mal ein bisschen einiges an Technik, was Endstufen angeht und so weiter. Und alles schön mit XLR-Kabel verlegt. Und alles schön mit XLR-Kabel verlegen. Klar, wenn man das natürlich macht, dann... Sieht schon schön aus und hört sich auch gut an. Ich finde das auch. Also so eine Vorstufe, das ist sicherlich was Feines. Nur wenn man sich vielleicht erst später dafür entscheidet, dann kann das halt eine Alternative erstmal sein. Na wunderbar. Ich denke mal, da haben wir doch einige Fragen gut geklärt, die hier in der Zwischenzeit aufgetaucht sind. Wobei, ganz ehrlich nochmal erwähnt, also die ganzen Detailfragen werden wir, wenn überhaupt, das machen wir natürlich, aber erst am Ende, kurz vor Mitternacht wahrscheinlich erläutern. Es tut mir leid. Ich kriege mal Essen auf Rädern hier. Mal schauen. Erzähl weiter. Okay, ja, alles klar. Ja, genau. Der 7015 ist natürlich auch ein Verstärker, hat wieder mehr Leistung, aber im Prinzip endstufentechnisch nimmt er sich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dem 7013. Da gibt es zwar einige, komme ich gleich noch zu, einige Veränderungen, was das Ganze angeht. Er hat wie der 7013 auch ein 11.2 Processing, hat eine 9-Kanal-Endstufe, quasi alles wie der 60er, wie die 60er-Modelle, haben aber andere DSPs, und zwar sowohl andere DSPs gegenüber zum Vorgänger als auch zum kleineren Modell. Hier sitzen die DSPs drin, die auch in ihrem ganz großen Flaggschiff, dem AV8805, quasi mit verbaut sind. Das heißt, man kann hiermit sehr, sehr viel machen. Man kann zukünftige Formate entsprechend verarbeiten und Ähnliches. Man kann hiermit wirklich, das Ding ist vorbereitet, um halt alles, was mit 11 Kanälen in irgendeiner Art und Weise machbar sind, auch irgendwie verarbeiten zu können. Sofern das von dem Chiphersteller dann nochmal irgendwie, also zukünftig unterstützt wurde oder implementierbar ist. Aber das Ding hat genügend Rechenpower. Und damit sind wir auf der sicheren Seite ebenfalls für die Zukunft. Für die aktuelle Gegenwart bedeutet das, dass wir Auro 3D komplett implementieren können, quasi bis zum Maximum des Processings, das heißt bis zu 11.2 bzw. 11.1 Kanälen, anstatt bis zu 10.1 Kanälen beim Vorgänger. Wir haben die Virtualizer drin von Dolby und DTS. Wir haben natürlich auch hier die Update-Möglichkeit auf MPEG-H. Kleines Format, komme ich gleich nochmal zu. Neues Format quasi vom Fraunhofer-Institut, was im Oktober hier Einzug halten wird. Hier in der Vorstufensektion sitzen wieder Marantz-typisch HDRMs und die Current Feedback mit drin. Wir haben den Vorverstärker-Modus, den Dual-Speaker-Preset, also alles das, was wir bei dem kleineren 60er auch hatten. Und wir müssen halt sagen, dass so ein 7013 ja halt schon 2 Jahre lief. Das heißt nicht ein Jahr wie der 6014, sondern 2 Jahre. Und wir natürlich einige Funktionen mit dem 70er verpasst haben, die der 60er zwischendrin bekommen hat. Und die werden jetzt alle nachgelegt. Das heißt, auch der 7015 hat jetzt einen Bluetooth-Transmitter. Das heißt, man kann seine Bluetooth-Kopfhörer anschließen. Und der kann auch einen 2-Kanal-Downmix von Quellen erstellen, also von sämtlichen Quellen erstellen, ohne dass man die Hauptzone beeinflusst. Also zum Beispiel in der Zone 2 einen 2-Kanal-Downmix von dem, was in der Hauptzone in Dolby Atmos läuft. Heos Built-In ist überall mit drin, auch hier Marantz typisch, das hat das Denon-Pendant, der 4700H nicht, keine analogen Fronteingänge und keinen 7.1-Kanal-Eingang auf der Rückseite. Aber auch hier gibt es beim 7015 wie beim 7013 unter der Klappe auf der Front das zweizeilige Display. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig.
Der Virtualizer, den du da reingeschrieben hast, damit meinst du sowas wie einen Abmixer, ne? Virtualizer und Abmixer erscheinen so ein bisschen Abmixer. Damit will ich ja alles größer machen. Also das heißt Abmixer. Damit kann ich quasi mein Signal von zwei Kanälen auf meinetwegen meine komplette Atmos-Konfiguration erweitern. Und der Virtualizer, der macht mir quasi genau das Umgedrehte. Das heißt, ich habe nur zwei Lautsprecher und möchte das Gefühl erzeugen, dass ich eigentlich mehr Lautsprecher habe. Indem quasi diese anderen Signale, die dort erzeugt werden, also die normalerweise bei 3D-Sound mit drin sind, über nur zwei Lautsprecher so ausgegeben werden, dass es mir Höhenkanäle oder Höheneffekte vorgaukelt. Warum soll ich denn das machen, wenn ich da neun Lautsprecher habe? Da brauche ich das doch nicht. Geht dann auch in der Zone? Es geht ja auch gar nicht bei neun Lautsprechern. Es geht ja eben, also wir halten fest, vielleicht passierende Beispiel, da kauft sich jemand einen solchen Verstärker, schließt aber nur zwei Lautsprecher tatsächlich an und will dann darüber einen räumlicheren Klang haben. Dann würde er den Virtualizer verwenden. Genau. Er kann sich auch 5.1 Lautsprecher anschließen oder 7.1 Lautsprecher anschließen und dann einen räumlicheren Klang versuchen zu erhalten mit Hilfe der Virtualizer. Ah, Moment. Also das geht dann auch, also nochmal, ein Virtualizer, wir reden nicht über Lautsprecher, die er oben noch zusätzlich hängen hat, sondern wir reden nur über Lautsprecher, die er unten hat. 2, 5 oder 7. Genau. Und dann macht er den Virtualizer an und dann hätte er die Möglichkeit, ein noch etwas größeres Raumgefühl zu haben. Völlig richtig. Okay, oh, das ist ein kleines, feines Detail. Das sollte ich mir doch nochmal genauer anhören dann. Okay. An der Stelle sei immer nochmal darauf hingewiesen, auf den Testbericht des AVR-X3600HD als erster diesen. Ja, war das, der Raphael, war das nicht Raphael, der mal so was geschrieben hat zu dem Thema? Von Lowbeats. Ja, stimmt. Ja, wenn man da auf die Lowbeats-Seite geht, dann kann man. Lowbeats.de. Kopfhörer braucht man dafür, weil das so quasi so Aufnahmen mit dem Kunstkopf sind. So, dass man dort also sich die Unterschiede dann entsprechend auch nochmal zwischen echten anhören, also einem wirklich neuen Punkt. Richtig, hatte er damals mit Kunstkopf gemacht, ja. 9.1 Setup und einem 7.1 Setup quasi mit Virtualizer und so weiter. Diese Aufnahmen kann man sich dann da im Vergleich nochmal anhören. Okay, alles klar, verstanden. Gut, das Detail haben wir nochmal gemacht. Dann würde ich sagen, leg mal weiter, mach mal weiter. Ja, wie gesagt, war das hier die Rückseite. Sieht natürlich auch nochmal sehr, sehr schön aus, wenn man so will. Das heißt, hier wird es auch ein wenig voller. Wobei man bei den Lautsprecheranschlüssen genauso viele hat wie bei dem davor, bei dem Modell. Hier liegen ja die im Detail, also hier liegen quasi die Unterschiede, wenn man so will, im Detail, aber im nicht ganz unwichtigen Detail, weil Auro ist für uns ja nicht ganz so unwichtig. Außerdem ist der Trafo ein bisschen größer von diesem Modell. Das heißt, das Ding hat auch noch mal mehr Leistung. Da steckt auch noch mal mehr Stabilität hinter als jetzt bei einem 6015. Das heißt, ich kann hier auch kritischere Lautsprecher dann entsprechend sehr, sehr gut mit versorgen, ohne dass ich da irgendwie an irgendwelche Grenzen komme. Das passiert und ich habe natürlich Auro. Das Ganze ist hier noch mal mit diesen neuen DSPs, wenn man so will, wird das Ganze realisiert, also mit denen, die ja auch im Flaggschiff mit drin sind. Auch da habe ich einen netten Kommentar gelesen unter unserem 6700er Video, da war der Kommentar nämlich, ja, das Ganze mit den DSPs irgendwie ist ja lächerlich oder lachhaft, 450 Megahertz oder irgendwas. Ja, das mag aus Computersicht natürlich lachhaft sein, auf der anderen Seite ist es halt so, was möchte man ausgeben? Klar hat eine Trinov einen Intel-Prozessor drin, i3 oder ein i, weiß der Geier was. Aber ich werde in einen 7015 keinen Intel-Prozessor sozusagen reinschmeißen, den ich dann noch irgendwie, A, müsste ich den natürlich dann noch irgendwie zusätzlich kühlen, B, müsste ich die gesamte Software dafür entwickeln und C, kostet mich das Ganze genauso viel wie die komplette Digitalplatine plus die Endstufe zusammen. Ja, sollte man mal drüber nachdenken. Ob ich das dann wirklich möchte, ist es was anderes. Und DSPs haben halt, sind halt auch unkritischer, was zum Beispiel bestimmte Audioschaltung angeht, also Muting etc. Das bedeutet, ja, man bräuchte, und das ist ja halt so, also höchsten Respekt vor Trinov, klar, die kosten natürlich auch ein bisschen was anderes, aber höchsten Respekt davor.
weil es ist nicht ganz so einfach, mit wirklich einem ganz normalen Prozessor solche Sachen wie zum exakten Zeitpunkt zu muten, ohne dass irgendwelche Störgeräusche durchkommen oder ähnliches. Da gehört schon was dazu. Das ist bei DSPs relativ einfach, sage ich mal. Das heißt, diese simple Funktion, ich drücke auf Mute, dahinter ist eine technische Höchstleistung. Bei Intel-Prozessoren schon, ja, bei Dings nicht. Und das mit dem Muten, das meinte ich jetzt nicht unbedingt, dass man selber auf Mute drückt, sondern es wird ja, das Format wird ja auch, beziehungsweise der Ton wird ja auch gemutet, wenn ich zum Beispiel von einer Quelle auf die andere schalte. Da muss automatisch gemutet werden, es muss automatisch entmutet werden und ähnliches. Oder es müssen am Ende eines, also es gibt viele verschiedene Situationen, wo quasi sowas gemacht werden muss. Und sowas lässt sich mit DSPs tatsächlich sehr, sehr viel einfacher erreichen als mit dem Intel-Prozessor. Gut zu wissen, wieder was dazugelernt. Alles klar. Gut, genau. Also das ist, wie gesagt, wir werden auch in Zukunft noch mit DSPs arbeiten, auf welcher Basis die dann in Zukunft sind. Das mag ja vielleicht dahingestellt sein, dass wir irgendwann mal die Basis brechen. Aber in der Zwischenzeit, wir sind aktuell halt ganz froh, dass wir hier bei der Anzahl der Kanäle keine Einschränkungen durch die Prozessorleistung haben. Selbst bei so einem sehr, sehr anspruchsvollen Codec, wie das der neue MPK-Codec sein wird, der dann da kommen wird, der wirklich sehr, sehr groß ist und sehr, sehr viel Rechenkapazität quasi beinhaltet. MPK hatte ich jetzt schon die ganze Zeit erwähnt, vielleicht nur ein kleiner Abschweifer. Das ist ein neues, ja, man kann sagen, 3D-Soundformat, was vielleicht in Zukunft mal eine Anwendung, vielleicht in Zukunft mal eine Anwendung finden wird beim Fernsehen. Das heißt, wenn man irgendwann mal 8K-Sendungen hat, die dann mit entsprechendem 22.2-Kanalton oder ähnlichem ausgestrahlt werden, wie das ja zur Olympiade in Japan geplant war, dann wird hierfür quasi MPK verwendet und das wird dann ausgestrahlt und man kann das dann halt mit dem AV-Receiver wieder hörbar machen. MPK hat noch so ein paar kleine Spielereien mit drin. Spielereien will ich die nicht nennen, sondern sehr, sehr nützliche Funktionalitäten, die da mit drin sind. Und ja, das ist der erste Punkt. Und zum zweiten benutzt Sony das in einem Format, was irgendwie 360-Grad-Audio heißt. Und das wird ja schon auch aus, das wird im Prinzip schon gesendet, wenn man so will. Also was heißt gesendet? Wird schon gestreamt. Man kann das auch streamen über diverse Streaming-Portale. Da gibt es so ein paar, die das auch angekündigt haben und mehr dazu halt im Herbst. Wobei MPK ja auch von der technischen Umsetzung her in vielen Fernsehern schon verbaut ist, ne? Also das wissen die meisten ja gar nicht, dass viele Fernseher diese Schnittstelle haben. Aber mangels dessen, dass es hier in Deutschland nicht empfangbar ist, kann es eben noch nicht genutzt werden. So sieht's aus. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Sender wie Sky und Co., der mal denkt, er macht in dem Bereich auch was. Weil getestet haben die das alle schon längst. Also ich habe es vor 2-3 Jahren mal gehört. Das war schon ganz interessant, welche Möglichkeiten ich als Zuschauer bei einem Fußballspielern hätte, tontechnisch da selber mein eigener Tonregisseur zu sein. Was hörst du jetzt wie und so weiter. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja da in absehbarer Zeit was. Ihr seid also damit auch wiederum vorbereitet. Das stimmt. Die Möglichkeiten sind enorm, die es da dann auch gibt. Super. MPK, wie gesagt, das war das. Und wir haben natürlich ganz wichtig Auro-Erweiterung. Das heißt, Auro-Erweiterung, das wird immer, meistens wird das sogar abgekürzt, so als kleines Auro in Klammern V2. Nicht wahr? Ja, aber nicht offiziell von Auro, glaube ich. Nein, nicht offiziell von Auro, das stimmt. Manche verwenden das so. Das ist keine Rakete. Ich habe mal von gehört, genau so ist es, ja. Mhm. Das ist also es ist eine Rakete, aber das ist was anderes. Das ist, wenn man so will, bezieht sich das nur, es hat überhaupt nichts mit dem Codec in dem Sinne zu tun, der ist noch genauso, der Codec, das heißt, das Material wird noch genauso abgespielt, da gibt es auch keine Unterschiede. Es gibt nur bestimmte Erweiterungen, beziehungsweise einen bestimmten neuen Algorithmus, der quasi den Center-Kanal generiert in dem Abmixer. Abmixer, wie gesagt, hatten wir ja gesagt, das sind diese Systeme, die halt 2 Kanäle auf die komplette Lautsprecherkonfiguration. Und zwar dann mit Höhen eben auch. Mit Höhen eben erweitern können. Und Auro 3D ist halt einer der wenigen, der ja komplett konfigurierbar ist. Und ja, ich denke mal, unserer Meinung nach auch einer derjenigen, der das Ganze am realistischsten umsetzt von allen, die es da dann gibt. Und
wie gesagt, die Erweiterung, die es jetzt hier in dem 7015 gibt und die es halt zum Beispiel im 7013 nicht gab oder beziehungsweise natürlich auch beim 8015 und 8012 nicht gab, ist zum einen, dass wenn man AO-natives AO-Material reinlegt, was zum Beispiel ein 8-Kanal-Mix ist, dass man das mit Hilfe dieses Gerätes jetzt auf 11 Kanäle zum Beispiel, also im Falle des 7015 auf 11 Kanäle aufbrezeln kann, dann entsprechend. Das heißt, ich kann hier ein Upmixing von meinem nativen AO machen. Das ist schon mal interessant. Das gab es bisher quasi nur bei der 8805. Das zweite, wie gesagt, dass dieses Upmixing, das geht halt auf 13.2 Kanäle beim SR8015 und auf 11.2 Kanäle maximal beim SR7015. Das heißt, ich kann hier auch beim SR7015 meine Surroundbacks in einer AO-Ausstattung mit einbeziehen und trotzdem noch 4 oben laufen lassen. Mit einer separaten Endstufe natürlich. Sehr schön. Ja, und es gibt einen neuen Modus sozusagen in diesem Auromatic Preset. Das heißt, bisher gab es halt klein, mittel, groß und Sprache. Und bei dem SR7015 bzw. SR8015 kommt der Movie-Modus hinzu, der dann halt diesen neuen Center-Algorithmus hat, wo zum ersten Mal bei Auro mehr auf den Center auch gelegt wird dann entsprechend. Das heißt, wie das halt für Filme zum Beispiel ja auch sinnvoll ist, weil Auro bisher halt wirklich diesen Abmixer in Richtung Musik natürlich optimiert hat. Und hier mit diesem neuen Modus oder mit diesem neuen Algorithmus gibt es halt auch diese drei Modi, sind damit ausgestattet, nämlich Movie, Mittel und Sprache bei den neuen Modellen. Die nutzen den und da wird ein bisschen mehr dann entsprechend auf den Center gelegt. Das heißt, meine beiden Favoriten sind nach wie vor Groß und Movie dann. Groß dann halt für Film, für Musik und Movie dann halt zum Beispiel für Filmton. Jupp. Hier das, was ich einstellen kann. Und man kann, wie gesagt, noch weiterhin natürlich die Stärke einstellen, wo du ja immer so, du stellst ja schon hier schon gerne mal die 15 ein, wa? Ja, aber bin ich nicht der Einzige auf der Welt. Fleißig. Ich bin ein bisschen zögerlicher und wir helfen mir meistens mit 13 oder 12 oder sowas. Das ist für mich auch schon okay. Gut, aber dafür gibt es ja diese Einstellmöglichkeiten. Das ist halt genau. Schön. Genau, natürlich die neuen Modelle, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, verfügen natürlich jetzt auch über Funktionen, die, ich sag mal, die kleineren Modelle, die halt jedes Jahr abgelöst wurden, also den 6014, 6015, die haben natürlich im letzten Jahr neue Funktionen bekommen und die neuen großen Modelle, die diese Funktionen im letzten Jahr nicht bekommen haben, beziehungsweise der 8015, der ja jetzt 3 Jahre lang im Programm war, der hat natürlich einige Funktionen nicht bekommen, die da in 2018 und 2019 mit unterstützt wurden und die wurden ihm jetzt alle sozusagen übergeholfen, diesen ganzen. Das erste hatte ich schon angedeutet, das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendeine HDMI-Quelle reingebe, dann kann ich natürlich meinen Dolby Atmos Mix da hören in der Hauptzone oder im großen Hörraum und ich kann das auf der anderen Seite aber, kann ich einen Downmix von dieser gleichen Quelle auf 2 Kanälen nur mit allem drum und dran, mit Dialogen und so weiter in einer Zone 2 hören, Küche oder ähnlichem, oder also wenn ich so eine Wohnküche hätte, oder halt auf meinem Heos Lautsprecher, also auf meinem Heos Built-In Lautsprecher, hier ist jetzt so ein Denon Home Lautsprecher mit abgebildet, den ich halt irgendwo zu stehen habe und den dann entsprechend weiterleite. Ganz wesentliche Funktion auch. Bluetooth-Kopfhörer, auch das hatte ich kurz erwähnt, die werden jetzt mit unterstützt. Das heißt, ich kann sowohl auf der einen Seite direkt Bluetooth-Kopfhörer mit diesem Modell koppeln und mich hinsetzen, ganz entspannt zurücklehnen und diese Bluetooth-Kopfhörer dann entsprechend über diese Bluetooth-Kopfhörer alleine alles hören. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch den Kopfhörer aufsetzen, weil ich halt eine eigene Lautstärke bevorzuge oder halt vielleicht auch schwerhörig bin oder ähnliches und deswegen ein bisschen lauter hören muss und das Ganze in Stereo hören muss, während halt andere auf dem gleichen Sofa oder auf diesem gleichen, sage ich mal, im gleichen Hörraum dann entsprechend den kompletten Atmos-Mix oder die Auromatik oder ähnliches genießen. Das heißt, es wird mir immer ein 2-Kanal-Downmix erstellt und das Ganze über den Bluetooth-Kopfhörer dann weitergegeben. Funktioniert mit allen Bluetooth-Kopfhörern, die einen
Lautstärkeregelung quasi am Kopfhörer haben. Weil der eigentliche Lautstärkeregler, der ist weiterhin natürlich dafür da, dass ich dann halt die Lautsprecher hoch und runter regle. Und ich habe dann sozusagen, muss ich die Lautstärke für den Kopfhörer, muss ich am Kopfhörer dann sprechen. Und du kannst, wie viele Kopfhörer kann man speichern? Also kann der erkennen später bis zu 8 oder wie viel waren das? 8, genau. Aber hören kann ich immer nur mit einem. Klar, aber du kannst für bis zu 8 die Konfiguration hinterlegen, beziehungsweise wird sofort erkannt beim Einschalten und dann kannst du damit, der kann die ganze Familie da mehr oder weniger unabhängig voneinander mit ihren Lieblingskopfhörer ohne großartige Neujustage, Neueinrichtung sofort arbeiten. Das stimmt, ja. Ich kann diese sogenannte, koppeln heißt das ja. Also das Koppeln, das war der Begriff, den habe ich auch gerade gesucht. Ja, aber es ist ja auch schon 20.38 Uhr, da darf man das Wort Koppeln schon mal suchen. Ja, im Englischen Pair ist mir immer eingefallen, aber ich weiß nicht, dann muss ich erst mal überlegen, was das auf Deutsch heißt. Genau, okay. Genau. Also das sind natürlich auch Funktionen, die sind da mit drin. Ich habe jetzt noch ein paar andere Funktionen nicht genannt. Ich kann die jetzt gerne kurz mal auflisten, die natürlich auch mit drin sind. Mehrfachzuweisung von HDMI-Eingängen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, es gibt ja jede Menge, es gibt ja Blu-ray beispielsweise als Name, es gibt DVD als Name, es gibt Media Player als Name. Normalerweise haben die auch einen eigenen Eingang auf der Rückseite, einen eigenen HDMI-Eingang. Wenn ich den aber nicht belegt habe, sondern ich möchte quasi immer das Bild zum Beispiel von dem gleichen Eingang haben. Also ich möchte Blu-ray, möchte ich jetzt sagen, ist immer mein Oppo oder keine Ahnung was. DVD ist auch mein Oppo und will ich auch das Bild von meinem Oppo haben. Und ich sage, Media Player will ich auch das Bild von meinem Oppo haben. Aber ich sage mir beispielsweise, okay, bei Blu-ray will ich auch den Ton von meinem Oppo haben. Bei, weiß ich nicht, Media Player möchte ich den Ton von meiner internen EOS-Quelle oder irgendwas haben oder von meinem, weiß ich nicht, CD-Player, den ich noch zusätzlich angeschlossen habe. Das kann ich dann auch natürlich sagen. Das heißt, ich kann jeden HDMI-Eingang mehrfach zuweisen, wenn man so will. Das ist eine ganz nette Sache. Ich kann AirPlay abschalten im Menü. Ich kann viele Dinge machen, die halt im Jahre 2019 mit dazugekommen sind. Zum Beispiel habe ich dann auch in der HEOS-App habe ich einen eigenen Reiter für die Eingänge. Ich kann also aus der HEOS-App mehr Funktionen des AV-Verstärkers bedienen. Ja. Gut, Verzögerung kurz. Ist eine Verzögerung deiner Meinung nach erkennbar, hörbar? Kann man die einjustieren? Das sollte natürlich nicht sein. Sollte ja synchron sein, wenn ich über den Kopfhörer den Film gucke. Also synchron wird über den Kopfhörer nie was sein. Also das ist nicht auffällig. Sagen wir mal so, du bist jetzt wieder Techniker. Du guckst da jetzt in die Millisekunden rein. Oder die Millisekunden muss man sich schon angucken. Es ist jetzt auch kein aptX Low Latency oder ähnliches. Also da gibt es ja halt unterschiedliche Standards. Und das ist, ich meine, es gibt jetzt nicht allzu viele Hersteller. Wir vergleichen uns halt gerne mit den anderen Herstellern, die es da gibt und die das können. Und da sagen wir halt, da können wir gut mithalten. Und das können wir gut, vielleicht sogar einen Ticken besser als die anderen, die das noch machen. Auf der anderen Seite sind das halt schon, also es ist jetzt nicht Frame genau, es sind jetzt schon, es kommt darauf an, ob du eine Bildwiederholrate von 24 oder 60 hast, aber ein paar Frames sind schon, so 5-6 Frames können es teilweise sein. Ja, aber okay, jetzt damit wir wieder die Beunruhigung wieder beruhigen können, also 5-6 Frames werden die meisten von uns definitiv nichts erkennen, selbst wenn es bei Synchronisation sowieso nicht und selbst beim Originalfilm, also Deutsch auf Deutsch, wird es wahrscheinlich auch nicht sichtbar sein. Ich habe jedenfalls noch keinen Rückruf bekommen von all den Leuten, die einen 3.6er als den DR800 im Einsatz haben. Ja, man muss natürlich auch betrachten, dass das unterschiedlich ist, ob man jetzt den Audio-Return-Channel nutzt oder ob man jetzt beispielsweise durch diesen AV-Receiver schleift. Weil der AV-Receiver selbst, der hat ja eine gewisse Verarbeitungszeit für den Ton, den er an die Lautsprecher weitergibt. Normalerweise ist der Downmix relativ schnell erledigt, den macht er relativ schnell, da muss er ja kein Post-Processing machen, das ganze Odyssey bleibt ja außen vor und in dem Augenblick sendet er das Ganze ja schon zu dem Kopfhörer. Das heißt, er hat so einen gewissen Vorlauf. Zum anderen gibt es halt noch, dass der Fernseher dem AV-Receiver sagt, oh du, ich brauche aber noch mindestens 50 Millisekunden, um das Bild, wenn es einkommt, auf dem Bildschirm auch darzustellen. Also verzöger deinen Ton doch nochmal bitte um 50 Millisekunden. Dann macht der AV-Receiver das auch und der Bluetooth-Funktion hilft es auch, weil die nämlich schon mal eher losschicken kann und irgendwie kommt es dann halt so an, dass das immer ein bisschen weniger ist. Deswegen kann man auch keine konkreten Aussagen treffen halt. Es ist jetzt irgendwie, sind es jetzt 120 Millisekunden Verzögerung, sind es jetzt 50 Millisekunden verzögert, ist es jetzt weiß ich was. Das ist eine relativ große Spanne, dadurch, dass es halt immer unterschiedliche Szenarien sind. Okay,
Hast du gut ausführlich erklärt. Ich habe es verstanden. Ich werde es auch testen, definitiv, weil ich finde es eine gute Sache. Ja, verbessern kann man immer was, finde ich. Es ist an solchen Situationen, an solchen Sachen kann man immer was verbessern. So, dann lass mal schauen. Jetzt kommt das Flaggschiff, der 8050. Jetzt kommt das Flaggschiff, genau. Da haben wir doch was. Richtig, genau. Also der Rolands neuer Lieblings-AV-Receiver. Ja, hoffen wir mal. Also wie gesagt, der AV-Verstärker. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Wie war das jetzt hier? War schon Verstärker vorher. Und da, wie gesagt, muss ich ja sagen, wie gesagt, der 8012, mein persönlicher Lieblings-AV-Receiver im gesamten Line-Up, wegen Musik, also wegen Musikwiedergabe, musikalisch, klar. Im Bassbereich hätte ich mir vielleicht vom 8012 an der einen oder anderen Stelle, aber okay, egal. Also faktisch ist das ein super Verstärker meines Erachtens. Da lasse ich nichts drauf kommen. Hat natürlich auch eine super Verarbeitung, hat den zentralen Trafo, gucken wir uns gleich nochmal an, verkupfertes Chassis und ähnliches. Das ist eine typische Marke, und Denon 6700 halt nicht. Das ist die Current Feedback Schaltung. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist tatsächlich ja anstatt eines 11.2 Processings ein 13.2 Processing, das heißt genauso wie das Flaggschiff, 13.2 Kanäle können damit prozessiert werden, obwohl nur 11 Endstufen, ist aber egal. Und wir haben eine verbesserte HDRM-Schaltung. Das heißt, die komplette Vorstufe ist verbessert. Ich komme in die Details sogar noch, weil sonst... Ich will ja nicht genau, was meintest du jetzt mit, genauso wie das Flaggschiff 13.2, welches Flaggschiff hast du jetzt gemeint? Ich meinte jetzt, sorry, die AV8805 zum Beispiel. Ja, okay, gut. Die macht auch 13, kann aber ehrlicherweise 15 verwalten. Da ist hier Feierabend, 13 geht, kommen wir gleich nochmal zu wegen dem Layout. Genau. Also da gibt es nochmal einen Unterschied auch zu einer 8805. Korrekt. Für den, der genau hinter der Kommastelle guckt. Korrekt, genau. Also 13.2 ist hier wirklich das Processing und ich habe auch nur 13.2 Vorverstärkerausgänge, sollte man an der Stelle vielleicht dann sagen. Okay. Nicht wie bei einer 8805, wo ich dann 15.2 Vorverstärkerausgänge habe. Das ist der Unterschied. Yep. Current Feedback. Ich habe hier DTS:X Pro als Update, komme ich gleich zu, was das heißt, als Update sozusagen im Oktober. Ich habe unter Auro 3D bis zur vollen Konfiguration von 13.1 kann ich Auro 3D hier fahren. Das heißt, also 7 und unten und 6 sogar oben. Richtig, das kann ich tun. Davon kann ich halt insgesamt 11 mit den internen Endstufen versorgen und 2 müsste ich externen Endstufen anvertrauen. Yep. Ich habe die Unterstützung für den Center Height, für den Height Center logischerweise, wenn ich Auro 3D in der Maximalkonfiguration verwalten kann. Und hätte bei DTS:X Pro bzw. Dolby Atmos die Möglichkeit, Front Wide Lautsprecher alternativ einzusetzen. Das sind Lautsprecher, die sind unten und sind rechts und links neben den Hauptlautsprechern. Zwischen Hauptlautsprechern und Surround-Lautsprechern, ja. Um im Prinzip eventuell in länglichen Räumen so diesen Effekt, diesen Übergangseffekt ein bisschen zu machen. Genau. Ich habe natürlich auch hier diese ganze, klar, Vorverstärkermodus, Dual, Speaker Preset, die neuen DSPs sind hier mit drin, diese ganze Geschichte mit diesem HDMI. Ich habe einen Bluetooth-Transmitter, den Zweikanal-Downmix, gute Nacht. Und die ganzen HDR-Formate werden unterstützt. Und auch hier im Vergleich zum Denon habe ich einen Analog-Fronteingang und einen 7.1-Kanaleingang. So, und das Ganze, wie gesagt, gibt es in Schwarz und sogar in Silbergold, wenn ich das möchte. Ach, schön, herrlich. Ich habe ihn von hinten mal. Und da strahlt mich schon. Die sehen nicht, was jetzt hier gerade passiert, weil man sieht ja immer nur den, der spricht. Also deine Kommentierung, das lässt jetzt viel für Fantasie offen hier. Also ja, okay, ich sehe nicht, das stimmt. Ja, das Hintergrundbild von dir sehe ich gar nicht. Oder sehen die Zuschauer gerade nicht. Ja, das ist der von hinten, der AV-Verstärker, der SR8015. Schön, man sieht dieses verkupferte Chassis, was quasi auch die Rückseite mit sich bringt. Der alte sah ja auch schon so ein bisschen aus. Man kann ja noch nicht mal mehr von weiß sprechen, von weißen Oberflächen, sondern das ist ja hier 5.1, das ist so richtig schön Hellkupfer. Und dann ist das dahinter gepunktet. Das ist auch wirklich Kupfer, ne? Das ist nicht einfach nur so raufgedruckt worden, sondern das ist schon von der ganzen Materialverarbeitung komplett andere Materialien, ne? Ja,
Genau, das ist von der ganzen Materialverarbeitung ist das was ganz was anderes. Also das ist wirklich hier echtes Kupfer hinten. Und auch das Chassis ist ebenfalls Kupfer, zeige ich gleich nochmal. Wir machen gleich nochmal und die Bodenplatte im Prinzip unten drunter. Man sieht das so, dass das hier unten drunter schon so ein bisschen verkupfert auch hervorsticht. Aber ich zeige das gleich nochmal etwas größer. Ja, wie gesagt, die Rückseite hier sind oben, sieht man auch die 13.2 Vorverstärkerausgänge. Und man sieht hier natürlich auch, dass die Lautsprecherklemmen nicht mehr ganz auf eine Reihe passten, dass man halt darüber halt diese sogenannten Height-3-Klemmen mit anbringen konnte, um halt wirklich hier auch 13 Lautsprecherausgänge dann entsprechend hinzupacken. Obwohl ja, wie gesagt, 11 Endstufen, aber 13 Lautsprecherausgänge. Ja, mächtiges Schiff. Das ist das Bild, was du innen drin, was du hinter dir hast, sozusagen. Deswegen hatte ich eben so gelächelt. Also hier sieht man nochmal, wenn man unten durchblickt, da ist im Prinzip das verkupferte Chassis. Man sieht hier auch schön symmetrisch aufgebaut, wieder rechts und links die Endstufenblöcke. Das heißt, ich habe rechts hier, jetzt muss ich kurz mal nachzählen, habe ich im Prinzip 6 und links habe ich 5. Nee, andersrum. Rechts habe ich 5, links habe ich 6 Endstufen, die dann hier in der Monoblockbauweise, das heißt diese einzelnen Platinen, die dann da an diesem Kühlkörper dranhängen, da ist auf jeder dieser Platinen ist im Prinzip eine so eine Endstufe mit drauf und die versorgt dann entsprechend einen diesen Kanal und in der Mitte haben wir diesen fetten, großen Ringkerntransformator, auch das eine typische Marans-Eigenschaft, der das Ganze dann versorgt. Und hinten halt die Digitalplatine mit dem Kühlkörper, mit dem schönen Fetten auf dem Ausgang. Ja, das ist schon schön. Natürlich reicht das nicht. Hier sieht man nochmal von unten das Bodenblech, wenn man so will. Blech ist es ja nicht, es ist ja Kupfer. Auch das ist, in dem Fall ist es verkupfert. Also das heißt, das Bodenblech ist verkupfert, das ist wirklich Blech und das ist quasi verkupfert. Die Rückseite quasi ebenfalls, das ist ja Kupfer dann. Und wir haben den Transformator nochmal aus einer anderen Ansicht, wo er auch deutlich hübscher irgendwie aussieht, aber naja, auch nicht schlecht. Mit dieser symmetrisch angeordneten Endstufe rechts und links. Herrlich. Einfach nur schön. Oh, da ist aber jemand frisch verliebt, ey. Ach, ja. Genau. Hast du sie noch nicht, ne? Hast du da irgendwie so ein Vorseriengerät schon stehen? Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Ich würde und du bist so im gerne Urlaub, das ist ja richtig hart. Das ist richtig hart, ja, das stimmt. Würde ihn echt so gerne mal hören. Aber ich meine, ich bin ja schon vom SR8012, das ist ja echt schon ein Top-Modell. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man, klar, an dem einen oder anderen wünscht man sich jetzt was, aber gut, das sind minimal, das ist, wie gesagt, egal. Also 13.2 Kanal, Signalprocessing. Genau, kommen wir nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. SR8012 hatte nur 11 Kanal Processing, hatte 11 Endstufen, das war alles easy. Das heißt, man konnte genauso viel mit den Endstufen machen, wie man vorverstärkermäßig rausgeben konnte. Bei dem 8015 ist es halt so, 11 Endstufen und ich kann einen Zweikanalverstärker hinzufügen und zwar entweder für die Frontlautsprecher. Das heißt, ich kann entweder mir einen schönen Stereo-Verstärker anschaffen, meinetwegen von Marantz, oder ich habe den schon dann entsprechend, der quasi meine Frontverstärkung dann entsprechend extern macht und überlasse quasi Verstärkung aller anderen 11 Kanäle dem SR8015. Oder ich sage, okay, ich vertraue jetzt meiner Endstufe nicht so sehr, die ist jetzt vielleicht nicht so toll, da möchte ich jetzt nicht meine Frontlautsprecher mit anschließen. Dass ich die Frontlautsprecher an den SR8015 anschließe und dann quasi Height-3-Lautsprecher anschließe an die externe Endstufe. Height-3-Lautsprecher, das kann natürlich alles Mögliche sein. Nicht alles Mögliche, aber es können drei verschiedene Konfigurationen sein. Und zwar können das einerseits sein, ich habe das hier mal auf dem, wenn man das linke Bild sich anguckt, dann können das sein Top-Middle-Lautsprecher. Die gibt es bei DTS X Pro. Und die gibt es bei Dolby Atmos. Dann kann das sein, in der Mitte haben wir quasi die Front-Wide-Lautsprecher. Oder das kann sein, in der rechten Konfiguration, da sind es dann Center-Height und Top-Surround. Das ist so meine persönliche Favoritenkonfiguration.
Aber gut, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also die mittlere Konfiguration, die lässt sich bei DTS:X und bei Dolby Atmos so komplett verwirklichen. Wenn man damit Auro hören würde, dann hätte man in der mittleren und in der linken nur quasi, nur in Anführungsstrichen, oben 4 Lautsprecher. Das heißt, man würde mit 11 enden und hätte keine 13. Wenn man bei der rechten Konfiguration Auro machen würde, hätte man 13, hätte aber bei Atmos nur 11 und bei DTS:X hätte man 13. Das heißt, DTS:X Pro kann in allen dieser drei Konfigurationen 13.1 machen. Was ist jetzt DTS:X Pro? Da gab es ja am Anfang auch die Frage, nochmal bitte erklärt. Also DTS:X ist grundsätzlich das Format. Alles Material, was es aktuell in DTS:X gibt, das kann man quasi auch hier reingeben in diesen DTS:X Pro Decoder und damit kann der was anfangen. Egal, ob ich einen DTS:X Decoder oder einen DTS:X Pro Decoder habe, das DTS:X-Material, was ich habe, das kann der nativ dekodieren. Der einzige Unterschied zwischen DTS:X und DTS:X Pro ist im Prinzip auf der Wiedergabeseite. Das heißt, DTS:X kann maximal 11.1 Kanäle, man sagt so hübsch, rendern, erzeugen, generieren, weil es handelt sich hierbei ja um objektbasierte Formate. Das heißt, ich habe ja nicht irgendeine Kanalzuweisung, sondern ich habe nur die Informationen drin, wie sich etwas von wo nach wo bewegt. Und je mehr ich Lautsprecher habe, desto besser kann ich das natürlich auf die Lautsprecher verteilen. Und DTS:X Pro geht halt über diese 11 Lautsprecher hinaus, auf die ich das verteilen kann, sondern mit DTS:X Pro kann ich rein theoretisch 30.2 Lautsprecher, dann quasi das Ganze auf 30.2 Lautsprecher verteilen. Jetzt haben wir aber nur ein 13.2 Kanal-Signal-Processing. Das heißt, ich kann das auf 13.2 Kanäle hier quasi verteilen. Und bei DTS:X Pro spielt quasi keine Rolle, wo sich der Lautsprecher befindet. Der kann so gut wie alle Lautsprecher ansteuern. Das ist das Schöne an diesem Format. Ja. Eine Frage will ich mal rauspicken, weil den Rest der Fragen werden wir wahrscheinlich nach dem Ende des Ganzen hier nochmal neu geschrieben bekommen, weil wir sie ja jetzt nicht währenddessen hier dauernd beantworten können. Da wurde gerade gefragt, wenn einer 5 unten und 6 oben hat, geht denn dann auch Auro? Natürlich geht es, weil es ist ja keine Pflicht, unten 7 zu haben. Im Gegenteil. Also was heißt im Gegenteil? Ja, aber es war ja. Er kann ja mit den kompletten Endstufen das alles so entsprechend machen. Und es ist ja nicht selten, dass unten aus Platzgründen keine Möglichkeit ist, hinter mir noch Lautsprecher zu installieren. Oben an der Decke geht aber ein Voice of God oder auch noch zusätzlich der Center Height. Also ist das sicherlich sogar eine der in Zukunft sehr häufigen Anwendungen, die 5 unten und die 6 oben. Und somit geht das ohne Probleme. So, die Frage habe ich mir rausgepickt, konnte direkt beantwortet werden. Ja. Ja, und bei DTS:X bleibt es dabei, Hauptsache Lautsprecher im Raum. Genau, Hauptsache Lautsprecher im Raum. Ich an der Stelle vielleicht nochmal so ein gewisser Punkt, wieso auch die rechte Lautsprecherkonfiguration vielleicht für DTS:X beziehungsweise also die Lautsprecherkonfiguration mit Center Height und mit Top Surround. Wenn man die jetzt nimmt und die sich rauspickt, dann ist es wie gesagt so, nur bei Dolby Atmos hätte man dann halt ja 714 zum Beispiel. Es hätte also nur noch 4 oben. Aber bei DTS:X, wie gesagt, hätte man die 6 oben. Man hätte bei IMAX Enhanced 6 oben. Und IMAX Enhanced ist ja quasi so eine Spezialvariante von DTS:X. Und IMAX Enhanced hat wenn IMAX Enhanced auf DTS:X basiert, dann gibt es einen verpflichtenden Kanal. Und das ist dieses sogenannte Center Height Objekt. Weil der in den Kinos sind hier so hoch, die Leinwände immer. Das heißt, die haben immer ein Center. Und die haben immer ein Center und ein Center Height. Das heißt, dieses Center Height Objekt wird immer mitgeschickt in einem DTS:X IMAX Stream. Und wenn man das natürlich direkt auf so einen Lautsprecher wiedergeben kann, dann hat man dieses IMAX Format natürlich deutlich besser auch erfüllt, als wenn man diesen Kanal da entsprechend nicht hat und den dann entsprechend irgendwo anders hingerechnet werden sollte. Das heißt, nicht nur Auro bevorzugt quasi dieses System, sondern auch IMAX bevorzugt diese Lautsprecheraufstellung, wenn man so will. Das sollte an der Stelle vielleicht einfach nochmal kurz gesagt werden. Okay, verstanden. Ja. Und nochmal, das ist eine Software-Update, was im Oktober kommen würde, damit DTS:X Pro, also mit noch mehr Lautsprechern unterstützend genutzt werden kann. Keine Hardware, nichts dergleichen. Richtig. Kostenloses Update. Das ist ein kostenloses Update für den SR8015, für die AV8805
Genau, bei Marantz. Und die Lenoir-Modelle, die hatten wir ja bei Lenoir schon mal genannt. Alles klar. Genau, richtig. Das ist das große DSP-Update, wie ich es bezeichne, im Oktober, weil, und jetzt kommt es im November, also bitte nicht drauf festnageln, wir haben ja immer so unsere Problemchen mit Software. Also es kommt bis Ende des Jahres, machen wir es mal so. Machen wir es so, es kommt bis Ende des Jahres, genau. Gut. Ja, jetzt schließe ich den Kreis zur ersten Folie sozusagen. Das heißt, ich komme zum Sound, zum Klang bei Marantz. Das heißt, ich komme zu dieser Transparenz, zu dieser Ruhe im Klang und quasi zu dieser Emotionalität. Das ist genau die gleiche Folie, die ich quasi am Anfang schon mal aufgelegt hatte, wenn man so will. Nur, dass ich jetzt vielleicht noch zwei, drei Worte zum Sound sagen möchte und was daran Besonderes ist. Wir haben die ganze Zeit immer über HDRM gesprochen und wir haben über Strom-Gegenkopplung gesprochen. Das sind Sachen, die halt bei Denon nicht vorhanden sind. Was sind diese Module? Ich habe gesagt, das ist die Vorverstärker, die sind im Vorverstärker mit enthalten, beziehungsweise jeder einzelne Kanal des Vorverstärkers ist quasi, ich sage immer, zu Fuß aufgebaut. Bei Denon muss man sich vorstellen, da ist so ein Chip drin. Das muss jetzt nicht schlecht sein in dem Sinne. Den kann man natürlich auch gut auswählen, aber da ist so ein Chip drin und der macht quasi für alle diese Kanäle die Vorverstärkung, also Lautstärkeregelung und sowas, alles, was im Vorverstärker halt stattfindet. Das ist bei Denon der Fall. Bei Marantz wird dieser Chip quasi durch sehr, sehr viele Bauteile ersetzt. Das heißt, man sieht das hier oben in den Bildern, das sind jetzt natürlich, oder hier unten, je nach Aufwand, hier ist es ein zweikanaliges Modell, sind die halt mal größer, mal kleiner, diese Module. Und bei denen muss man sich vorstellen, sitzt anstatt dessen für alle Kanäle einfach ein Chip, der da irgendwo ist. Was haben jetzt diese kleineren, sozusagen, wenn ich das alles zu Fuß aufbaue, aus einzelnen Widerständen, aus einzelnen Kondensatoren und so weiter, was hat das jetzt für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass ich das Klangbild natürlich stärker beeinflussen kann, weil ich die Bauteile, die da drin sind, natürlich auch stärker variieren kann. Das heißt, ich kann mal dieses Bauteil austauschen, mal jenes Bauteil. Wenn ich einen Chip austausche, wie bei Denon, muss ich einen kompletten Chip austauschen. Aber ich kann ja nicht irgendwie reingucken, reinlöten und irgendwas umbauen. Das funktioniert nicht. Das heißt, bei Marantz kann man den Klang quasi deutlich, ich sag mal, einfacher, besser beeinflussen. Das heißt, man kann das eine quasi ändern und das andere und gucken, was dabei rauskommt. Hat natürlich auch mehr Möglichkeiten. Man hat hier viel, viel mehr Möglichkeiten, in den Sound auch einzugreifen. Das betrifft aber dann euch als Ingenieure oder reden wir jetzt hier von dem Anwender? Nee, das betrifft Ingenieure. Also der Ingenieur, der muss eingreifen, um halt den Sound, um halt genau die richtigen Widerstände, die richtigen Kondensatoren auszuwählen, damit es so klingt, dass es sich nach Marantz anhört, dass genau diese drei Punkte, die wir davor gehört haben, erreicht werden. Das heißt, diese Transparenz zum Beispiel, das ist ein sehr, also Transparenz halt Durchhörbarkeit für Klangbühne und Ähnliches. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei Marantz. Und der wird halt durch diese HDRM-Module und durch diese Stromgegenkopplungstechnologie erreicht. Da muss ich es einfach nochmal erwähnen, auch der eine oder andere, der uns hier regelmäßig folgt, der wird es jetzt langsam auch nachsingen können. Ja. Aber es ist einfach so, dass das wirklich unterschiedliche Ingenieursteams sind. Die sind an unterschiedlichen Standorten, die haben unterschiedliche Räumlichkeiten, die kennen sich vielleicht mal von irgendeinem Abend mit einem Glas Sake oder mit einer Flasche, wie auch immer, aber an sich arbeiten die vollkommen getrennt und haben alle ihre eigene Philosophie. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall haben die alle ihre eigene Philosophie. Es gibt zwar einen Einkauf, der ist natürlich komplett zusammen und es gibt natürlich auch... Gut, aber der Einkauf bestimmt nicht die Klangcharakteristik, sondern Nein. Der sagt dann, ich muss die Teile kaufen. Also das wird in unterschiedlichen Räumlichkeiten, wir hatten ja die Möglichkeit, den einen Raum von den Dennen-Kollegen zu sehen, die sind ja auch örtlich getrennt, also die sitzen nicht Tür an Tür, die sind sondern auch wirklich örtlich getrennt und da reden wir über ein paar Kilometer Unterschied, gell? Ja, das stimmt. Die Produktion ist im gleichen Werk, aber die Entwicklung ist nach meinem Kenntnisstand in vollkommen verschiedenen Orten. Ja, das nicht unbedingt, aber es ist schon ein wenig getrennt, das ist wahr, ja. Es ist beides in Shirakawa, im Stammwerk. Da ist oh, das war aber neu, okay, weil die waren noch damals schon mal. Es gibt halt in Kawasaki noch etwas, das ist auch so ein bisschen... Aber die schließen ab hinter ihrer Tür.
Ja, die schließen schon ab, das ist richtig. Natürlich ist es so, die schließen jetzt nicht bei der Digitalplatine ab. Das muss an der Stelle nochmal gesagt werden. Das ist natürlich. Ja, klar, die HDMI-Platine, da sind sie sich sogar ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich. Nee. Da gibt es nur ein Team, das die HDMI-Platine quasi ingeniert, und das baut dieses Team natürlich dann ein. Es gibt Individualisierung, das ist klar. Aber für die klangentscheidenden Bauteile, also gerade die Vorstufe und das, was dann so kommt, da ist es so, dass dann entsprechend natürlich vollkommen unterschiedliche Teams da sind. Ja, schön. Okay, dann mach mal weiter. Hey, wir haben die 2 Stunden schon voll. Wir gehen langsam auf Mitternacht zu. Nein, wir machen das. Es ist nicht mehr lange. Jetzt werde ich ein bisschen. Du hast ja noch nicht die Fragen gelesen, die jetzt kommen. Wobei, die Fragen müssen ja alle nochmal neu schreiben. Erzähl mal weiter. Oh, was ist das denn? Können wir jetzt nachbauen? Ja, jetzt kannst du nachbauen. Jetzt werde ich ein bisschen technischer. Weil, oh, ich mach schon mal Lötkolben an. Also, das bedeutet, wir haben, okay, erstmal rein von der Anzahl her, wir haben 4 Dioden, 4 Transistoren pro Kanal mehr in dieser HDRM-Schaltung. Das heißt, das ist hier grundsätzlich der Aufbau dieser HDRM-Schaltung, also dieses Operationsverstärkers, wenn man so will. Und dort arbeiten wir beim 8015 mit 4 Bauelementen, wenn man so will, mehr pro Kanal. So, das ist sehr schön. Und wir haben ja immer Messkollegen, nicht wahr? Gibt es ja in Amerika bestimmte Leute, die gerne immer messen. Und wir gucken uns hier so eine Messung halt auch mal an. Wir messen hier nämlich sozusagen die Ausgangsspannung am Vorverstärkerausgang der X-Achse und den Klirrfaktor auf der Y-Achse. Da sind so ein paar Sachen, die hatte ich vorhin beim Vorverstärkerausgang schon mal erwähnt. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns ganz rechts oben angucken, wann dieser Klirrfaktor ganz stark steil nach oben geht, nämlich bei ungefähr 4,2 oder 4,2 Volt. Das ist da, wenn ich über einen Vorverstärkerausgang rausgehe, quasi, dass es dann erst anfängt zu verzerren. Das ist aber jenseits von Gut und Böse für alle Endstufen, die ich kenne. Aber was wir halt festgestellt haben, man sieht, dass der Klirrfaktor beim 8012 doch im Bereich von hohen Lautstärken, das heißt jenseits der 700 Millivolt, hohe Lautstärken sind das schon, relativ hoch ist. Und durch diese Änderung in der Vorstufe konnten wir beim SR8015 quasi deutlich den Klirrfaktor, das ist die rote Linie, den Klirrfaktor senken. Das heißt, er ist hier quasi wie im Bilderbuch. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich bei hohen Lautstärken, also selbst mit den integrierten Endstufen, weil die integrierten Endstufen, ich hatte gesagt, die trennen erst bei 1,2 Volt ab. Das heißt, das ist noch lange nicht, davor geht es auch schon auseinander. Höre ich einen viel klareren, viel verzerrungsärmeren Sound bei hohen Lautstärken, bemerkt nur. Bei hohen Lautstärken, als das quasi bei einem SR8012 der Fall war. Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen relativ. Wer da die Unterschiede hört, das muss schon wirklich ein gutes Gehör haben. Aber das ist hier der Punkt. Es gibt definitiv messtechnisch geringere Verzerrungen, die dazu führen, dass das Ganze klarer wird im Sound. Ja, das heißt also, wir können zu Hause ordentlich Dampf machen. Du kannst zu Hause ordentlich Dampf machen, ohne dass es großartig oder ohne dass es verzerrt. Nicht großartig, ohne dass es verzerrt. So, und das ist Ogata-san. Das ist der Sound-Ingenieur auf der rechten Seite. Das ist quasi, hat übrigens vor kurzem geheiratet. Das ist der Soundmeister von Marantz, der quasi die gesamte AV-Receiver-Linie und so weiter abstimmt. Das ist sozusagen. Das ist der Nachfolger. Bei Denon gibt es einen Yuki-san. Ja, aber er hier, ist er der Nachfolger von unserem berühmten? Nein, kann man nicht so sagen. Also Ogata-san hat schon gearbeitet, wo Ken auch da war im Prinzip. Das kann man so eigentlich kaum. Naja, ist schon klar, dass er da war, aber ich sag mal, er übernimmt jetzt die Aufgabe, die sonst Ken früher gemacht hat, wo Ken Klar, es gibt in Europa immer noch Leute, die das machen. Also da gibt es in Europa tatsächlich einen Rainer Fink, der immer noch mal drüber guckt über den Sound. Oh ja, gerade sehr berühmt geworden im Hintergrund. Mhm. Im Hintergrund, richtig. Der im Prinzip über den gesamten Sound nochmal drüber guckt und die gesamte Abstimmung natürlich dann auch mit zusätzlich macht. Und Oliver Krite oder ähnliche, so sind die Namen in Europa, die hören da immer rein und gucken sich den Sound vorher an. Aber Ogata-san macht sozusagen die Grundabstimmung. Das heißt, das ist unser, bei denen ist es wie gesagt unser Yuki-san, der die Grundabstimmung macht. Bei Ogata-san ist, bei Marantz ist es halt Ogata-san, der halt guckt, was ist hier die Grundabstimmung. Und der hat sich halt für diese neuen Bauteile, die
die da auch aufgelistet sind. Das heißt, diesen Polyester-Filmkondensator oder neue Filmkondensatoren in der Netzwerksektion, Metallfilmwiderstände soll es heißen, in der Endstufe. Und das Letzte, das habe ich nicht kapiert, aber ich habe es einfach mal geschrieben. Also das war ein Kommentar, den er sozusagen geschickt hatte, was er da sozusagen verändert hat. Was ich allerdings übersetzt habe, und das habe ich mal unten drunter übersetzt, also besseres Signal-Rauschverhältnis hat der SR8015. Er hat eine höhere Klarheit und Transparenz, spielt luftiger und fokussierter. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich echt gespannt bin, weil wenn das wirklich der Fall ist, ist das wirklich mein absoluter Traum natürlich. Schärfere Bassattacken und noch trockenerer Bass. Tiefere und breitere Bühne. Gut, die konnte ich bisher nicht vermissen, aber wie gesagt, da war so ein bisschen mein Kritikpunkt mit dem Bass und mit den Attacken. Da hat mir tatsächlich immer noch ein AVC ein bisschen besser gefallen. Aber wie gesagt, wir werden es hören. Also ich bin total gespannt. Und hier sind mal auch so ein paar Bauteile im Prinzip. Hier dieses blaue Zeug, das sind im Prinzip hier. Ja. Sehen so aus wie Smarties mit Beinen. Smarties mit Beinen, genau. Ja, das sind... M&Ms waren es. Das sind so leichte M&Ms, die den Klang verbessern, genau. Das muss man einfach mal sagen, das können die halt relativ gut. Die legen dann da Hand an einer bestimmten Sektion und können das da sehr, sehr gut auch rausfiltern. Und das war es im Prinzip schon. Nein, so plötzlich ist jetzt Schluss hier. Ja, so plötzlich ist jetzt Schluss. Bei dir gerade Licht ausgegangen? Oh, bei mir, ach du meine Güte, ja, ich muss das Licht mal anmachen, glaube ich. Bei mir. Ja, es ist schon kurz vor Mitternacht, habe ich doch gesagt. Mal eben schnell Licht an. In der Telefonzelle. Ein bisschen heller, aber das... Ah, sieht super aus. Jetzt ist das Hemd wieder weiß. Jetzt ist das Hemd wieder weiß. Ja, der Weißabgleich stimmt wieder. Ja, super. Perfekt. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt mit deinem Vortrag durch bist, dann dürft ihr gerne eure Fragen mal stellen, weil wir werden jetzt nicht wirklich bis zum Anfang wieder zurückscrollen. Wir haben es euch ja gesagt, bitte wartet und schreibt eure Fragen jetzt mal rein, die ihr da hattet. Habe ich irgendwelche Fragen? Nee, habe ich nicht. Jetzt kommt hier der Kollege QuadRC. Atmos-Decken auch weiterverwenden für Atmos. Ist es möglich, mit den 8015 dann 516 Atmos und 514 Auro zu hören, ohne weitere Verstärker als automatische Umschaltung mit dem 8015? Ich würde sagen, Moment, 516 Atmos heißt 5 unten, 6 oben und 514 Auro. Kann er doch machen. Weil die schalten sich doch aus, die beiden mittleren, wenn der Auro macht. Ist doch klar, geht doch. Ja, klar, wenn ich oben nur 4 habe bei einem Format, geht das. Ja, ja klar. Nein, er hat ja 6 oben. Er macht 2 vorne, ja, 2 hinten. Wenn ich bei einem Format dann auf 4 runtergehe. Ja, dann geht das doch. Ja, dann geht das. Wenn du eben nicht, ne, Voice of God und Center Height ist nicht drin. Genau. So, von besser können wir nicht wirklich reden, mein lieber Heinz-Peter. Er klingt auf jeden Fall im Detail anders. Marans und Dannen, wie wollen wir das Wort besser definieren? Das ist einfach jetzt immer schwierig. Klingt Marans und besser als Dannen. Hat ja ganz andere sozusagen Fokuspunkte. Das heißt, bei Denon liegt ja wirklich der genau. Fokuspunkt auf kraftvoll, detailliert und Ähnlichem. Und kraftvoll detailliert, und ich hatte auch, glaube ich, immer angekündigt, dass es ist ja auch bei mir der persönliche Geschmack, und ich bin ursprünglich ein Denon-Jünger, wenn man so will. Das heißt, ja, ist ja so, ich habe eine Denon-Historie mehr, als ich eine Marans-Historie in dem Sinne habe. Da muss man dann halt einfach sagen, an bestimmten Punkten ist halt für mich auch ein AVC X8500H einfach noch das bessere Gerät jetzt zum Beispiel als so ein 8012 oder ähnliches, wenn man den quasi so hundertprozentig für Film nutzt, würde ich mir wahrscheinlich meinen AVC X8500H anschaffen. Also da ist für mich keine... Und der hat natürlich noch ein paar andere Funktionen, nicht wahr? Das kommt auch noch dazu. Okay, also wir halten mal fest, das ist ungefähr vergleichbar. Ich meine, mache immer gerne so Autobeispiele, weil das kann ja jeder nachvollziehen. Weißt du, man kauft sich einen BMW oder einen Audi, sind beides geile Karren, aber die haben eben unterschiedliche Schwerpunkte, wie der Roland gerade gesagt hat. So, das fängt beim Aussehen an und hört in der Fahrdynamik auf. Von Spritverbrauch reden wir mal nicht. So, was haben wir denn sonst noch? Machen wir mal weiter. Bluetooth, welche Version unterstützt ihr?
Was war das mit APTX? War da irgendwas? Bluetooth-Version? Nein, das unterstützen wir nicht. Aber okay, Versionen sind immer ganz komisch. Ich glaube 4. Punkt irgendwas. 4.1 oder 4.2. Müsste ich genau nachgucken. Apple Music ist nicht in HEOS integriert? Nein, Apple Music ist nicht integriert. Wir haben AirPlay 2 mit integriert. Gut, würde damit gehen. Okay. Der Kollege nochmal, der eigentlich am Sprung ist. Geht dann auch Upgrade auf 516 Euro? Haben wir doch beantwortet. Geht. Und kann der 8015 dann noch diese Konsole umschalten von 516 mit zwei Top-Middle und 516 mit Voice of God und Center Height? Das kann er nicht. Das haben wir aber auch ehrlicherweise sehr ausführlich schon beschrieben, dass man das nicht kann. Du musst dich für ein Layout entscheiden und dann ist das eine mit an oder mit aus. Aber es geht eben nicht das, was wir bei einem großen 8.5er Denon machen können, wo du bis zu 15 Lautsprecher und dann schaltest du wirklich Voice of God aus, das aus, dafür die beiden Top, Middle, High an und so weiter. Das bleibt wirklich nur diesen Flaggschiffen noch vorbehalten. Richtig. Okay. Gut, ich kann dir aber aus der Erfahrung nur sagen, wenn du 6 Atmos-Lautsprecher oben hast, 2 vorne, 2 hinten, 2 in der Mitte, wirst du dich erschrecken, wie häufig bei Filmen, nicht bei Musik, das ist bis jetzt gut gegangen, würde ich mal behaupten, aber also Musik meine ich jetzt pur Audios, ne? Nicht jetzt hier ein Konzertvideo, weil da habe ich das nämlich auch erlebt, dann hast du nämlich bei vielen nämlich nur noch in der Mitte die beiden laufen und wunderst dich, warum vorne und hinten die zwei nicht mehr laufen. Das haben wir uns auch gewundert, mittlerweile wissen wir die technische Begründung, weil da wird in den Studios ein bisschen auf Sparkurs gemischt und dann habt ihr zu Hause die Überraschung, bei 6 Lautsprechern oben in Dolby Atmos Layout ist dann plötzlich nur in den mittleren beiden ordentlich Action angesagt. Unter anderem war das bei Ready Player One, wenn ich mich recht erinnere. Da war das nämlich auch ganz plötzlich. Da waren die nämlich nicht mehr auf allen 6ern. So, das haben wir auch. Also ich würde dann ehrlicherweise eher die Auro-Variante nehmen, wenn du das kannst mit den 6, weil dann hast du immer alle 6 laufen und wenn du ihr Atmos machst, hast du wieder die 2 vorne, 2 hinten für Dolby Atmos. Dann ist doch alles wieder gut. Ne? Hoffentlich konnten die mir jetzt alle folgen. War ich jetzt zu schnell? Ich fand's sehr gut. Du hast das hinbekommen, ne? Wollte ich auch sagen. Ne? Ich fand's auch nicht schlecht. Um die Uhrzeit, 20.13 Uhr, 21.13 Uhr. Sehe ich das richtig, dass der Marantz 7015 das Gegenstück zum Denon 4.7 ist? Wenn ja, was wäre denn der ausschlaggebende Punkt, den 7015 dem 4.7er vorzuziehen? Die Frage werden wir, glaube ich, noch die nächsten 100 Jahre haben, solange ihr das so in der Art ähnlich macht von der Produktpalette. Das ist wohl wahr. Ich meine, ich hatte ja ich hatte die Unterschiede ja deutlich gezeigt, als ich dort nochmal gesagt habe. Klar, Sound, darüber hatte ich gesprochen. Wir haben halt die komplett unterschiedliche HDRM mit Current Feedback mit drin. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen noch, dass der Marantz quasi einen 7.1-Kanal Analogeingang hat. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, dass er noch vorne analoge Eingänge oder Ähnliches hat. Das sind natürlich so Kleinigkeiten. Vielleicht interessiert auch der Designunterschied oder Ähnliches, das sind Sachen, wo man sich natürlich auch richten kann. Aber der erste Unterschied ist natürlich die klangliche Ausrichtung. Entweder so oder halt so. Genau so ist es. So, dann haben wir die Frage, wird es die Funktion zweimal auf die Info-Taste drücken, auch als Update für Vorgängermodelle geben? Nach meinem Kenntnisstand nicht, ne? Nein. Geht nicht, ne? Macht ihr nicht, geht nicht, funktioniert nicht. Das ist alles, man muss halt sagen, dass diese Sachen, die liegen nicht nur immer unbedingt alleine auf dem HDMI-Board, sondern das sind halt Sachen, die irgendwie auch sind mit Speicher verbunden, die liegen auf dem richtigen Mainboard, wo halt ja wirklich der Main-Prozessor auch mit drauf ist. Und das Gleiche gilt quasi zum Beispiel für diese Preset-Umschaltung. Das ist auch eine Speichersache. Deswegen können wir das mit kleineren Modellen ebenfalls umrüsten, aber das liegt alles auf dem Mainboard und quasi nicht auf dem HDMI-Board. Gut, jetzt kommt eine Frage. Wir haben 11 Endstufen in dem 8015. Wir haben Auro 9.1, also 5 unten, 4 oben. Somit haben wir 2 Endstufen noch frei. Die kann ich natürlich zum einen mal nutzen für eine weitere Zone. Aber hier wird gefragt, kann man damit ein sogenanntes B-Amping machen für die Front links und rechts? Ja. Ich kann das Front, links und rechts machen. Ich kann das sogar B-Amping, wenn ich nur 5 Lautsprecher anschließe. Das hatten wir mal irgendwann. Also wenn ich nur ein 5.1-System betreibe, kann ich 5.1 B-Amping machen. Also 5 Kanal B-Amping. Kannst du mal B-Amping erklären für jemanden, der das zum ersten Mal gelesen hat? Ja, also B-Amping ist im Prinzip, dass ich 2 Endstufen für einen und den gleichen Lautsprecher verwende, indem ich, wenn ich einen Lautsprecher habe, der hat meinetwegen
ja, zwei Terminals, ein Terminal oben, das befindet sich, das ist für den Hochfrequenzbereich verantwortlich, ein Terminal unten, das ist für den Mittel- und Hoch- und Mitteltonfrequenz verantwortlich und ein Terminal unten ist für den Tieffrequenzbereich verantwortlich. Dann habe ich da meistens so Brücken drin. Genau, die sind ja meistens miteinander verbunden. Das heißt, ich schiebe jetzt meine Anschlüsse, meine zwei Kabel in einen von den Pärchen rein, weil damit über die Brücke sind die oberen ja mit verbunden. Genau, und wenn ich jetzt B-Amping mache, dann nehme ich diese Brücken raus, drehe also diese Metallverschlüsse da raus, nehme die Brücken rechts und links raus, dann habe ich keine Verbindung mehr. Wenn ich jetzt ein Kabel oben anschließen würde, hätte ich nur den Hoch- und Mitteltonbereich. Wenn ich ein Kabel unten anschließen würde und oben keins, hätte ich nur den Tieftonbereich. So, und jetzt nehme ich halt und verbinde zwei Endstufen von meinem zum Beispiel 8015 und zwei Endstufenausgänge, also Lautsprecherausgänge, und verbinde den einen Lautsprecherausgang quasi mit dem Hochton-Mitteltonbereich und den anderen Lautsprecherausgang mit dem Tieftonbereich und konfiguriere das Ganze als B-Amping. Dann habe ich zwar zwei Endstufen für einen Kanal benutzt, habe aber wieder ein volles Bild. Hoch- und Mitteltonbereich. Vorteil dieser ganzen Sache ist halt, dass dadurch, dass ich halt zwei unterschiedliche Endstufen benutzt habe, dass ich diese ganzen Beeinflussungen, die ja durch die Frequenzweiche quasi zustande kommen. Das heißt, in dem Lautsprecher ist ja normalerweise eine Frequenzweiche, die ich damit ja ein Stück weit umgehe, dann entsprechend, die sind halt alle weg. So, jetzt wird der eine oder andere wissen, warum er auch hinten vier Lautsprecheranschlüsse hat. Ach so, ja, anstatt zwei. Richtig. Das weiß man nicht jeder unbedingt. Ja, es gibt ja sogar Lautsprecher, die haben also drei. Hoch, Mittel, Tief und sowas. Da gibt es alles. Weiter geht's. Hat der 8015, also das Flaggschiff von Marantz unter den AV-Receivern, hat der die Funktion Main, Hauptlautsprecher links, rechts über Vorverstärkerausgang und die restlichen internen 11 Endstufen für den Rest an Surround-Höhen. Ja. Vergleichbar wie der 6-7er. Ja. Klare Antwort. Und sogar sozusagen in dem Augenblick steht ja keine Endstufe mehr hinter den Fronts. Das bedeutet, ich habe vollen Clipping-Pegel von 4,2 Volt an dem. Ah, da hüpft dein Herz, wa? Schön, wenn eine schöne Endstufe anschließt, eine schöne Klasse oder sowas. Eine Klasse. Ja, fragen Sie bitte vorher Ihren Statiker. So, was haben wir sonst noch? Bekommt der SR8012 ein HDMI-Hardware-Upgrade auf HDMI 2.1? Nein, das ist aus technischen Gründen nicht möglich. Platine kann man leider nicht aufrüsten, umbauen und so weiter. Es geht nicht. Denn ein AVR 4.7 registrieren würde, wie lange Garantie würde ich bekommen? Ich würde sagen, weiterhin 24 Monate. Auch wenn die deshalb registrieren, macht jetzt in dem Fall keinen Sinn. Wobei, da bin ich ganz ehrlich, also ihr lieben Sound United-Leute, ihr hört ja alle mal zu, also ich bin der Meinung, da solltet ihr ernsthaft nochmal drüber nachdenken. Ich finde das eigentlich sehr bedauerlich, weil der 4.7er ist schon ein mächtiges Schiff und irgendwie für mich nicht so richtig nachvollziehbar. Und wenn ich aus der Erfahrung her sagen muss, was die Anfälligkeit angeht, ist das eigentlich kein großes Risiko für euch. Aber gut, ich würde es gerne als Fachhändler, würde ich gerne den 4.7er auch dabei haben. Wobei, wir haben eine Wertgarantie, da könnt ihr uns drauf ansprechen. Das ist eine sehr heiße Nummer mit der Wertgarantie. Da werden wir in den nächsten Wochen und Tagen noch viel mehr machen. Wir lernen gerade unsere Texte. Nee, aber das ist eine echt coole Nummer, weil die machen noch viel mehr, ist da noch drin, als das, was eine normale Garantie macht. Da kannst du auch zur Not die Cola reinschütten und das Ding ist trotzdem versichert, was man natürlich nicht machen sollte. Nein. Ne? Dafür ist er ja nicht vorbereitet. Aber das ist eine coole Nummer, Wertgarantie. So, 77.6, kommt da einer, lässt man sie weg aufgrund der Preamp-Funktion vom 8015? Tja. Wir haben ja noch nicht gefragt, wie lange wird denn so eine 8015 überhaupt auf demnächst produziert werden. Das ist ja so eine dieser Momente, da bin ich ja jetzt immer noch fasziniert, vom letzten Denon-Video, also wo du ja sagtest, naja, die nächsten 3 Jahre haben wir jetzt mal Ruhe an der Front. Ja, Moment, man muss ja auch sagen, dass eine 8012, wie lange lief der? 3 Jahre. Der war schon lange am Markt. 3 Jahre, 3 volle Jahre. Und ein 8015 haben wir vor, 3 volle Jahre auch laufen zu lassen. Heißt, man muss auch dazu sagen, die Geräte neigen sich echt dem Ende zu. Also wir haben jetzt heute Mittag nochmal ein Okay gekriegt, dass wir die letzten in Europa 7013er bekommen werden. Alles in Silber, weil Schwarz ist schon ausverkauft. Bei uns gibt es nur noch, glaube ich, noch nicht mal eine Handvoll.
Und dann ist Schluss. Natürlich mag es im Land noch geben, irgendwo bei Kollegen. Aber insgesamt gibt es keinen Nachschub mehr. Also wer jetzt noch günstig einen 70-13, 4-5er schießen will, der muss sich sputen. Auch 6-5er sind nicht mehr bei euch zu bekommen. Das ist im Gegensatz zu den letzten Jahren, geht das hier relativ nahtlos fast über bei euch diesmal. Eure Leger sind leer und ihr kommt mit den neuen Geräten. Also sind die Geräte, die noch da sind, nur noch im Handel, unter anderem bei uns. Und wie gesagt, die letzten 70-13 haben wir heute Mittag klar gemacht, dass wir die bekommen, weil das war neben dem 4-5er unser am meisten verkaufteste Gerät und hat vielen, vielen Leuten weiterhin, hoffe ich auch weiterhin, viel Freude bereitet und hat bereits schon viel Freude bereitet. Einfach ein tolles Gerät. Okay. Was kostet der SR8015? 2,999. 3.000, ja. Mit der neuen Mehrwertsteuer? Ja, mit der neuen Mehrwertsteuer. Dann wird der ja teurer im Januar. Das ist, ja. Es gibt also, ja einen ganz komischen Preis, 3.000 und ein paar gequetschte hinterm Komma. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, also ist bei uns schon auf der Seite alles drauf, alles dran und die Zeiten haben wir ja gesagt, wird in den nächsten 2 Monaten alles der Reihe nach geliefert. So, wäre es nicht möglich, den Bildschirm schon auch Altmodellen zur Verfügung zu stellen, da mein OLED noch ein 6013 hat? Leider nicht. Nee, das ist so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht möglich wäre oder ob wir es einfach nicht machen, aber wir machen es halt einfach nicht. Das ist erstmal der Punkt. Also ich will jetzt nicht von nicht möglich sagen, aber wir machen es. Okay, dann nehme ich das wieder zurück. Ich dachte, das wäre auch wieder so eine Sache von euren Videoboards und was nicht allem. Nee, das ist eine Sache, die lässt sich, die ist eigentlich nur auf dem Videoboard, aber das ist eine Funktion, die wir so eigentlich auch nie geplant haben. Also wie gesagt, ich könnte mich jetzt irren, es könnte auch sein, dass es nicht möglich ist. Das habe ich jetzt so nicht gefragt, aber das weiß ich an der Stelle nicht und dann antworte ich lieber, ich weiß es nicht. Gut, Heos ist für den Herrn raus, weil er seinen Apple Mac dort nicht betreiben kann, also Music nicht betreiben kann, was sehr bedauerlich ist, dass du deshalb Heos keine Chance gibst, weil das Heos-System ist sonst nämlich mächtig geil und auch an der Stelle muss ich deutlich den Marktanbieter, den anderen Mitbewerbern deutlich überlegen, gerade auch was die unterstützten Formate angeht und was die Ausstattung der einzelnen Komponenten angeht. An der Stelle muss ich sagen, dass es quasi dass es so nur einen einzigen Anbieter, wenn ich mich nicht irre, gibt, der das integriert hat. Das müsste Sonos sein, ne? Ist in der Tat korrekt und es wird keinen anderen geben, weil das von Apple nicht mehr, quasi, was heißt nicht mehr, das stand für andere nie zur Verfügung, das stand exklusiv für Sonos zur Verfügung. Ja, aber dafür fallen mir viele, viele Gründe ein, warum das Heos-System dem Sonos-System technisch überlegen ist, von Anschlüssen, von den ganzen Ausstattungsmerkmalen etc. Wir haben sie ja da. Ganz spannend fand ich jetzt natürlich auch die Hi-Res-Geschichte, aber es ist egal, das kann man irgendwann anders mal machen, was als Hi-Res bezeichnet wird, weil da wird ja 24-Bit bezeichnet, aber maximal 48 Kilohertz. Also Ich finde ganz spannend, dass ihr leider nicht liefern könnt, was die 150er angeht, weil die Dinger weltweit so ausverkauft sind. Das ist echt bedauerlich. Also es ist kein böser Wille von uns, dass wir einigen von euch noch nicht die Dinger nachgerüstet und nachgeliefert haben, weil die sind einfach komplett blank. Jetzt kommt Corona, jetzt sind die Schiffe voll. Also das sind echt eine Menge Verzögerungen. Ich weiß, dass ihr da im Hintergrund ganz schön am Arbeiten seid, aber das ist echt, das ist die Absicht. Das liegt nicht an uns, dass wir zu wenig geordert haben. Es gibt einfach nichts in Europa zurzeit an Neuware. Heftige Nummer im Hintergrund, die da gerade läuft. Aber wirklich auch, die Dinger sind eingeschlagen, mehr als wie eine Bombe, also die neuen Designs. So, ich denke, ich kann auch hier für Marans fragen. In der Einleitung liest man was von Full BM bei 5.1. Ist damit nur BM auf allen Kanälen möglich oder wie gewohnt nur BM auf den Links-Rechts? Haben wir beantwortet, ne? Würde ich sagen. Beides, ne? Also sowohl als auf als den Front-Kanälen als auch auf 5-Kanal. Was ich nicht machen kann, also wie gesagt, der 8015, 8012, das ist sozusagen eine Beschränkung, die wir natürlich haben aufgrund dieser Umschaltchips, die da verbaut sind, hat keine komplette freie Endstufenzuweisung. Das hat er nicht, aber er hat sehr, sehr viele mögliche Konfigurationen, die man damit realisieren kann. Weil die richtige Endstufenzuweisung sozusagen, die hat nur der AVCX 8500H weiterhin. Das heißt, wer irgendwelche sensationellen Konfigurationen fahren muss oder fahren darf, wie zum Beispiel alle 13 Endstufen auf Center, der muss weiterhin einen 8500er. Also es gibt noch eine Menge Gründe, warum 8.5er im Markt ist und auch eine 8805 im Markt ist. Ja, gerade auch noch mit der Option, dass die nachgerüstet werden. Das Gleiche. Ja, der kann auch nochmal, es gibt da jede Menge Gründe noch für. Ja. So, dann gibt es hier die Frage, warum man aus dem 8015er nicht noch eine Vorstufe machen kann, am Motto, der kostet dann vielleicht ein paar Mark 50 weniger.
Nee, er macht leider 50 Dinge, die würde 500 Euro mehr kosten, weil man vielleicht die Endstufe rausschmeißt, aber man muss ja dann die symmetrische Signalverarbeitung, dann soll sie noch besser sein, dann müsste man sich da was ein... Also mit dem weniger Kosten... Ist nicht so einfach mit dem Weglassen, ne? Ist leider nicht, nee. Okay. So, dann fanden anscheinend alle deine Erklärung gut, was das Thema Beamping angeht. Direct. Ich weiß nicht, was heute Abend los ist, ob wir hier, warum wir so viele Direct-Fans hier haben. Also, ich sag's mal flapsig, die kochen auch nur mit Wasser. Und das mag vielleicht im Detail den anderen Unterschied geben, aber dass die jetzt hier irgendwie meilenweit voraus sind gegenüber Odyssey, kann ich nicht unbedingt nachvollziehen. Ja. Aus der Praxis heraus. Aber das liegt an dir, weil du hast da mal was angedeutet, dass ihr schon mal norwegisch essen wart oder schwedisch oder was auch immer, ne? Ich weiß, ich sag's nie wieder. Nee, mach's nie wieder. Komm erst mit einem fertigen Produkt. Und poste keine Bilder von, wo sind die, in Schweden oder Norwegen? Poste keine Bilder von Norwegen oder Schweden. Ja, da komme ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht so schnell. Absehbare Zeit bist du da nicht, ne? Nee. Ich glaube, ich bekomme den Dan A5 nicht in meinen Schrank untergebracht. Das ist schade. Dann müssten wir mal überlegen, wie wir den Schrank vergrößern. Ist der Marantz 8012 von den Maßen her kleiner? Nein. Nee, die sind ziemlich ähnlich, ne? Ich glaube sogar von der Tiefe her. Könnte ja noch mal einen Zentimeter, zwei mehr haben, wa? Ja. Aber es Weil er so ein bisschen abgerundet vorne ist, ne? Genau, deswegen, wegen der abgerundeten Form von der Tiefe her, nämlich von der Reihen, ist, glaube ich, der Denon deswegen... Genau, wir haben die Maße, alles das haben wir bei uns auf der Seite schon veröffentlicht. So, ich habe noch eine Frage. Die Vorstufe des 8015 wird so hoch gelobt. Warum gibt es keine Vorstufe und so weiter? Das haben wir aber schon gerade beantwortet. Wann wird die AV-Serie vorgestellt? Die AV-Serie? Haben wir doch gerade drüber gesprochen. Also den 7706 wahrscheinlich. Ja, aber gibt es einen 7706 demnächst? Ja, demnächst. Müssen wir mal gucken. Aber erst, wenn du aus dem Urlaub zurück bist. Ja, definitiv. Also wie gesagt, die Geräte, die ich jetzt nicht vorgestellt habe, die kommen auch später und... Was ist denn später? Später in diesem Jahr oder später im nächsten Jahr? In diesem Jahr, ja. Mal abgesehen jetzt vom... Ich glaube, da war auch die Frage, wann eine AV8805A kommt. Da war mal was von Oktober, meinten manche. Kommt das hin? Nee, also AV88... Womit? Für die 8805? Nein. Nein, ne? War doch alles nächstes Jahr erst, wenn sie kommt. Das genau. Heißt, dann würde ab Werk die rauskommen mit dem Board direkt drauf. Und die Leute, die das Board separat wollen, kriegen das natürlich auch. Aber es kann sein, natürlich ein paar Tage vorher, das fertige Gerät schon am Markt ist mit dem neuen Board. Und dann nennt die sich mit A am Ende. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie wollt ihr die nennen? Wie das immer ist, ja. Ja, kennen wir doch schon. Aber da reden wir über 2021 und deine 7706, die muss ich jetzt dranbleiben. Das meinst du, wird dieses Jahr noch was, könnte noch was geben dieses Jahr? Ja, könnte wahrscheinlich noch was geben dieses Jahr, ja. Das ist aber noch das einzige AV-Ding dann, ne? Was da neu käme, ne? Ja, das ist das einzige AV-Ding, richtig. Gut, sind wir auch durch. Frage an Roland. Würdest du um High-End für moderne Rock- und Metal- oder Metal-Musik, Metal, wie heißt das nochmal? Metal-Musik? Um Gottes Willen, jetzt habe ich mich wieder voll aufs Eis. Hast du Zuschauer? Wer, ich? Ja, du bei dir, in deiner Telefonzelle? In meiner, nö, wieso? Ich dachte gerade, weil du gucktest gerade, ich dachte, wäre dein Souffleur da im Hintergrund. Ja. Nein, also pass auf, wann, warte mal, mit Metal, also schnell und aggressiv, einen 8015 vorziehen, dem 6-7er? Wegen schnell und punchy und... Das Problem ist, ich habe den 8015 noch nicht gehört. Ja, also müssen wir noch ein bisschen warten. Wobei, wer hat von den beiden nochmal das Wort punchy verwendet? War das nicht der Onkel von Denon? Ja, das ist der Onkel von Denon. Also wenn ich hier das höre und ich würde ein 8012 gegen 6500er hören, würde ich wahrscheinlich sogar eher zu Denon tendieren aktuell. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Badewanne gegen Roloff, das habe ich jetzt nicht verstanden. Beamping nicht nix, jetzt geht das wieder los. Okay, mit Odyssey wahrscheinlich, oder? Ah, okay, alles klar. Badewanne gegen Dingsbums, oh gut, okay. Danke konnte auch folgen, aber leider habe ich, das ist auch so, dann hat er sich die zwei Deckenlautsprecher, wenn ich mir den Hintern beiße, wenn ich die jetzt nicht mehr verwenden kann. Ja, dann mach weiter. So, nein, kann man nicht zusammenschließen auf einen Voice of God. Ja, doch, kann man schon. Aber da muss man natürlich aufpassen, welche Lautsprecher und wie das von den Dingsbums ist, ne? Er will zwei Lautsprecher, die er in der Mitte hat, vielleicht zu einem Voice of God machen. Das könnte man theoretisch auch machen, ne? Kannst du nicht über... Ganz ehrlich, das ist etwas, wo ich ja die ganze Zeit natürlich versuche, irgendwie auch dran zu bleiben, weil es macht eigentlich ziemlich viel Sinn, aber es geht aktuell halt nicht. Das ist es.
Ja, wieso? Er könnte ja an zwei Lautsprecher, an einen Ausgang da für den Voice of God setzt er zwei Lautsprecher dran. Müssen wir nicht ein bisschen aufpassen, ne? Dass das von der Leistung her alles passt. Ja, das klar, denn das kann er natürlich machen, ja, das funktioniert. Das ist richtig, das ist durchaus möglich, nur... Kann er nicht auch über ein Pre-Out irgendwie rausgehen, einen einzelnen, an einem einzelnen Endstufe dran gehen, wo die zwei dran wären und das wäre der Pre-Out Voice of God? Boah, nächstes Mal. Ja. Ja, das müsste sogar funktionieren. Das könnte auch gehen, ne? Das werden wir dann bei uns mal in unserem Premium-Service-Portal nochmal im Detail durchgehen. Zusammen mit diesem Speaker-Preset. Ja. So, jetzt kommt eine Frage, ich glaube, die habe ich heute Abend schon 100-mal gesehen, aber ich meine, da musst du jetzt nochmal für Aufklärung sorgen, weil da ist nach meinem Kenntnisstand nichts mit Dolby. Wann wird Sound United die Dolby-Lizenzierungsbeschränkung mit DTS, Virtual X und die Verwendung von Dolby-Audiosignalen aufheben? Dolby-Cross-Mixing-Beschränkungen wurden 2019 von Dolby aufgehoben. Stimmt. Also wir halten fest, der Kunde hat eine DTS-X-Scheibe. Richtig? Eine Scheibe mit DTS-X-Ton, nehmen wir mal den Jurassic World. Und wundert sich, dass er dort die anderen Tonformate nicht auswählen kann. Also den Abmixer von Auro und er kann nicht Dolby Surround machen. Er muss in den Zuspieler rein und muss von Bitstream auf PCM umschalten. So, das hat aber doch nach meinem Kenntnisstand mit Dolby nichts zu tun. Und das war doch diese technische Thematik, was bei DTS irgendwie vorhanden ist. Das, ne? Ja, genau. Also ganz, ganz kurz, vielleicht um das nochmal auseinander zu klammern. Ja, weil das ist jetzt echt, ich glaube, 100-mal heute Abend gefragt worden, die Frage. Ja, ist okay, alles klar. Also Nummer eins sind im Prinzip dieses sogenannte Upmixing-Verbot, was nicht mehr existiert von Dolby. Das ist klar. Das bedeutet, dass ich Dolby-Inhalte, hat Dolby mal eine kurze Zeit quasi vorgehabt, dass man die nicht mehr mit anderen Abmixern als dem Dolby-Abmixer, der da Dolby Surround heißt, quasi nachbehandeln darf. Das heißt, man konnte dann DTS-Signale mit dem Dolby-Abmixer, Dolby Surround, Dolby-Signale, Dolby Digital Plus, konnte man nicht mit einem DTS-Abmixer wie DTS Neural X oder mit der Auromatik entsprechend abmixen. Das wiederum haben sie komplett fallen gelassen und spätestens mit dem Oktober-Update für die Modelle 3006, ach Quatsch, ich bin bei Marantz, 6014, 5014, NR1710, NR1510, das sind die letzten Modelle, die quasi das aktuell haben, diese Beschränkung, ist das dann Geschichte. Danach können die das wiederum abmixen. Das wiederum bezieht sich darauf, dass man Dolby-Material, Ursprungs-Dolby-Material, wie gesagt, nicht abmixen durfte. Aber das, wie gesagt, ist dann auch Geschichte. Damit kann man Ursprungs-Dolby-Material weiterhin abmixen. Ausnahmen gibt es immer. Ausnahmen gibt es sowohl bei Dolby als auch bei DTS. Fangen wir mal bei der Ausnahme von Dolby an. Es gibt Dolby-Signale, die in einem anderen Format sind als zum Beispiel Dolby True HD oder Dolby Digital Plus. Das heißt, normalerweise, wenn man von der Scheibe her, von der Disc bekommt, ein Dolby Atmos Signal, liegt das in Dolby Digital Plus oder in Dolby True HD vor. Das ist schön, da kann ich zum AV-Receiver rübergehen und der AV-Receiver bietet mir eine ganze Reihe von Abmixern. Der bietet mir den Auro-Abmixer an, wenn es ein Gerät mit Auro ist, der bietet mir den DTS Neural X-Abmixer an und so weiter und so fort. Alles das ist kein Problem. Das heißt, ich schmeiße einfach meine Atmos-Informationen weg und wende einen anderen Abmixer an als quasi, ja, als eine native Atmos-Tonspur. Das kann ich damit machen. Aber wenn ich zum Beispiel mein Apple TV anschließe oder meine Xbox One X oder meine Xbox One S, dann geben die sogenannten Dolby-Signale, die auch nur in Dolby Digital Plus oder ähnlichem empfangen, auch von Netflix oder so, nicht als Dolby Digital Plus plus Atmos raus, sondern als sogenanntes Dolby MAT. Metadata, was ist der Geier, was Audio Transport oder sowas. Metadata Enhanced Audio Transport, so heißt es. Genau. Und das ist quasi schon vorverdautes Atmos, wenn man so will. Das heißt, das sind Objekte plus bestimmte Kanalanzahl. Eigentlich nicht mehr richtig in Atmos, sondern in PCM schon. Das heißt unkomprimiert. Und das wird aber unter dem Namen Atmos MAT rübergeschickt an den Verstärker und der Verstärker
dekodiert das Ganze, ist aber dann nicht mehr in der Lage, darauf einen Abmixer anzuwenden. Das hat jetzt nichts mit irgendeiner Beschränkung zu tun. Das hat einfach was mit dazu in der Lage sein, rein technisch dazu in der Lage sein, darauf einen Abmix anzuwenden. So jetzt. Ja? Da muss ich dann konkret auch bei meinem Apple TV die Atmos-Wiedergabe deaktivieren in einem Setting, damit ich diese Atmos-Spur dann doch noch mit einer Auromatik oder DTS:X tralala entsprechend nutzen kann. Correct. Das ist das eine. Und das andere haben wir auch schon mal gezeigt. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, was wir mal gemacht haben mit den Too Fast, Too Furious, wo die da mit dem übers Eis gefahren sind und die Raketen fliegen und man hat nichts oben gehört, haben wir auch gehört, naja, dann würden wir uns doch mal gerne anhören, wie das mit Auro geht. Und siehe da, in der Auswahl war eben nur noch dieses DTS:X-System da drin. Also das war das erste Mal, wo wir öffentlich sehr ausführlich darüber gesprochen haben, ist schon ein paar Jährchen her, dass wir also dann von Bitstream auf PCM umschalten müssen, weil dann ist wieder die volle Auswahl da. Genau, bei, so. DTS ist es so, den Fall hatte ich jetzt noch gar nicht besprochen. Bei DTS ja, ist es so, genau, dass sich dann DTS:X, wenn ein DTS:X-Signal anliegt, so sagt oder schreibt DTS vor, dann muss ich auch den DTS:X-Decoder verwenden. Das ist anders als bei Dolby sozusagen. Die sagen jetzt nicht, wenn ich Dolby Atmos sage. Ja, die sind auch böse. Sondern dann schreiben die vor, ich muss DTS:X erst anwenden. Das heißt, ich dekodiere DTS:X. Jetzt muss man auch sagen, DTS:X ist auch mit das größte Codec, was aktuell da drin enthalten ist. Das heißt, nimmt schon einiges an Rechenpower in Anspruch. Wenn ich das jetzt dekodiert habe, habe ich schon alle Kanäle da und danach kann ich theoretisch machen, was ich möchte damit. Danach verbietet mir DTS nichts mehr irgendwie, dass ich jetzt nichts mehr darauf anwenden kann. Aber die Rechenpower in meinem AV-Receiver verbietet mir das dann aktuell, dass ich darauf noch was anwenden kann. Nämlich irgendwie ein anderes Post-Processing machen kann, wenn ich zeitgleich noch Odyssey und weiß der Geier was machen muss. Das heißt, da müsste man allein nur für diesen Fall, müsste man nochmal zusätzlich irgendeinen DSP hintersetzen. Und diesen DSP, der müsste dann erstmal diesen ganzen Mix, den er erstellt hat, ja wieder runtermischen auf 7 Kanäle, damit ich das einem anderen Abmixer anbieten kann überhaupt. Das heißt, alles, was ich davor hochgemacht habe, muss dann wieder runtergemacht werden und dann kann ich es erst einem anderen anbieten. Lohnt den Aufwand nicht. Lohnt den Aufwand nicht, korrekt. Okay, aber ich hoffe mal, das haben wir jetzt nochmal geklärt. Also nochmal, Dolby hat keine Restriktionen mehr aktuell aktiv. Ein paar Geräte, die noch im Markt sind von Denon, werden jetzt über Software-Updates entsprechend freigeschaltet. War richtig, also war jetzt hier zum Beispiel 3.6er. Und ansonsten war das kein Problem. Die Kollegen da mit dem Y, die haben da ein größeres Problem, weil die wollen es wohl gar nicht machen für ihre älteren Modelle. Gut, das ist natürlich echt Pech dann. Also das wird dann eben nicht mehr passieren. So, was haben wir noch hier? Jubiläums-Flaggschiff. Du hast mal was erwähnt. Denon wird 110 Jahre alt. Gibt es von deiner Seite aus eine Information? Darfst du irgendwas mehr erzählen? Möchtest du was trinken? Soll ich dir eben schnell was vorbeischicken oder ähnliches? damit du uns so ganz nebenbei erwähnst, wann wir damit weiteren Informationen rechnen können, die konkrete Frage ist, wird er denn mehr als, was bringst du denn da, Bionade? Mhm. Oh, hast du noch welche von uns? Nee. Also, du bist bei uns am Geschmack gekommen, ne? So war es doch. So war es, genau so war es. Ja. Nein, also hier 13 Endstufen, wird sie mehr haben als 13 Endstufen? Klimper mal mit deinen Augen, wenn ja, nein, doch oder wie auch immer. Nicht mehr als 13 Endstufen. Also man muss okay. Das alles immer im Rahmen halten, um Gottes Willen. Es wird ein schönes Flaggschiff werden, das wird aber insbesondere klanglich halt optimiert sein und weniger funktionsseitig. Also. Und du wirst darüber mit uns in diesem Jahr nach deinem Urlaub noch reden wollen? Ja, das würde ich gerne tun, September. Schön. IFA ist ja nicht, also machen wir sowas. Alles klar. Wobei IFA ist schon, aber ganz komisch irgendwie. Hat noch keiner verstanden, wie es ist. Ich habe es noch nicht verstanden, wie es sein wird. Wir sind nicht. Ja, das ist schwierig, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt wird eine allgemeine Frage. Das ist jetzt natürlich, jetzt wird es wieder ganz spannend. Kann ich meine Endstufen entlasten, wenn ich die Übergangsfrequenz von 80 auf 150 Hertz erhöhe? Damit übernimmt der Subwoofer die tiefen Frequenzen und die Lautsprecher spielen klarer. Kann ja, man so machen. Hängt natürlich immer von der ganzen Konfiguration ab, aber grundsätzlich ist sowas möglich und kann sowas auch wirklich Sinn ergeben. Sollte ja, man also es kann Sinn ergeben, aber man muss halt immer gucken, ob es dann das Klangbild nicht zerreißt oder ob es ja. Dann das, was davon quasi wiedergegeben wird, ob dann nicht da irgendwo doch was fehlt. Gut. 8012er wird es was bringen, wenn die Frontlautsprecher mit einer externen Endstufe betrieben werden. Das kann beim 8012er 1815 was bringen. Auch das ja. Sind Sachen, die hängen von der ganzen Kombination, von der Kette, von vielen weiteren Sachen ab.
So sieht's aus. Das kann man nicht pauschal immer mit Ja beantworten. 5-1 Setup zum SR7015 greifen oder reicht der SR1615? Sind die Klangunterschiede so groß? Naja, du hast, glaube ich, sehr ausführlich erklärt, dass wir hier über zwei vollkommen verschiedene signalverarbeitenden Prozesse, Geräte etc. Das ist ja nicht so, dass der 6015 da nur weniger Endstufen hat. Nee, der 6015 hat die gleiche Anzahl von Endstufen wie der 7015er. Und die gleiche Anzahl der Signale. Ich habe 50-15er, Entschuldigung, habe ich verwechselt, 50-15er. Trotzdem ist der 70-15er an einigen Punkten nochmal deutlich überarbeitet und mit mehr Möglichkeiten. Genau, ja klar, der hat Auro zum Beispiel mit drin, der hat die neue DSP-Signalverarbeitung, der hat für mich das essentielle zweizeilige Display, jetzt mal so ganz praktische Sachen sozusagen gesagt, die schönere Front, da gibt es noch ein paar andere Dinge, die dann, der größere Trafo, der ist natürlich für mich mit entscheidend. So, dann haben wir, moin, was kostet ein Aura-Update für den 7015? Ja. Das hab ich aber hier eine Zeitschleife oder wie? Also ich kann dich beruhigen, nein, du musst keine 149 Euro mehr an uns, beziehungsweise an uns war es ja sowieso nicht, sondern an ihn hier überweisen, du kriegst das freie Haus geliefert. Und das schon also etwas länger. Nein, das ist schon seit langem nicht mehr so. Also das ist alles integriert. Also wir haben Auro integriert schon seit dem, die letzten Modelle, die das nicht mehr integriert hatten, das habe ich jetzt vor kurzem, war irgendwie 7011. War 7011, ne? 7011 musste man noch upgraden. Ja, das funktioniert auch immer noch, das Upgrade für 149 Euro. Genau, das gibt es. Gibt es immer noch keine Aktionspreise oder End-of-Life-Preise? 7012 war bereits integriert. Ja, war schon drin. Nee, also ist alles inklusive. Ist nichts mehr hier mit irgendwie extra zu bezahlen. Das Einzige, wo du 20 Euro oder wahrscheinlich mit der Mehrwertsteuersenkung jetzt sogar noch weniger, also knapp 20 Euro bezahlen musst, wäre für Odyssey Pro, für die Einmessung mit der professionelleren Variante. Für die Odyssey-App, ja. Die lohnt genau. So, jetzt hat sich aber hier mein Freund Datenschutz, der ist heute auch sehr rege, doch ein bisschen ins Abseits geschossen. Odyssey ist auch besser als Trinov und der Optimizer, die kochen alle nur mit Wasser. Mein Lieber, ich lade dich gerne ein, auch während der Corona-Zeit, bring eine Datenschutzmaske mit und dann können wir uns da gerne nochmal ausführlich drüber unterhalten. Und dann das Beste ist, ich quatsch gar nicht so viel wie heute Abend, sondern ich zeig's einfach nur oder ich demonstriere. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Internetradio kostet bei Dan Marantz jetzt Geld. Jetzt, oh, das ist auch gut. Duke Thunder, pass auf. Roland, ich weiß, du hast es schon 100 Mal erzählt und es steht auch auf eurer Homepage schon überall drauf, aber. Ja, nicht nur das, ich habe heute nochmal geschrieben in unserem Artikel. Ja, was mich jetzt echt nervt, ist, also bei allem Respekt jetzt wirklich hier heute Abend, also hier so Dinger machen mit Finger runter und das informiert euch mal ein bisschen besser, weil es ist echt von euch sehr häufig schon gesagt worden. Ich finde es dann schon manchmal ein bisschen. Naja, schlecht recherchiert, um es mal nett auszudrücken, wenn man dann so als Hersteller so direkt über ihn herzieht, weil es ist Fakt, das ist nichts mit Dennen und mit Maran zu tun, aber du darfst es ja zum 29. Mal unter anderem auch auf dieser Plattform nochmal kurz erläutern, warum Internetradio bei einigen Modellen plötzlich 3,50 Euro oder 5 Euro im Jahr kostet. Ich weiß es nicht ganz genau, aber was ist der Hintergrund? Ja, genau. Das ist bei Modellen ohne HEOS-Built-In der Fall. Ja, das sind schon mal ältere Modelle, aber. Das ist bei denen der Fall und da war es natürlich nicht von Anfang an der Fall, sondern das ist der Fall, weil ein Anbieter mit dem Namen VTuner, dieser Anbieter hat quasi sein Geschäftsmodell geändert, der war nicht werbebasiert, das heißt, dieser Anbieter hat sich irgendwie gedacht, er hat zu wenig Geld verdient und muss jetzt irgendwie nutzen, um halt weiterhin seine Stationsliste, das ist das Einzige, was er gemacht hat, das heißt, er hat quasi eine Liste gemacht, wo halt meinetwegen WDR2 und dahinter die URL steht, also dieser Link, womit WDR2 zu erreichen ist, quasi damit diese Geld kostet, die jetzt angezeigt wird von diesen älteren Modellen. Und das, da hat er eine Seite quasi eingerichtet und da kann man dann $3 überweisen und dann hat man wieder die Funktionalität auf seinem Gerät für ein Jahr. Dass man also wirklich Internetradiostationen suchen kann, diese dann entsprechend abspielen kann. Weil im Prinzip, wie gesagt, hinter jeder Internetradiostation ist ein Link hinterlegt. Der macht also nichts weiter, als so eine Listen dann entsprechend zur Verfügung stellen. Weil Internetradio funktioniert bei diesen Modellen natürlich auch weiterhin. Also muss man einfach so sehen. Das heißt, wenn jemand vorher noch irgendwelche Favoriten oder sowas hatte oder abgespeichert hat, dann geht das ja auch jetzt noch. Das heißt, da muss man auch kein Geld für bezahlen. Alles, was als Favorit abgespeichert ist, ist im Gerät abgespeichert. Da ist die URL abgespeichert. Da drückt man auf die Favoritentaste und schon
kann man Internetradio hören, egal ob man bezahlt hat oder nicht, das ist vollkommen wurscht. So, das ist das eine. Der hat sein Geschäftsmodell geändert und jetzt wird halt für diese Fälle, werden halt $3 fällig. Falls jemand hören... Im Jahr. Im Jahr. Falls jemand hören möchte, wie man das umschiffen kann, wie man quasi auch bei diesen Modellen Internetradio in irgendeiner Art und Weise hören kann, ohne quasi über die Internetradio-Funktion zu gehen, der kann sich gerne mal auf unserer Webseite erkundigen. Da haben wir einen Artikel dazu zusammengestellt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann oder kann auch unseren Support kontaktieren. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist halt, diese Plattform war so, ich sag mal, ist eine etwas ältere Plattform. Du hattest es erwähnt, das sind ältere Modelle. Das heißt, wir können diese Plattform nicht einfach umstellen auf einen anderen Anbieter dieser Links und dieser Seiten. Das ist bei HEOS oder so. Sollte bei HEOS, und da verwenden wir einen anderen Anbieter, nämlich TuneIn, der ist werbefinanziert. Dadurch ist es dann schon mal ein bisschen unwahrscheinlicher, dass der genau den gleichen Weg geht wie Tuner. Also nahezu unmöglich. Und da kostet Internetradio natürlich nichts. Das heißt, man hat dort immer noch eine Senderliste, man kann dort die Sender auch aus aller Welt auswählen, kann dort neue Sender sogar hinzufügen, wenn man die URL hat und so weiter und kann dann diese Sender hören. Das kostet nichts extra. Das ist alles mit inkludiert. Und gesetzt den Fall, jetzt gibt es ja immer noch Kandidaten, die dann sagen, ja, aber der kann doch auch irgendwann, weiß ich was, machen. Ja, sicherlich kann der, aber HEOS ist eine Plattform, die wir auch weiterentwickeln können. Das ist ein deutlich stärkerer Chip, das ist im Prinzip eine deutlich flexiblere Plattform, die da drin ist. Die kann man dann im Ernstfall, falls das der Fall ist, man kann dann halt auf eine andere Stationsspeicher-Service oder sowas umstellen oder das Gesamte halt per Update kann man das dann entsprechend ändern. Das konnte man halt bei den alten Modellen nicht. Das sollte hier ein für alle Mal klargestellt werden. Das heißt, man hat überhaupt keine Problematiken, wenn man aktuell einen AV-Receiver von Denon oder von Marantz kauft, wo HEOS Built-In ist. Und das gilt auch für Stereo-Produkte und für alle Produkte, wo HEOS Built-In draufsteht. Ich danke dir für die klärenden Worte. Mein lieber Duk Sander, ich hoffe, gleich unten im Kommentar sehe ich ein Herzchen. So, dann haben wir das geklärt. Ich habe mal gerechnet, das sind keine 40 Cent im Monat für Radiohören aus der ganzen Welt. Cool, dann freuen wir uns mal auf die 7706. Danke, schönen Abend. Danke auch, gleich zurück. Dann haben wir den nächsten. Wird es für den 7010er ein Nachfolger mit HDMI 2.1 geben und wenn ja, in welchem Jahr? Jetzt, also 7010 ist 7015. Haben wir ganz am Rande erwähnt, ne? Wie? Den gibt es doch. Nee, 17, habe ich 70 gesagt? 17, Entschuldigung, NR17. Ah Gott, jetzt war ich auch ein bisschen durcheinander. 21:48 Uhr, das war es mal wieder. NR17.10. Das sind ja, die kleinen Dinger. Ich denke mal, den werden wir fast zusammen mit dem AV abhandeln können. Wie so, meinen? Wenn der AV kommt, dann werden wir den so am Rande mit abhandeln können. Welcher AV kommt? Jetzt bin ich wieder auf dem Schlauch. AV 7706. Ach so, ja, jetzt haben wir das. Wenn deine neue Vorstufe kommt, die, ich sag mal, sogenannte Einstiegsvorstufe. Genau. Okay, alles klar. Also ist im Busch für dieses Jahr noch. Ja. So, gibt es bei dem 8012er noch irgendwelche Updates? Kommt noch was rein, was noch in irgendeiner Weise erkennbar anders ist, außer sogenannte Bugfixes? Ja, was heißt Bugfixes? Also wie gesagt, HEOS, die Plattform, die ist ja... die wird ja weiterentwickelt, das ist klar. Also netzwerkseitig kommt immer was rein, was Formate angehen. Kommt sicherlich relativ wenig ein, weil die Chips halt, wie wir ja gesehen haben, deswegen haben wir jetzt neue Chips, natürlich relativ am Ende sind. Das bedeutet, hier können nicht mehr neue Tonformate oder Ähnliches dazukommen. Das heißt, wir werden hier keine Funktionsupdates mehr großartig sehen. Wir werden hier sicherlich jede Menge, ich sag mal, vielleicht Versionsupdates von irgendwelchen, ich sag mal, ja, Formaten vielleicht noch sehen, sofern die umgewandelt werden müssen, aber sonst sind es halt meistens Bugfixes. Das stimmt. Okay. Ich bin erstaunt, da ist schon der zweite, der meinte, man auch müsste man vielleicht noch kaufen. Vielleicht sollten wir mal so einen Button machen, so ein Siegel. Nicht mehr 149 € oder es ist kostenlos dabei oder irgend sowas. Ja. Da scheint ein bisschen was an der Botschaft vorbeigegangen zu sein. Also Fakt ist, es ist alles inklusive und das schon ein paar Tage länger. Genauso wie Auro und Internetradio ist inklusive. Vielleicht sollten wir diesen Button uns ein bisschen erweitern. Wir kreieren heute Nacht noch einen. So, Multichannel mit HEOS, ist das irgendwann mal möglich? Das heißt, du gehst über die HEOS-App und drückst dann das Soundformat Multichannel. Geht das?
Also über die HEOS-App und das Soundformat Multichannel kann ich ja jetzt anwählen, aber von HEOS kommt alles in Stereo aktuell rein. Dann meint er wahrscheinlich, ob das im Surround-Format irgendwas gehen könnte mit Atmos oder sowas vielleicht. Grundsätzlich weiß ich, was er meint. Aktuell ist diese Erweiterung, also wir gucken, inwiefern wir da vielleicht was Sinnvolles erweitern können, sagen wir es mal so, aber mit aktuell würde ich erstmal sagen, nein. Bezieht er sich auf Tidal und Dolby Atmos Wiedergabe und solche Sachen? Denke ich mir. Vermutest du, ne? Okay, ist jetzt das Soundformat Multi. Und darauf habe ich geantwortet. Das bedeutet, wir sind dabei zu überlegen, wie wir das vielleicht in irgendeiner Art und Weise sinnvoll, wenn nicht in diese Generation, in zukünftige Generationen integrieren können. Und dann wird vielleicht auch ein Schuh draus. Aber aktuell, zum derzeitigen Zeitpunkt, ist HEOS eine zweikanalige Plattform. Alles klar. So, okay. Der gute Benjamin, also hat mitbekommen, ist ab sofort in allen oder war schon länger bei Modellen von Marantz drin und auch Denon, das Auro, die Auro-volle Funktionalität. Würdest du mal 4-Deckenlautsprecher empfehlen und wenn, warum? Ja, Thomas, haben wir ehrlicherweise schon mehrfach besprochen hier in diesen ganzen Videochats, inklusive sogar das Zulieferer oder Kreative, wie ein Stefan Bock auch erwähnte, dass er immer sagen würde, man sollte 4 Lautsprecher nehmen, wobei jetzt immer noch der Unterschied ist, du schreibst hier konkret von Deckenlautsprechern, wir reden mal von Höhenlautsprechern. Das ist unserer Meinung nach etwas genauer, weil bei Decke denken ja alle direkt an die Decke und Decke heißt nach unten gerade und das ist es ja nicht. Wir wollen ja an die Wände ran, das sind Höhenlautsprecher, die schräg gehen, sodass wir dann alle 3 Tonformate auch betreiben können. Und klar, 4 Stück sollten es sein, weil sonst hast du einfach nicht das Umhüllende, es fällt der Hubschrauber vorne runter oder hinten runter, der ist nämlich dann unten, wenn du da oben keine 2 hast und nur vorne 2 und das ist alles nur nichts Ganzes und nichts Halbes. So, Preset 1, hier, Roland, bist du Firefox 2000? Fragt Preset 1, also Voreinstellung Preset Speicherbank 1, neuerdings möglich. Height 3 für Auro, Preset 2, Preouts Height 3 für Atmos. Wäre auch eine Möglichkeit, ohne umzustöpseln, man braucht nur eine Stereo-Endstufe. Nicht ganz so einfach. Also da können wir nebenbei bemerkt auch mal eins in deinem Kanal machen. Also das ist eine Sache, die grundsätzlich geht aber nicht mit einer Stereo-Endstufe und die auch ein bisschen komplizierter ist, wenn sie vernünftig und ich sag mal bedienbar umgesetzt wird. Ich weiß, was er vorhat und was er machen möchte, das wissen wir alle. Aber ehrlicherweise ist es einfacher, natürlich gut, bei Marantz ist es tatsächlich schwierig, wenn man unbedingt den Marantz-Sound haben möchte. Da müsste man schon die Vorstufe 8805 nehmen. Bei Denon ist der Griff zum AVC X8500H, würde ich sagen, sogar einfacher als diese ganze Konfiguriererei, weil wenn man das mit einer Endstufe quasi macht, muss man sich halt immer Gedanken machen, es kommt ja auch immer das Signal für, er hat gesagt, wenn er das, er braucht nur eine Endstufe quasi zusätzlich. Aber wenn er das auf Auro macht, er sagt seine, sozusagen, er legt quasi seine Lautsprecher, seine Auro-Lautsprecher klemmt er an die Height 3 ran, beispielsweise, also seine Center Height und seinen Top Surround an die Height 3 intern ran, an die Lautsprecherausgänge. Und an die Vorverstärkerausgänge klemmt er eine Endstufe ran und hat dann dort seine Top Surrounds mit dran. Ja, dann hat man natürlich das Problem, nicht seine Tops, seine Top-Middle für Atmos. Wenn er dann Atmos macht, dann müsste er seine externe Endstufe einschalten, müsste aber die internen Endstufen, damit aus den anderen Kanälen was vorkommt, immer noch eingeschaltet lassen. Das heißt, es würden diese Signale auch aus dem Top-Surround und aus dem Front-Height rauskommen, was er nicht möchte, weil da gehören die nämlich definitiv nicht hin. Also dementsprechend so einfach ist es nicht. Es würde funktionieren, ja, aber nur mit 2 Stereo-Endstufen, die du an Preouts mit Y-Adaptern verkabelst. Und dann ganz clever das Ganze auf Quick Selects legst. Aber wie gesagt, darüber können wir mal ein separates Video machen. Aber kann er nicht dann lieber einen 8.5er kaufen? Ja, ich habe gesagt, lieber einen 8.5er, aber bei Marantz wird es schwierig. Mit Marantz Sound natürlich. Ja, Vorstufe. Richtig, die 8805 plus Endstufen. Es zeigt sich immer wieder, der 8.5er ist ein Megaschiff mit seinen Konfigurationsmöglichkeiten. Wir haben es immer gesagt und wir wurden manchmal belächelt, ganz komisch. Ja. Und die ihn haben, wollen nicht mehr hergeben.
Das ist. Guck mal, man kann sogar Dolby-Kassetten jetzt mit DTS:X abmixen. Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Das habe ich gehört. Doch mal in den Keller gehen. Das ist ja mal ein Hinweis. Aber es ist doch schön, wenn wir heute Abend für Aufklärung sorgen konnten. So, jetzt wird gefragt, hallo, ist dieses HDMA von Marantz mit dem DDSHD Digital oder Alpha Processing Plus vergleichbar? Nö, das machen wir ganz kurz. HDRM ist analog in der Vorstufe. DDSC HD ist digital in der digitalen Name. Völlig unterschiedliche Technologien. Das eine setzt digital ein, um halt im Endeffekt noch so ein bisschen die Signalform zu verfeinern, und das andere, das will, also will den Klang auf der analogen Ebene manipulieren, sagt man so hübsch, oder beeinflussen in eine Richtung. Kann ich den alten 6012 als Vorstufe für den 8015 nehmen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Verstehe ich auch noch nicht ganz. Vielleicht überlegt er nochmal. War vielleicht ein bisschen heiß. Drachenfeuerwerk. Macht jetzt im Moment nicht so richtig Sinn, aber gut. Ist ein interessanter Gedanke. Das mit Trinov war Ironie, alles klar, verstanden. Ich habe es auch nie anders verstanden. Einladung gilt übrigens trotzdem, wer auch immer dahinter sich verbirgt. Hallo Grobi TV, wo weiß ich denn als Laie, dass Odyssey das bestmöglich beim Einmessen rausgeholt hat? Aktuell habe ich den 2,4er in Gebrauch. Danke für eure Hilfe. Tja, mein lieber Roland, woran weiß man das eigentlich? Muss man im ganzen System mal grundsätzliches Gottvertrauen mitbringen? Nee, ich würde ihm einfach, ich würde ihm erstmal eine Chance geben, und wenn man das einmal eingemessen hat, würde ich einmal hören. Wenn es einem nicht gefällt, würde ich vielleicht mich ein bisschen mit der Odyssey-App auseinandersetzen und halt meinen persönlichen Geschmack dann noch zusätzlich mit da hinzufügen. Ja, kann man machen. Guck mal, jetzt werden mir hier meine Worte schon wirklich auf die Goldwaage gelegt, aber kann man ja machen, kein Problem. Der liebe UG meint, ich habe da selber vorhin gesagt, die kochen alle nur mit Wasser. Ja, aber ganz ehrlich, also ich glaube, wenn wir haben über Odyssey und Direct gesprochen und wir haben nicht über Trinov gesprochen, da trennen uns dann schon so gewisse Welten, und das nicht nur finanziell, sondern der gesamte Aufbau, die gesamte Idee, die dahinter steckt, und die gesamte Art der Realisierung, die ist einfach eine ganz andere Thematik, und insoweit sind wir da schon auf einer ganz anderen Ebene. Das fängt ja nicht nur beim Preis an, sondern es hört ja auch unter anderem bei der Mikrofontechnik auf und noch eine Menge mehr. Aber wir werden da nochmal einen Spezial machen, wobei, da haben wir schon ein schönes Special gemacht, das war mit dem guten Veit Wegmann. Da haben wir mal ein sehr ausführliches Trinov-Video gemacht, wo eine Menge mal erläutert worden ist, was eine Trinov so besonders macht und warum sie in dieser Art und Weise auch einzigartige Raumkorrekturvarianten hat. Das ist ja nicht nur eins, das sind ja eine ganze Menge Sachen. Ich kann euch das übrigens immer wieder auch gerne samstags mal zeigen bei uns im Grobi-Kino. Da gibt es so ein paar Knöpfe auf meinem iPad. Da kann ich mal diese verschiedenen Korrekturen, die da durchgeführt wird, einzeln auch mal deaktivieren. Und dann müsst ihr gar nicht lange warten, das geht innerhalb von Sekunden, wo ihr merkt, was da um euch passiert oder was eben passiert ist im Vorhinein. Ja, also die Einladung steht, könnt ihr jederzeit machen. Allerdings während der NRW-Ferien haben wir bis 14 Uhr auf, weil ab 15 Uhr wollte ich dann doch schon mal langsam auf der Terrasse sitzen in der Ferien. Das war der einzige Grund, warum wir ein bisschen kürzer mal gemacht haben. So, wie auch immer. Naja, lassen wir das so stehen. Das ist kein Problem. Also wie gesagt, habe ich ja auch von meiner Seite kurz aufgeklärt. Hi, kann man den Receiver mit dem DEN 6.7er vergleichen? Das sind jetzt die Fragen, die natürlich immer wieder kommen werden. Nein, kann man nicht. Ist nicht der 6.7er, ist ein 8015 heißt er, ne? Ja, 8015. Ja. Sind zwei verschiedene Geräte. Ich glaube, wir haben schon einigermaßen für Aufklärung sorgen können, wo die Unterscheidungsmerkmale sind und was das auch in der Praxis bedeuten würde. So, ich kann auf meinen X44 und bin sehr mit zufrieden, kann auch leider die Summe für eine Trinov-Endstufe nicht aufbringen. Alles gut, 44er ist ein cooles Gerät in seiner Klasse. Kann eine Menge und hat eine Menge Technik und Ausstattung und macht eine Menge Spaß. Ja, ne? Erste Frage ist gut. Wenn das ist dann eine neue Odyssey-Messung notwendig? Ich würde sagen, ja. Wenn man die Endstufenkonfiguration nicht geändert hat, nein. Aber du hast doch DTS:X Pro, dann habe ich doch im Extremfall noch mehr Lautsprecher, da brauche ich doch eine neue Einmessung, oder nicht? Ja, aber die Einmessung, du hast ja vorher schon für Atmos oder für Auro die Einmessung gemacht. Also du hast ja, wenn du einen 8012 bekommst, machst du jetzt die Einmessung, dann machst du die Einmessung ja mit deiner kompletten Lautsprecher, also 13 Kanälen zum Beispiel. Also ist ja dann bei DTS:X Pro, wenn du das, dann hast du ja 13 Kanäle. Die machst du ja jetzt schon. Ach so, du hast sie nicht angesteuert. Ja, war ein Denkfehler. Stimmt, die Lautsprecher waren ja da, aber nicht angesteuert. Genau, auch. Ja, stimmt, hast recht.
Wenn bei BTS dazukommt, dann kommt einfach nur das Codec dazu, aber Odyssey bleibt gleich. Also. Ja, okay, habe ich verstanden, alles klar. Gut, ja, ist doch schön. Ist Streaming via AirPlay oder Chromecast ohne HEOS möglich? Ist Streaming über AirPlay möglich? Ja, ist möglich. Man braucht nicht die HEOS-App, logisch. Chromecast ist nicht integriert. Das wäre also nicht möglich. Okay, auch eine Antwort. Gibt es die Movie-Option in der Automatik für Filme eine deutliche Verbesserung? Mit dem Wort deutlich tue ich mich schwer. Das sind Feinheiten, kleine Details vielleicht, wenn überhaupt erkennbar, hörbar. Ja, kleine Details würde ich auch sagen. Ja, deutlich würde ich nicht sagen. Ne. Gibt es Nachfolger für die Slimline, haben wir gesagt. Kommt im September voraussichtlich. Roland, würdest du das neue Marantz Flagship kaufen oder erst einmal auf das Denon Jubiläumsmodell warten? Boah, die wollen nicht immer auf das Glatteis führen, ne? Das ist so schlimm, ja, ich weiß. Ich meine, ja, ich sag dazu nichts. Kann ich nicht sagen. Sollte ich nicht. Also ich werde so schnell wie möglich erstmal den 8015 hören. Das ist schon mal klar. So, was haben wir denn? Wir kommen langsam dem Ende zu, würde ich sagen. Wir haben nämlich schon die 3 Stunden voll. Roland, das haben wir gemacht. Slimline kommt September. Dominik, ganz neu mit RW nachmessen. Dann musst du da einsteigen. Wenn ich 98% Filme gucke, ist der Denon 6.7er besser für mich? Aktuell habe ich den Marantz 7010 mit Auro 3D. Naja, also 7010er auf 6.7er ist schon ein mächtiger Sprung. Auf den 6.7er ist schon ein schöner Sprung, glaube ich. Das ist schon ein cooler Sprung, mein Lieber. Das ist okay. Und für Filme, dann ist die Priorität natürlich auch anders, wenn man dann natürlich auch wie schon ein bisschen so auf Kick und auf Bass und keine Ahnung was so steht und auf Präzision und so, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter, ja. So, ich muss mal eben kurz was hier schreiben. Letzte Frage bitte schreibe ich nämlich. So, was ist der Vorteil von diskreten Marantz-Aufbau außer extra viel Jitter? Ja, ganz, ganz cool. Also Jitter ist ein Begriff aus der Digitaltechnologie, wenn man so will. Und man will natürlich möglichst wenig Jitter haben. Das ist das Taktzittern im Digitalen. Der diskrete Marantz-Aufbau sitzt quasi in der Analogsektion. Also der diskrete Marantz-Aufbau, der verursacht nicht viel Jitter. Also das ist schon mal klar auf der einen Seite. Und er meint vielleicht außer ein bisschen mehr Verzerrung oder ein bisschen mehr dort in der Tat. Das ist richtig so. Es gibt ja immer Leute, die gerne messen, nicht wahr? Und gerne nachmessen. Und die werden sicherlich bei vielen Marantz-Modellen auch immer gerne vielleicht den ein oder anderen höheren, ja, minimal höheren Klirrfaktor oder weiß der Geier was messen, dadurch, dass halt diese HDRM-Module drin sind, dadurch, dass nicht alles so straight ist. Dennoch, wie gesagt, mich persönlich, und es ist ja auch nachgewiesen, dass harmonische Oberwellen etc., dass die dazu beitragen, das sind ja im Prinzip auch, wenn man so will, Verzerrungen, dass die dazu beitragen, dass das Signal, ja, dass es für mich halt angenehmer klingt und dass es für mich halt genau der Sound ist, den ich auch haben möchte. Also es ist immer was anderes, ob man misst oder ob man hört. Da muss man halt auch immer nochmal sagen. Und der Marantz-Aufbau, der basiert halt darauf, der diskrete, dass man halt genau diese Marantz-Sound-Philosophie erfüllt. Und daher diskret. Das ist der Vorteil. Ich habe es verstanden, würde ich sagen. Ich sehe einige interessante Fragen. Je später der Abend, umso interessanter die Fragen. Wobei die Frage ist eigentlich keine Frage irgendwie, aber trotzdem ist ein Fragezeichen drin. Michael Müller, typischer Marantz-Sound heißt, dass die Geräte im Prinzip einen permanenten EQ haben, welchen man nicht abschalten kann, also keine originalgetreue Wiedergabe möglich ist. Und jetzt kommt doch das Fragezeichen. Einen permanenten EQ haben, welchen man nicht abschalten kann, also keine originalgetreue. Natürlich kann man den abschalten, richtig. Also man kann grundsätzlich Odyssey natürlich abschalten. Man schaltet auf Direct oder Pure Direct etc. und dann ist Odyssey weg. Dann ist das komplett weg. Also das kann auch auf Pure, ja, genau, hast du ja gesagt. Die nächste ist auch interessant geschrieben. Intel i7 oder? Nee, das haben wir drüber gesprochen. Was wollen wir da über die Hardware diskutieren? Also bei allem Respekt, das ist doch im Detail vorhin genannt worden. Also, die Michael Müller, die Auromatik arbeitet doch im Prinzip wie Dolby Pro Logic. Da hört man auf allen Höhenlautsprechern Sound, der dort nicht hingehört. Stimmen und so weiter. Jetzt kommt aber nicht ein Ausrufezeichen, sondern ein Fragezeichen.
Mein lieber Michael Müller, nein, das ist so nicht. Das arbeitet nicht wie Dolby ProLogic. Das musst du dann doch mal vielleicht selber erleben. Es gibt eine Menge, einige tausend Menschen mittlerweile, die das sehr anders hören und erleben. Und es hat nichts, aber auch gar nichts mit Dolby ProLogic zu tun. Dazu gibt es einiges an Material auch zu hören, wie eine Aromatik, was sie macht, wie sie arbeitet und dass sie genau sehr differenziert arbeitet und nicht einfach Stimmen irgendwo hinklatscht, wo sie nicht hingehören. Darüber haben wir in den letzten 6 Jahren sehr ausführlich berichtet. Und guck dir ein paar Videos an, ansonsten komm vorbei, ich erkläre es dir gerne und zeige es dir auch. Roland, bist du noch da? Perfekt. Ja, was sollst du noch dazu sagen? Es ist interessante Fragestellung, fand ich das. Die Aussage mit einem Ausrufezeichen. Eine Frage hätte ich noch. Ich habe 2 Dadi Altelkos als Atmos-Lautsprecher. Die Couch steht an der Wand. Wie weit entfernt hinten sollten die Altelkos montiert werden? Hinten, das heißt, die sind ja dann vor meinem, ich würde sagen, Kniehöhe oder sowas, wenn die um an die Decke kommen, ne? Mhm. Wenn die an die Decke kommen. Weil hinter mir geht ja wohl nicht, würde ich sagen. Wie weit entfernt von hinten sollten die Altkäufe? Das heißt, von hinten nach vorne wahrscheinlich gedacht. Aber da gibt es auch ein paar Zeichnungen bei euch, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wie weit entfernt von hinten? Die Frage ist ein bisschen, wie weit entfernt von hinten sollten die Altkäufe montiert werden? Also hinter mir geht nicht, es sollen 2 nach oben. Als Atmos-Lautsprecher, also würde ich die dann an die Decke knallen und dann irgendwie so vor Knie, würde ich mal sagen, aus mich ausgerichtet haben, wahrscheinlich. In etwa, die sind so ein bisschen... Die sind so keilförmig, so wie, sieht aus wie so ein Keil von einem Anhänger. Sind so keilförmig, ja. Also da gibt es, klar, da gibt es natürlich auch, da kann man sich auch meinen Vortrag nochmal angucken, den ich vielleicht auf der Hausmesse gehalten habe. Genau, das ist auch eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. Da habe ich nochmal darüber gesprochen, wie das ist mit diesem Winkeln und dass das quasi über einem, also nicht direkt am Ohr, sondern ein bisschen über einem quasi der Schall einen erreichen soll. Und da müsste man sich dann tatsächlich mal eine Skizze machen und gucken, wo das bei ihm im Raum dann entsprechend ist. Ja, ich gucke mal, ob ich den Vortrag eben finde von dir. Dolby Hausmesse 2019, Grobi. Da ist er doch. Von Dolby bis Atmos, die ganzen Konfigurationen. So, jetzt teilen wir das, geht da ja ein Schnelle. Mein Lieber, hast du heute Abend nochmal 2 Stunden zu gucken? Nee, wobei, das ging nur eine Dreiviertelstunde. So, da ist er. Okay, ist Chromecast Update geplant? Welche Auflösung kann über AirPlay übertragen werden? Auflösung? Wird kein Bild. Ja, er meint, die Chromecast-Update ist nicht geplant. Auflösung? Ja, Auflösung meint ja im Prinzip die Auflösung. Es ist kein Hi-Res. Also, es ist. Okay. Also, das ist, sagen wir mal so, das würde vielleicht bestimmte andere Hersteller schon als Hi-Res bezeichnen. Aber für uns ist das kein Hi-Res. Das sind. Ja, das sind 24-Bit und 48 Kilohertz. Und das bezeichnet sowas als Hi-Res. Also, das ist. Ja, egal. Jedenfalls, ja, genau. Ja, war eine gute Antwort. Haben die neuen AVR einen Dialoglift? Nein. Nein, brauchen wir nicht. Wenn wir Aromatik haben, brauche ich keinen Dialoglift. Grundsätzlich kriegt man das auch irgendwie anders hin, das stimmt. Hm. Mein KI Ruby könnte ich per Pre-Out an einen 7015 stecken, um auf Surround aufzurüsten, oder? Ein KI Ruby ist, ich habe die Frage nicht mehr. Also muss ich der KI Ruby, das ist doch ein Verstärker. Ist das doch ist ein Zweikanalverstärker. Zweikanalverstärker. Ja. Möchte ich einen Pre-Out anstecken, um auf Surround aufzurüsten? Aber der 7015 kann doch schon Surround. Was will er denn da noch zusätzlich machen? Wer meint, wenn er noch zusätzlich. Naja, er will wahrscheinlich seine Frontlautsprecher dann entsprechend verbessern. Oder dann könnte er zu den Frontlautsprechern noch Surround-Lautsprecher installieren. Die Surround-Lautsprecher schließt er dann entsprechend an den 70, was ist das? 7015 oder was wollte er? 7015 hat er gesagt. Ah ja, ein 7015, na klar. Also das funktioniert, klar. Er geht über die Pre-Outs von Fronts raus und geht dort dann quasi an seinen KI Ruby ran. Der wiederum an seine vorhandenen 2 Lautsprecher rangeht und kann dann entsprechend an die anderen Lautsprecheranschlüsse anschließen. Dadurch hat er natürlich keinen Nachteil, was die Zweikanalwiedergabe anbelangt, ja, weil er da immer noch sein KI Ruby verwendet, ja. Der ja durchaus besser ist als jetzt so ein, also
als jetzt so ein 7015. Gut, ist ja auch natürlich eine ganz andere Klasse. Aber ja, das ist das eine. Außerdem hat er sein gewohntes Klangbild und kann aber auch Surround das Ganze dann entsprechend hören. Ja. Okay. Funktioniert. Ist eine gute Kombi. Okay, jetzt ist eine sehr allgemein gehaltene Frage. Gibt es intelligentes Leben auf der Erde? Fragezeichen. Ich würde sagen, ja, auch wenn man manchmal Zweifel hat, weil sonst würde man solche tollen Produkte nicht bekommen. Da müssen schon ein paar Jungs eine Menge Gehirnschmalz zusammengelegt haben, damit sowas hier gebaut wird. Weil 2 Jahre waren die auch wieder dran an den Dingern in der Entwicklung. So, danke für den informativen und unterhaltsamen Abend. Gern geschehen, hat uns auch Spaß gemacht. Danke für die Erklärung. Kann der gute Herr Krüger nicht die 15.000-Euro-Kiste nachbauen lassen? Ich glaube, du müsstest dafür erstmal Französisch können. Kannst du Französisch? Ist schwierig. Gut, okay. Bei der nächsten Antwort zum Jubiläumsmodell wird Roland von einem SU-Mitarbeiter aus dem Bild gezerrt. Ja, ich glaube auch. Die würden dann wahrscheinlich eine Bildstörung produzieren oder irgendwas. Ich denke mal, dieser, dann ziehen die Stecker. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber der Captain Baloo, der scheint mir schon ein Mitarbeiter zu sein. Ne? Ja, so bei manchen weiß ich auch, glaube ich, wer dahinter sich in Wirklichkeit verbirgt. Misst du noch oder hörst du schon? Kann ich auch Mono hören? Ja, kann man. Herzlichen Dank an Gobi, tolles Format. Danke sehr, vielen Dank. Der gute Steve with Sound fragt dich immer noch nach Heos, aber da haben wir ja gesagt, das wird irgendwann mal kommen. Ne? Mhm. Hat Aromatik, hat aber euer Konkurrent mit der Igel-Frisur gesagt. Also der hat keine Igel-Frisur, der hat so eine Punky-Frisur, würde ich sagen. Igel sind immer gleichmäßig so spitz und rumrum, würde ich mal behaupten. Und was der gesagt hat zur Aromatik, bei allem Respekt zu dem Kollegen, der sicherlich sehr interessante Videos macht, aber bei Aromatik und dem ganzen Thema muss der noch ein bisschen nachbessern. Da war er ein bisschen der seiner Zeit hinterher, was ja selten vorkommt, aber da war es dann so. Da haben wir schon viel früher darüber berichtet. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen, die Videos. Sind ja alle noch aktuell. So, eine letzte Frage. Ist eventuell mal eine weitere Abmixensystem? Was könnt ihr jetzt hier? Noch ein Abmixensystem? Logic 7 Immersive? Was hast du denn da? Logic 7 war früher mal ein nettes Abmixing-System sozusagen zu Zeiten von Dolby ProLogic, glaube ich. Ach Gott, gibt es das denn noch? Nee, das war auch von einem, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. War das nicht Lexicon, soviel ich weiß? War das von Lexicon? Die hatten immer Logic. Ich habe es gar nicht mitbekommen, war bei mir vorbei. Ja, nee, aber nicht, dass ich wüsste, dass es da noch was gibt, was anderes. Also klar, es gibt immer Abmixer in irgendeiner Art und Weise und es wird die natürlich auch geben. Aber wir sind ja noch live. Genau, auch MPEG-H hat, glaube ich, einen Abmixer, aber den wir nicht integrieren, aber auch so sowas gibt es da. Ja, gibt es da. Mann, du hast Urlaub. Junge, du kannst jetzt nach Hause gehen. Nee, ach, Scheibenkleister, ich habe noch 3 schriftliche Dinger hier. Warte mal eben. Hier, bitte auch Herrn Krüger fragen, ob es in 8015 möglich ist, einzelne Endstufen abzuschalten, zum Beispiel LCR, oder ob nur alle abgeschaltet werden können. Die Frage haben wir mit Ja beantwortet, wenn ich mich nicht täusche. 8015, einzelne Endstufen abschalten, LCR beispielsweise. Du kannst nicht einzelne Endstufen abschalten. Nicht eine einzelne, sondern immer paarweise oder wie das dann war. Nee, du kannst Front, Links, Rechts sozusagen, die kannst du ja dem Pre-Out anvertrauen und die Height 3 kannst du dem Pre-Out anvertrauen. Das heißt, die beiden kannst du sozusagen abschalten und anschalten, wenn du so möchtest. Beim 8015. Beim 8015. Yeah. So, dann kommt noch eine Frage mit Heos App, eigene Playlist auf Amazon Music. Das ist auch, glaube ich, auch ein altes Thema, ne? Das liegt auch immer wieder vor, ne? Ja, das liegt bei uns schon ziemlich lange vor. Ja, das okay. Ist so ein. Mein lieber Michael, wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen. Und dann habe ich noch, wobei da gab es noch einen Workaround, glaube ich, für, ne? Für die Amazon-Listen, ne? Wie man das doch machen konnte, ne? Ich musste nicht erzählen. Aber gab es das nicht mal? Ja, nee, den gibt es theoretisch noch. Bloß wir haben ja dieses Software-Update, was nicht so ganz. Deswegen muss ich dran denken. Also, ja, diesen gibt es noch und den wird es bald auch wieder mit der aktuellen Software geben. Aber man kann es ja über Alexa machen. Es gibt Alexa-Cast, man kann sozusagen die Amazon Music App verwenden und dann direkt aus der Amazon Music App casten auf das Gerät. Das geht nur aktuell mit der letzten Software nicht. Weil wir da ein bisschen machen wir ein Video, wie man eine Playlist von Amazon in einem Workaround mal mit einbinden kann, sobald es wieder geht. Was hältst du davon? Ja, wenn du frisch erholt. Hä? Ja. Ja. Können wir machen. Frisch erholt aus dem Urlaub kommst. Mein Lieber, die bedanken sich alle, die müssen nämlich auch ins Bett. Hermann Kahn, genau. Hermann Kahn hatte Lexicon, richtig.
Hammer, ne? Mein Schluss ja cool als müde. Ja, ich bin heute früh aufgestanden, das stimmt. Ja, ich auch, mein Lieber. Wir brauchen alle Urlaub. Guck mal her, ich halte die nochmal hier rein. Das ist eine geile Dolby Atmos-Scheibe, warum man auch vier von diesen Lautsprechern oben an der Wand haben sollte, damit man auch alle vier hört, wenn das hier abgeht. Die gibt es ja immer noch bei uns, haben wir auch bei Hörbeispiele. Dann die In Excess würde ich mal eben kurz reinhalten, die ist auch ziemlich cool. Da gibt es auch noch eine Menge Scheiben. Und dann bringen wir die John Williams jetzt im September, August, September raus in Dolby Atmos. Wir haben da noch eigentlich was vor. Ich hoffe, bis zum Wochenende werden wir neue Dolby Atmos-Demo-Files haben, dass ihr die mal hören könnt. Ach, die ist auch cool. Die geht irgendwie, ich weiß gar nicht, was mit der los ist. Hier, das hier, diese Scheibe hier, die geht plötzlich, also irgendwie, weiß ich nicht, war die irgendwo mal in der Bildzeitung als Empfehlung des Jahres, weil plötzlich geht die bei uns ohne Ende. Das ist so eine Jazzgeschichte, richtig cooles Ding mit Auro, mit Dolby Atmos, mit allem drum und dran. Oh, wir haben schon die Zeit übertrieben, mein Monitor will sich gleich abschalten. Moment. Also, auch ziemlich cool, haben wir auch bei uns. Ansonsten, wir sind weiterhin für euch da. Wie gesagt, jetzt ein bisschen eingeschränkt in der Personalpower, weil der eine oder andere hat Urlaub und ja, das müssen wir leider auch durchziehen. Und ja, leider aus Arbeitgebersicht ist ja klar. Ne? Ansonsten würde ich sagen, mein lieber Roland, es war mir eine Ehre. Mal gucken, ob deine Kollegen noch wach sind. Ich habe den Herrn Lücke gesehen, der war hier. Der fand meinen Spruch sehr gut mit den Smarties auf Beinen. Ach so, okay. Fand ich auch nicht schlecht. Verstehen. Ja, den kriegen die noch so Gesichter drauf gemalt bei euch, weißt du? Aber der war nicht im Chat unterwegs, oder? Der war im Chat, war der. Der, klar war der im Chat. Oh, okay. Verstehe. Ja. Also, ich wünsche euch noch was. Vielen, vielen Dank und passt auf euch auf. Bleibt gesund, denkt an die Masken. Genau. Ich habe mir jetzt eine geile Maske bestellt, ey. Kennst du diesen Horrorspezialist, wie heißt der nochmal? Savini oder so heißt der, glaube ich. Ne? Kennst du den? Kennst du, ach komm, jetzt, die sind ja nicht mal dabei, die sind ja alle schon weg. Es gibt doch diesen vom Dusk Till Dawn, den Film. Ja. Wo die da abends so in die Bar da reingehen. Und dann sind da ein paar Gäste, die ja da eigentlich nicht so sind, wie sie sind. Im ersten Moment. Nee, im zweiten Moment sind die dann anders. Und dann gibt es so einen Typen, der hat so eine Knarre zwischen den Beinen und das ist Tom Savini. Ein ganz, ganz bekannter, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie, doch, das ist er. Ganz, ganz bekannter Spezialist von Special Effects und von so einem Zeugs. Kennst du den? Ja, ich weiß jetzt, nachdem du gesagt hast, wer das ist, ja, dann weiß ich es jetzt. Ja, pass auf, jetzt gucke ich mal, ob ich dir das noch zeigen kann. Guckt ja keiner zu. Ist ja auch schon nach 22 Uhr. Ja, der hat eine coole Maske mitentwickelt. So. Der Typ macht die dollsten Horror-Dinger, ja. Er spielt auch manchmal selber mit, aber das ist ein Wahnsinnskerl, Tom Savini in Pittsburgh. Und der hat diese Masken hat der jetzt gemacht. Und jetzt weißt du, wie du mich in 4 Wochen hier sehen wirst, wenn ich bei uns im Laden unsere Kunden begrüße. Also nicht erschrecken, das sind doch wohl richtig geile Masken. Ja. Die machen ja wenigstens Sinn. Ja, nur auf jeden Fall. Also, um zu erschrecken, machen die auf jeden Fall Sinn. Leuchten die auch? Weiß ich nicht, da muss ich mal gucken. Ich kriege die bestimmt zum Leuchten. Ich habe nicht die rosafarbene da geholt. Musstest du die aus den USA bestellen? Ja, kannst du bestellen. Die kriegst du sogar, ich habe die sogar mit Unterschrift bestellt. Ich hoffe, der schreibt aber jetzt innen drin rein und nicht draußen. Sieht ja sonst ein bisschen blöd aus. ist das nicht cool? Nochmal. Nee, alles gut. So. Geile Maske. Jetzt mache ich Werbung für die Jungs hier. Tom Savini, geile Maske, handgemacht. Müssen ja die amerikanische Wirtschaft ein bisschen fördern hier. Die machen die bei Tag- und Nachtarbeit. Das stimmt. Haben Sie denn schon gesagt, wann das kommt? Ja, in 4 bis 6 Wochen. Dann ist ja bei uns wahrscheinlich hier, ja, wer weiß. Maskenpflicht vorbei, sagst du. Meinst du? Nee, dann haben wir. Ich glaube es nicht, aber ich meine, Mecklenburg-Vorpommern oder so, die haben es ja schon versucht. Da muss ich auch noch hin. Ich fahre ja in die Richtung. Ich bin ja gespannt. Also, wer mich sehen möchte, wir können uns in Polen treffen. Da bin ich für ein paar Tage in Urlaub, an der See. Bin ich mal gespannt, was da so passiert und wie das da so geht. Ich wünsche euch was. So, jetzt ist es. Hauptsache, du kommst zurück. Wie bitte? Hauptsache, du kommst zurück dann. Also nicht, dass die irgendwie die Grenzen wieder dicht machen oder irgendwas. Nee, meine Frau kennt da ein paar Schleichwege. Ich fahre ja auch mit dem großen Auto. So, also, ich wünsche euch was. Einen schönen Abend. Es war mir eine Ehre. Roland, geh ins Bett. War ein langer Tag. Hör mal, hat mir wieder riesig Spaß gemacht. War eine coole Nummer. Okay? Jetzt muss ich nur wieder schauen, was wir hier wieder machen, weil sonst erzählen wir noch viel mehr Intimes und das geht ja nicht. Also als erstes Mikro aus, Kamera aus und ich drücke dann gleich auf Live-Chat. Bis dann. Ciao. Ja, bis dann.